Wir lassen das. So, hallo und herzlich willkommen. Also Anfänge sind nicht unsere Stärke. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut. Hi. Ich habe mal wieder Karl und Flo eingeladen und wir wollen euch mal wieder ein bisschen bespaßen mit dem Videothema unsere Vorfreude 2022. Das letzte Video vom letzten Jahr, das so Titel. Ich finde das selbst nicht mal, wenn ich bei YouTube dann das suche. Das ist ein bisschen traurig. Unsere Highlights und dann Top 10 Highlights, irgendwie sowas in der Art. Erste Jahreshälfte. Haben wir aber auch erst Mitte Februar gemacht. Wir waren da ein bisschen spät dran, wir sind am Spätzünder gewesen. Und dieses Jahr haben wir es ein bisschen früher gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Mich hat diese Liste völlig fertig gemacht. Ich hätte, glaube ich, eine Woche Zeit reinstecken können. So unfassbar viele Spiele. Und ich dachte so, okay, irgendwie alle gleich ist, aber irgendwie geil. Und viele Spiele dabei, wo ich auch wirklich gedacht habe, Mensch, geil, will ich ausführen. Aber halt auch super viele ist das wirklich einfach so ähnlich, weil ich dachte, wann soll man das alles spielen, wann soll man das alles machen? Ich sehe dein Problem. Ich wollte da gar nicht so viel Zeit reinstecken, wie ich reingesteckt habe, aber es macht einfach Spaß, das dann nachzugucken und so. Ah, das sieht interessant aus. Aber trotzdem bleibt man immer in der Oberfläche. Das ist so. Ich hatte zwei kleine Probleme. Das erste war auch jetzt mit den Lieferschwierigkeiten und so weiter, wodurch es noch unwegsamer ist. Dinge, die nicht Kickstarter sind, werden jetzt eher noch nicht angekündigt. Ist eher noch später, dass man das sagt, weil man sich nicht sicher ist als Verleger, wann man es rausbringen kann. Das heißt, man findet Sachen jetzt für 22, die nicht ein Kickstarter sind und nicht sowieso entweder schon auf Englisch oder so erschienen sind. Das ist gar nicht so viel. Es sind halt wirklich hauptsächlich Kickstarter, weswegen meine Liste auch ein bisschen Kickstarter-lastig ist. Und ich habe auch ein paar Sachen nicht mit drin für Leute, die vielleicht nachher bei meiner Liste denken, hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Unterschiede drinstecken können. Ein paar Sachen habe ich auch abgetreten an die passenden Experten in der Runde. Okay. Und habe dafür die Gelegenheit genutzt, noch andere Sachen mit reinzuziehen. Noch eine kleine Sache. Natürlich sind Sachen aus unserem letzten Vorfreude-Video gerade bei mir noch nicht erschienen. ISS Vanguard wäre da zu nennen oder meine halbe Liste. Deine halbe Liste. Ich meine jetzt vor allen Dingen so die großen Dinger, ne? Frosthaven, wo man ja wirklich drauf wartet, bis ich drauf warte. Frostpunk, ISS Vanguard. Die habe ich mit Absicht rausgelassen. Die kann man sich bitte dazu denken. Die kann man sich ehrlich gesagt auch weit oben mit dazu denken. Guckt euch gerne das Vorfreude-Video von 2021 richtig, an. Da rede ich ja schon drüber. Und ich würde hier nur das Gleiche wiederholen, denn die sind ja noch nicht erschienen. Der Stand ist also für mich persönlich ziemlich genau der gleiche. Meine Vorfreude ist immer noch so groß auf diese Spiele, dass ich sie trotzdem drin gelassen habe. Sehr gut. Ja, sehr ich habe außerdem gar nicht so viel Zeit gehabt. Ich musste Pandemic Season Zero endlich weiterspielen, ja, damit wir da mal das vorankommen. Muss ich auch noch spielen. Also daher, es gibt aktuell viel zu spielen. Und man hat ein bisschen das Gefühl, natürlich, wir sind kurz vor Essen gefühlt irgendwie, ja, was so viel rauskommt. Aber natürlich haben wir das Problem, was du schon ansprachst, dass viele Spiele irgendwie noch so ein bisschen am Hängen sind, die eigentlich im letzten Jahr rauskommen sollten. Dementsprechend, wir schauen einfach mal, was so für uns die Highlights sind. Auf jeden Fall kommen richtig gute Sachen raus. Genau. Und natürlich der Disclaimer, das sind halt Sachen, die erstmal unser Auge gecatcht haben, wie gut die dann tatsächlich sind, ob die gebalanced sind, was auch immer. Darüber treffen wir hier gar keine Aussage und die Liste am Ende des Jahres sieht erfahrungsgemäß dann ganz anders aus. Richtig. Da kommen die Sachen von den Publishern noch dazu. Keine Rising mehr drin. Da hat man dann auch, richtig, da hat man dann ja auch Sachen gespielt, die vielleicht erstmal auf den ersten Blick nicht so spannend aussahen, aber man denkt, ach, die Mechanik, das war schon. Naja. Gerade die kleineren, abstrakteren Sachen, die landen bei mir zumindest nicht in so einer Liste, aber am Ende können die dann doch in die Richtung kommen. Das ist ja auch ne, oftmals so ein, sieht geil aus, hat eine coole Idee, ob die dann funktioniert oder nicht, das wird man dann sehen, wenn es passiert. Und das ist ja auch immer so ein Problem von solchen Problemen, ne? Das sind einfach immer Kickstarter-Vorfreude-Listen eigentlich, weil, ich meine, die ganzen Verlage machen jetzt ihre Frühjahrsankündigung halt Ende Januar, im Februar und die kommen dann so ab März raus. So die Sachen, der große neue Rosenberg, der große neue Pfister, der wird dann halt irgendwann vor Essen angekündigt, also jetzt auch noch ewig und drei Tage der nicht. Der neue große Pfister, weißt du da etwas? Vielleicht. Vielleicht taucht es ja in diesem Video auf, vielleicht auch nicht. Wobei Port Royal die Big Box noch nicht erschienen. Ne? Ich bin interessiert. Lass mir Port Royal weg. Genau, aber es wird halt schon natürlich sehr Kickstarter-lastig, aber ich habe auch nicht nur Kickstarter-Dinger drin. Ich habe auch heute das Line-Up von Cosmos bekommen für das Frühjahr. Sieht auch schon nicht unspannend aus. Vielleicht ist auch ein Titel drin. Und ja. Aber Pfister könnte man erwähnen, da steht natürlich dieses Jahr Great Western Trail Argentina an. Dazu habe ich aber auch gar keine Infos. Vielleicht habe ich das ja mal in der Liste drin. Keine Spoiler. Spoiler, ich habe das bei mir nicht drin, aber da bin ich natürlich gespannt drauf, weil ist ein Pfister. Bevor Karl euch jetzt alle 500 Spiele erzählt, die er nicht in seiner Liste hat. Also, fangen wir doch einfach mal an. Richtig. Ja, und bei wem fangen wir an? Bei dir, Immer der fragt. Wir fangen an bei mir. Achso, was ich noch vorweg schicken sollte, wenn wir häufiger mal dahin gucken, da steht der Fernseher, wo wir auch mal das sehen, was ihr quasi irgendwo hier so da wahrscheinlich seht. Nicht wundern, aber wenn wir klein sind, merkt ihr es eh nicht. Bitte. Also, ich fange mit einem Problemkind an. Es ist ein Spiel, da habe ich lange überlegt, ob ich das jetzt in die Liste nehme, weil es ist ein Kickstarter
Der Name ist Shadow Tactics, wie das Computerspiel, basiert auch auf der Lizenz des Computerspiels. Und ich habe mich dafür entschieden, trotzdem, dass es ein schon sehr verspäteter Kickstarter ist, der wohl mit Produktionsproblemen durchaus zu kämpfen hat, von einem kleineren Verleger namens Antler Games, die, glaube ich, noch nicht so viel gemacht haben. Aus Ungarn. Aber ich habe mich dafür trotzdem entschieden, weil es mich einfach von dem, was es ist, her reizt. Dadurch, dass es ein verspäteter Kickstarter ist, riskiere ich auch nicht, dass ich jemand in etwas reinquatsche, dass er was aus Versehen kauft, was es nicht gibt. Das geht ja nicht. Und es ist einfach, um mal raufzukommen, spielt halt auch in Japan. Ich glaube, in der Tokugawa-Ära, für alle, die das interessiert, also klassisches Japan-Setting, sagen wir mal so. Und das Computerspiel war eben auch ein Echtzeit-Stealth-Spiel mit einer Gruppe, die man steuert. Und hier wird das halt umgesetzt, dass eben einer gegen viele oder einer gegen einen, beziehungsweise es gibt wohl auch einen Solo-Modus geben, spielen. Einige spielen eben die Ninjas, beziehungsweise eben die Truppe, die irgendein Ziel erfüllen will, irgendjemanden befreien, vielleicht auch jemanden ausschalten oder sowas. Und der andere steuert die ganzen Wachen und die Umgebung. Mhm. Und das Ganze funktioniert über eine Programmierung. Also erst, ne, die dürfen sich auch unterhalten, natürlich untereinander. Es ist aber wichtig, dass der Gegenspieler, der da sitzt und die Wachen steuert, dass der alles hören muss. Ich bekomme also ein bisschen Angst, so gut wie Karl bin ich nicht über meine Spiele von mir. Ja, ja. Und der Witz ist, dass dann das programmiert wird. Also man sucht eine Karte aus, auf der irgendwelche Aktionen stehen, die sich auf das Feld, das ihr hoffentlich gerade seht, eben beziehen und spielt das. Und eben erst die Ninjas, dann derjenige, der die Wachen kontrolliert. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er wird Daimyo genannt. Der Spieler heißt dann Daimyo. Und das klingt einfach ganz reizvoll. So ein Stealth-Spiel habe ich noch nicht so häufig gesehen, ne, verdeckte Zeitkomponente. Hast du unendlich viel Zeit für deinen Zug oder gibt es irgendwie eine Möglichkeit dafür? Es gibt keine Zeitkomponente. Man sieht ja, ne, unten siehst du diese Programmierliste, wie die liegt. Es gibt dann noch ein paar extra. Wie Space oder, ne? Das ist also unten die, ja, die Leiste. Ja. Aber in dem Fall eher einfach eine Programmierungsleiste vielleicht. Ja, ist ja bei anderen Spielen. Eine Echtzeitkomponente entsteht daraus dann nicht. Wie gut das dann funktioniert, muss man sehen. Aber es hat mich erstmal gereizt. Ich habe es mit reingenommen. Ich weiß nicht, inwiefern es mit der Produktion klappt. Es soll dieses Jahr kommen. Also es sollte eigentlich schon letztes Jahr und das Jahr davor kommen. Gucken wir mal. Wirklich kleiner Verleger. Schon ein bisschen. Deswegen auch nur auf der 10. Sonst hätte ich es wahrscheinlich weiter nach oben gesetzt. Ich habe was ganz anderes von wegen kleiner Verlag. Mein Verlag ist riesig, ist wahrscheinlich, der dahinter steckt. Und trotzdem ist es nicht dieses Jahr rausgekommen oder letztes Jahr rausgekommen, sondern es soll jetzt erst wieder 22 rauskommen. Ich spreche von Nemesis Lockdown. Oh, ja, Lockdown, also das, ja, nicht die Erweiterung, sondern es ist ja quasi wieder ein eigenes Spiel. Mhm. Warum bin ich da so hinterher? Ich habe gerade eben wieder die letzten Tage Nemesis, die Erweiterung Höhlengespenster, gespielt. Das ist ja eine Erweiterung letztendlich, wo man die alten Aliens ersetzt, letztendlich da rausnimmt, die ja sehr, sehr kampflastig war und sie durch neue Kreaturen mit einem neuen Modus ersetzt. Und man hat einfach gemerkt, wie viel Spaß dieses Setting macht, wie viel Spaß in diesem Spiel drin ist, was es wirklich für unglaublich gute Geschichten erzählt. Die Tischdynamik. Das, ne? Macht super viel Spaß. Man muss natürlich Leute haben, die drauf Bock haben. Man muss sich erstmal einlassen, dass es auch schon ein paar Regeln sind, die da sind. Aber letztendlich ist es großartig. Nichtsdestotrotz hat das alte Nemesis ein paar Schwächen, wo man so ein bisschen dran rumbasteln kann. Und das hat Nemesis Lockdown ja gemacht. Also, was ist es natürlich? Es ist weiterhin dieses Science-Fiction-Setting. Wir spielen auf so einer geheimen Basis. Es ist so ein Labor auf dem Mars. Es ist so ein Multilevel-Design, das heißt, wir haben unterschiedliche Level diesmal. Wir befahren die auch mit einem Fahrstuhl. Wir haben mehr Interaktion, was ich sehr reizvoll finde, weil das hat mir noch so ein bisschen manchmal gefehlt. Ne? Also wenn du mit deinem einen Charakter warst, du auf der einen Seite der Station und der andere auf der anderen Seite der Station, da ist selten was passiert. Und das ist die Luftschleuse zum Beispiel, da konntest du noch was machen, aber eigentlich ansonsten konntest du nicht groß mit interagieren. Einer der Gründe, warum man lieber mit mehr Leuten gespielt hat, ne? Weil man einfach dichter beieinander. Das Spielbrett musste voll sein, dann ging aber auch die Spielzeit sehr schnell hoch. Jetzt hast du die Möglichkeit, mehr Interaktion über das Spielbrett zu machen. Du hast zum Beispiel natürlich irgendwie Licht, was du ein- und ausschalten kannst. Du hast wohl mehr Interaktion mit den Computern. Du hast mehr Interaktion dadurch, dass du irgendwie außen an der Station vorbeifahren kannst zu irgendwelchen Bunkeranlagen. Das reizt mich sehr. Ne? Dann dazu natürlich nochmal neues Artwork von den Monstern selbst. Es gibt nochmal eine neue Crew. Und ich hoffe, dass sie einfach ein bisschen an diesen Schrauben noch ein bisschen rumgedreht haben. Das ganze Spielbrett vielleicht nicht ganz so dunkel ist. Ne? Ihr habt es ja gerade ein bisschen gesehen. Und ja, das reicht mir letztendlich schon. Es ist Doom, das Spiel. Ich habe, als ich jünger war und es noch nicht spielen durfte, auch schon Doom-Spiele gespielt. Allein deswegen ist es interessant. Ja. Kann man die Charaktere aus dem ersten verwenden? Ist es, ist es, ja, ist es kombinierbar? Ich glaube, es soll kompatibel sein. Ja, genau.
Ne? Aber ich freue mich da auch drauf. Hoffe, es kommt dann dieses Jahr. Ja, genau, würde ich auch sagen. Ich schiebe mal hier noch diese Erweiterung mit rein, die ist, glaube ich, schon erschienen, wo man auf das Schiff zurückkehrt. Ne? Die gibt's genau, auch. Das ist ja die Aftermath-Expansion, wo man das Schiff ist verlassen und dann kommt die Crew danach und spielt. Habe ich leider nicht gespielt, ich habe sie zu Hause. Ja. Aber das muss auch übel sein. Also da bin ich mal echt gespannt, was sie dann da machen, weil eigentlich. Wie lange das dauern soll. Das dauert ja so schon relativ lange. Ja, genau. Das aber das hängen wir hier noch, das hänge ich hier mal als Annex an. So. Genau, da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, könnte ein Highlight sein und ich bin gespannt, ob es quasi dann das normale Nemesis ersetzt. Ne? Ob man sagt, wir bleiben jetzt dabei oder ob es einfach so unterschiedlich ist, dass es halt, weil das ist jetzt zum Beispiel bei Hüngespinster und das normale Nemesis, würde ich sagen, das sind schon zwei unterschiedliche Wege. Bei dem einen hast du viel mehr Kampf, ne? Bei dem anderen hast du halt eher so diese Psycho-Geschichten, die diese abziehen. Ja, aber es ist ja auch immer der Timeslot, den das besetzt. Also wahrscheinlich wird eins das andere ablösen. Also man wird nicht beide dauerhaft spielen, wahrscheinlich bei der begrenzten Zeit, die wir zum Spielen haben. Ja. Glaube ich fast nicht. Aber die Miniaturen sehen sehr gut aus. Ja. Oh, das kann ich bei 9 von 10 Spielen wahrscheinlich sagen. Genau, also bei mir ist das tatsächlich, die beiden haben das gerankt, so von 10 bis 1. Ich so halb. Ich könnte eine Liste mit 40 Spielen machen und wo ich überall Bock drauf hätte, die alle geil aussehen, wo ich mich immer frage, ne, wann soll man das spielen? Und die ich jetzt hier auch tatsächlich relativ viele halt aus dem letzten Video, finde ich halt auch super geil, freue ich mich sehr drauf. Die habe ich jetzt noch nicht immer reingenommen, weil ich halt auch wirklich noch mal ein paar neue Spiele zeigen möchte, darauf aufmerksam machen möchte. Und es sind noch viele Sachen, die jetzt eben so auf Deutsch dann rauskommen, so dass die Suche nach Planet X habe ich ja im letzten Jahr rauf und runter gespielt, da freue ich mich jetzt auch drauf, dass es auf Deutsch rauskommt. Aber ja, schauen, was ich hier drin habe. Und zwar habe ich hier dann tatsächlich Hegemony draufgenommen. Lead Your Class to Victory. Habe ich auch nur rudimentär verfolgt, als da die Crowdfunding-Kampagne lief. Das soll auch erst im Dezember 2022 meines Wissens nach ausgeliefert werden. Von daher wird da wahrscheinlich auch noch eine 2023 draus werden irgendwann. Spielprinzip klingt erstmal ganz cool, ne? Was heißt ja schon Lead Your Class to Victory? Das heißt, wir spielen einfach verschiedene Klassen. Wir können so das obere 1% der Gesellschaft spielen, das halt irgendwie die ganze Wirtschaft in der Hand hat. Also einer ist die Bourgeoisie, der andere die Arbeiterklasse, genau. Der dritte ist, keine Ahnung. Und Mittelklasse, der Staat kann auch noch einer spielen. Das sind so die verschiedenen Fraktionen, die es da drin gibt. Und das ist halt, wie man hier auch schon des Fotos sieht, schon eher so ein abstraktes Eurogame. Das ist noch der Prototyp, nicht? Nö, ich glaube, das wird auch hinterher irgendwie so in der Art aussehen. Ich meine, das Artwork ist ja auch schon mal. Hat aber halt auch dementsprechend eine extreme Tiefe und hat auch eine extreme Spielzeit. Ich habe mich da noch gar nicht so, du hast dich, glaube ich, schon ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt, oder? Meeple Pete hat mich ein bisschen heiß drauf gemacht auf das Spiel, weil der es richtig gut findet und dementsprechend habe ich dann mir gedacht, Mensch, das Wirtschaftsthema mal in so einem Rahmen gearbeitet, dass man nicht einfach nur das klassische Optimierungsprinzip aus so einer Sicht hat, sondern dass halt verschiedene Interaktionen da miteinander herrschen, weil halt natürlich Arbeiterklasse und Staat und Kapital ganz andere Herangehensweisen haben an die Situation. Das finde ich super spannend und ich hätte jetzt schon Bock, die Arbeiterklasse zu spielen. Ja, die kann auch streiken und so, um dann ihre Ziele durchzusetzen. Oh ja, ich hätte jetzt schon Bock, es auf den Tisch zu packen. Und zu spielen. Ja, also ich bin, also, keine Ahnung, ob das hinterher funktioniert, ob das toll ist oder nicht, kann auch total überhaupt nicht mein Ding sein, aber ich finde die Idee, ne, simulate a whole contemporary nation in this asymmetric political-economic Eurogame. Mhm. Das klingt schon erstmal sexy, weil sowas gibt es halt noch nicht so oft. Ich musste halt aufpassen. Entschuldigung, ich wollte dann nicht den Satz nicht unterbrechen. Nee, ich war am Ausklingen. Ich wollte Entschuldigung, alles klar, gut. Also ich war jetzt bei dem Namen erst verwirrt, weil Hegemony halt auch der Titel von einem, wie gesagt, ein Computerspiel ist. Ein 4X-Computerspiel. Mir gerade nicht ganz sicher, ob es Echtzeit oder Runden war. Aber, ist was anderes. Und dann guckst du rein und das ist halt was ganz anderes. Ja, genau. Die Frage auch schon gestellt, großartige Simulationen, aber es ist ein gutes Spiel. Wird man sehen, aber das war zumindest, glaube ich, eine Erfahrung, das gespielt zu haben. Also bin ich auf jeden Fall neugierig. Soll noch ruhig mal was Neues ausprobieren. Wenn das dann nicht funktioniert, dann gibt es ja so Kanäle wie dich, dann gucke ich, bevor ich das kaufe. Genau, aber lieber neue Sachen ausprobieren und scheitern, was natürlich immer viel schwierig ist. Ich finde das halt besser, als immer den gleichen Schrapel zu machen. Also nur wer wagt, gewinnt. Richtig. Genau, dann Dann bin ich schon wieder. Klar, du bist wieder dran. Genau, und ich war ja im alten Japan unterwegs und ich bleibe tatsächlich erstmal im alten Japan. Ich bin über was gestolpert. Ich weiß noch nicht, wie gut das wird. Ich schließe mich da jetzt einfach mal Ben an. Es handelt sich um Senjutsu Battle for Japan. Mhm. Ich schließe an der Stelle mal aus, dass das auf Deutsch rauskommt in 22. Das ist ein Kickstarter, der im Laufe dieses Jahres hoffentlich fertig wird. Und
Was ist das? Das ist ein Duellspiel am Ende des Tages. Wir haben eine Hexfeldkarte und es sind ein bis vier Spieler, weil es hat auch ein... es ist eine kurze Spielzeit, genau. Warte mal bei Karl gar nicht. Also es ist ein bis vier Spieler. Es gibt sowohl eine kooperative Variante als auch eine Solo-Variante, wie das halt so ist bei Kickstarter. Da steckt halt jede Variante drin. Mal gucken, welche dann die Modi sind, für die das Spiel exakt ausgelegt ist. Ich vermute im Kern, das ist das Duellspiel. Und was machen wir? Wir spielen halt einzelne Samurai oder auch vielleicht Ninja oder andere Klassen, die dann eben spezielle Karten haben. Wir haben ein Kartendeck. Das ist erstmal gibt's vorgefertigte, aber natürlich, wie auch bei solchen Spielen üblich, kann man das später, wenn man weiß, was man tut, auch ein bisschen zusammenstellen nach bestimmten Regeln, wie du das bei Netrunner kennst und so weiter. Und dann kämpfen wir halt auf diesem Hexfeld gegeneinander, ist halt die Positionierung wichtig. Wir spielen die Karten gleichzeitig, decken dann auf, die Karten haben eine Initiative-Regelung. Wir haben noch jeder bei uns eine Klasse, so Ronin oder Samurai oder was auch immer, wo wir so einen Ring bewegen auf verschiedene Spezialsymbole. Und je nachdem, wo der liegt, wenn die Karte aufgedeckt wird, lösen auch Spezialeffekte auf der Karte mit aus oder nicht. Und wir gucken halt die Reihenfolge an. Dadurch, dass wir gleichzeitig verdeckt gespielt haben, ist es nicht so, dass man nacheinander aufeinander reagiert und dann schauen wir halt, bewegen wir uns aufeinander zu. Und du musst versuchen, den anderen zu treffen. Wer den anderen vier Verletzungen quasi beigefügt hat, gewinnt die Partie, beziehungsweise wenn mehrere Leute spielen, halt der Letzte, der steht. Also es ist wirklich jeder gegen jeden. Es ist wirklich so spezifiziert auf diesen Nahkampf. Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob es auch Karten gibt, mit denen du einen Shuriken werfen kannst oder so. Das kann natürlich sein. Da ist ja, wie gesagt, auch ein Ninja und sowas mit enthalten. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Das ist ein bisschen was anderes. Ich bin übers Thema und das Cover einfach drauf gestoßen. Ich habe von dem Spiel, bevor ich recherchiert habe, noch nichts gehört gehabt. Hast du auch so ein Faible für Japan? Genau, ihr werdet immer sehen, meine verschiedenen Lieblingsthemen findet man halt hier, weil das immer der Einstieg ist. Das Thema ist der Einstieg, dann gucke ich, macht das auch was von den Regeln zumindest so ein bisschen den Eindruck her, dass es gut sein könnte. Und dann kommt es eben auf die Shortlist und eventuell hier rein. Was mich daran noch interessiert, ist die Tatsache, das ist tatsächlich das erste Spiel von einer Trilogie von Spielen, die in diesem Setting angesiedelt sind. Die heißen alle Battle for Japan. Und die werden aber alle unterschiedliche Genres bedienen. Das nächste ist also Daimyo Battle for Japan. Das wird erst dieses Jahr einen Kickstarter haben. Das heißt, da brauchen wir für 2022 nicht drüber reden. Das soll ein 4X Spiel werden im Japan-Setting. Auch mit 15 bis 20 Minuten? Ich glaube nicht. Das ist ja interessant. Das ist ja das 4X mit 15 Minuten. Das ist das Interessante. Da habe ich halt eine Nachricht gelesen, mich durch Zufall drauf gestoßen, als ich mich darüber informiert habe. Da haben sie Martin Wallace als Mitdesigner an Bord geholt. Okay. Aber wir sind vom Schwierigkeitsgrad her ja eher hier gehobenes Familienspiel. Also das heißt, es ist ja eher entspannter. Naja. Gut, entscheidet sich darüber, wie gut dein Gegner gegenüber ist, ne? Ja. Wie das eben bei also so von den Regeln her, genau. Das heißt, du kannst wirklich hier. Hier steht es. Das glaube ich, dass du das schnell verändert hast. Das ist auch nicht so, dass auf den Karten super viel Text oder so ist. Da geht es halt viel um Bewegen, Drehen, die Initiative, Reihenfolge. Du kannst aber auch wohl parieren und wenn du es richtig machst, kannst du einen Gegenangriff gegen den Angriff des Gegners durchführen. Man kann sich so ein Spiel ja auch mit 150 Seiten Regeln vorstellen, ne? Also nee, ich glaube, da geht's nicht hin. Ich glaube, das ist schon ein bisschen. Das ist das Area Control-Ding von denen hier mit einer Trick. Oh, das würde dich. Also euch beide begeistern. Das möchte ich gerne. Spielen. Das ist Trick-Taking ist englisch für Stich. Richtig. Stichspiel. Und auch nur 30 bis 45 Minuten. Und ich bin raus. Und hier war auch noch dieses andere, dieses Daimo. Mal gucken, was da ein Spiel da drin steht. Da steht 21 dran, aber da startet Minuten. Erst. 45 bis 30 Minuten, das war auch eine schöne Ansage. Interessante, ne? Ja, okay, ein bis sechs Spieler pro Spieler. 45 Minuten. Ja, da sieht man das halt mit den Verzögerungen, auch mit Kickstarter-Produktionen. Ja, ja. Da steht 21 dran auf BoardGameGeek. Da ist der Kickstarter von noch nicht gelaufen, wenn ich nicht ganz falsch liege. Die Kommentare werden mich korrigieren, falls ich falsch liege. Aber ich finde es auch gut, dass sie erstmal das eine rauskriegen wollen oder zumindest in der Produktionsphase, bevor dann. Aber hier auch, ne? Ein Deckbuilding-Spiel, inspiriert von Shogun, Total War. Deswegen auch als nächstes, genau. Das ist ne, ein 4X-Spiel, Computerspiel. Bin ich gespannt. Aber auch erstmal auf das Senjutsu und nicht auf das Daimyo. Ja. Gut. Ich bin großer Freund von Abenteuerspielen. Ne? Spiele, wo wir was erkunden, wo wir uns irgendwie eine Abenteuerlandschaft schnappen. Eine exotische Gegend vielleicht. Dementsprechend natürlich Seven's Continent, ein Spiel. Ach so. Was ich ganz großartig finde. Seven's Citadel würde ich auch großartig finden, aber darüber reden wir jetzt nicht, weil wir alle nicht so wirklich wissen, wann das rauskommt. Ich hoffe, das ist für dieses Jahr angekündigt. Ich hatte es erst in der Liste drin, aber... Ich dachte, für dich ist Abenteuer, wenn wir Händler in exotische Länder wie Süditalien schicken. Oder? Das finde ich richtig gut.
Aber jetzt eher gucken wir uns eine exotische Insel an. Und zwar rede ich von Sleeping Gods oder Schlafende Götter. Sleeping Gods ist schon draußen auf Englisch natürlich. Ne? Die beiden Herrschaften hier links und rechts haben es auch schon gespielt. Oh, ja. Können auch gleich was davon zu erzählen. Alter, gut. Das ist ja alt. Machen wir einen Rückblick auf 2021. Also, ich bin die Stimme von euch quasi, denn ihr wartet wahrscheinlich genauso wie ich auf Schlafende Götter. Sollte beim Schwerkraft Verlag eigentlich vielleicht schon dieses Jahr rauskommen. Letztes war schon mal schon. Letztes Jahr, genau, war auch schon, ja, jetzt weiß ich, in der Ankündigung stand da. Wir haben irgendwie alle schon gehofft, dass es in Essen vielleicht schon da ist. Okay, war es nicht, macht nichts, kommt es halt hoffentlich jetzt dieses Jahr raus. Was machen wir? Wir haben eine Crew, die besteht aus 8, 9 Leuten irgendwie. Ne, insgesamt. Also 8 plus der Captain. Okay, genau, so wunderbar. Und wir bewegen uns mit Schiffen quasi zwischen diesen Inseln hin und her. Und es ist ein Abenteuer-Entdeckungsspiel letztendlich, ne, wo man immer so ein Open-World-Charakter, wo man immer wieder kleine Kampagnen hat, wo man aus den Kampagnen immer wieder Informationen mit in die nächste Kampagne nehmen kann. Ne? Eine Kampagne dauert so 5 bis 10 Stunden circa. Aber 10 Stunden ist ja noch ganz gut machbar. Ne? Oder 5, wenn man schnell tot ist. Ja, gut, das kann ja sowieso immer passieren, ne? Da hätte ich zu Nemesis noch vorhin eine Geschichte erzählen können, wo ich nach 8 Minuten, aber lassen wir das. Gottes Willen, war das eine schlimme Partie. Minuten. Nach 8 Minuten war ja. Das Player war echt der Horror. Das sind die Aliens. Ich glaube, erstes Monster war erschienen, war es die Queen oder sowas. Das hatten wir auch schon mal. Das fanden manche ganz gut, andere nicht so. Emergent Storytelling, Schlafende Götter. Oh, da bin ich auch noch zu. Ja, also daher, Schlafende Götter. Exotische Insel, Abenteuer, Erkundungsspiel letztendlich mit einem Kampagnenmodus, der aber relativ schnell das Ganze dann auch cuttet. Die Kampagne okay, auch mal durchspielt. Genau, und ich nehme Informationen raus und kann das wieder dann in meiner nächsten Geschichte wieder verwenden letztendlich. Ich habe Informationen über verschiedene Plätze, wo es etwas gibt, wo ich etwas besorgen muss, wo ich etwas abholen kann und so etwas. Das interessiert mich. Ich finde das Artwork ganz nett dafür. Und allein das triggert mich schon, wenn es so ein bisschen in die Richtung von Seven's Continent geht, finde ich es gut. Und Seven's Continent hat natürlich das Ganze dann noch viel opulenter gemacht. Aber vielleicht ist das hier auch eher mit so einem kleinen, lockeren Flair ein bisschen gemacht. Also, erstmal super. Erstmal super, wirklich die Idee. Es ist, steckt so viel drin wie in all den anderen Kampagnenspielen, die man so bekommen kann. Aber ich kann ein Abschlussgefühl nach ungefähr 10 Stunden haben. Ja, und ich kann beim nächsten Mal, wenn ich spiele, komplett andere Sachen sehen, sodass ich also auch nicht wirklich was wiederholt. Man kann dem gleichen Pfad folgen, man muss aber nicht. Und es gibt einem die Freiheit, ja wirklich irgendwo hinzufahren. Dich hindert nichts daran. Das kann sein, dass das dann blöd läuft. Und so ist das eben, aber das Spiel lässt es zu. Da ist keine harte Grenze. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Und das Artwork, Ben korrigiert mich, wenn ich falsch liege, zumindest viel davon, ist ja auch von dem Designer selber. Der macht ja sein Artwork selber. Denn es ist der Autor auch von Nah und Fern und Oben und Unten. Und demnächst Now or Never, genau. Steht jetzt von dem. Brian Locker. Ich habe das nicht erwähnt, weil ich habe nichts von dem gespielt bis jetzt. Ne? Also daher, so viel verpasst. Das habe ich auch gehört. Manche finden auch manche Spiele ganz gut von dem. Natürlich, der muss einen gewissen Erfolg auch erzielt haben. Ansonsten würde er nicht sein x-tes Spiel jetzt mittlerweile rausbringen. Der kombiniert das hier mit Euro-Sachen. Ja. Während das eigentlich nur die eine Hälfte von seinen Spielen ist. Das war so mein Eindruck. Genau. Und dadurch, dass er sich auf eins konzentriert hat, gefällt es zumindest Ben deutlich besser. Ich kann nicht so viel dazu sagen, weil ich die anderen tatsächlich nicht gespielt habe. Ich lasse mich da einfach ganz frei mal auf dieses Spiel ein, ohne dass ich mich mit den anderen Spielen von ihm beschäftigt habe. Ist auch, glaube ich, also ich habe es auch deswegen erst nicht auf dem Radar gehabt und gesagt, so, also war, glaube ich, auch im letzten Vorfreude-Video nicht drin, weil ich dachte, auch so ein rein Lokalspiel, die haben mir noch nie Spaß gemacht, die klingen immer gut von der Idee her, auch so oben und unten war ja so hier, ne, das Euro, die Euro-Mechanik, hier der Story-Aspekt und das waren halt so, die waren so da und da, aber die haben nie irgendwie gematcht miteinander. Und deswegen ist es ein Untitel. Genau. Und hier ist es halt so, geht so in eins über und die Euro-Mechaniken sind halt sehr klein. Ich sag's auch mal, ne, bei Tainted Grey oder so auch, dass ich da halt, je weniger Mechaniken drin sind, so mehr ich mich auf die Story konzentrieren kann, umso besser. Und hier ist es halt im richtigen Maß. Ihr habt es zu zweiter gespielt. Hast du es auch mal alleine gespielt? Ich hab's auch mal, glaube ich, alleine gespielt. Kannst du es alleine auch empfehlen? Weil da muss man ja diese 9 Leute dann alle managen. Das kommt mir schon so ein bisschen sehr viel vor. Also machbar, aber ich weiß nicht, ob es dann mehr so angenehm noch ist. Ja, sowas gerne solo spielt. Also, ich würde es immer bevorzugt zu zweit spielen. Mich doch mit jemandem austauschen, ist einfach immer viel Spaß. Allein wegen Vorlesen, ne? Du liest halt in dem Buch und so weiter. Ich würde da schon 2 Leute für empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich dafür mehr als 2 empfehlen würde. Man kann sicherlich auch zu 3 spielen, aber es gewinnt dann nicht gespielt, mehr. Das war nicht so geil. War das einfach wieder darauf dran zu sein? Ja. Du wirst oft gefragt, ob du bei Sachen, ich glaube, du kannst dir auch helfen, nimmst dann einen Erschöpfungstoken. Kann also sein, bis du dran bist, dann haben schon 3 Leute was gemacht, du hast schon irgendwelche Sachen mitgemacht, dann kannst du selbst nichts mehr machen. Also 2 ist... Ich glaube, ich würde 2 als Spielzeit. 2 ist so die optimale Spielzeit eigentlich. Was meistens bei diesen kooperativen Sachen der Fall ist, da sind wir ehrlich. Richtig. Robinson Crusoe kann auch gut zu 4 funktionieren, wenn man das richtige Szenario spielt. Das ist wahr. Karl, was kommt bei dir nach Senjutsu? Haben wir dich jetzt
Du hast direkt nach mir. Wir haben das ganz einfach übersprungen. Was? Mich übersprungen? Ja. Das ist von euch das zweite Spiel? Ja, genau. Ja, ich hab, ja, okay. Danke. Dann kommt meine bescheidene Meinung zu den Sachen, die ich interessant finde, wo ich auch gespannt bin, weil das Spiel kommt bei Frosted Games raus, Final Girl. Hat sich irgendwie ich habe heute mal auf die haben auch so ein Timetable, wo sie auch mal zeigen, wie weit der Produktionsstand gerade ist, und da ist Final Girl noch nicht mal drin. Oh. Es gab da aber auch einen Vorfall, dass einer der Autoren von dem Verlag seine Frau erschossen hat, und dann haben sie auch ein Statement gemacht und gesagt so, wir nehmen die Erweiterung, die er gemacht hat, raus und machen das nicht mehr, und das ist doch gerade ein Produktionsstopp. Deswegen, das ist auf Englisch schon rausgekommen, die erste Season. Okay, genau. Frosted Games hat auch gesagt so, ist auch gerade alles on hold, wir wollen es aber machen. Von daher mal gucken, ob das in diesem Jahr rauskommen soll. Jetzt kommen wir dazu, warum das besonders pikant ist und warum man das gerade bei dem Spiel so ein bisschen reinspielt, wenn das passiert. Richtig, weil es geht ja auch genau darum, ne? Es geht halt meine Frau, die quasi, ja, überall. Also es ist ein bisschen, es gab ja vom gleichen Verlag auch schon, ne, steht hier auch, Reimplements Hostage Negotiator, ist ein Spiel, wo wir halt einfach, so ein Unterhändler spielen, der halt irgendwie Geiseln rausquatschen muss und dafür sorgen muss, dass sie halt nicht irgendwie erschossen werden, sondern dass sie jetzt schon gerettet werden. Und das hier greift das gleiche Spielprinzip auf, nur dass wir halt jetzt auch so ein Mix aus Hostage Negotiator und zum Beispiel Dawn of the Zets haben. Das heißt, wir haben halt auch so ein Spiel, wo wir halt hier noch so ein extra Feld haben, wo wir halt unsere Figuren rumlaufen. Es gibt halt einen Attentäter, der die Frau dann auch irgendwie ermorden will. Wir müssen halt irgendwie dann entkommen können, haben halt auch da verschiedene Szenarien und müssen dann halt irgendwie das Ganze, ja, hinbekommen. Okay. Die Sache ist die, das Final Girl ist eine Bezeichnung für einen Filmtrope. Das Final Girl ist in Horrorfilmen die am Ende überlebt und davor den Killer scheinbar besiegt, bevor er natürlich am Ende doch nochmal irgendwie wieder auftaucht. Daher kommt der Ausdruck, das ist das Final Girl. Das ist in Texas Chainsaw Massacre. In Scream ist es die Sydney Campbell zum Beispiel. Jetzt demnächst kommt der neue Scream-Film. Das sind Final Girls. Da kommt die Bezeichnung her. Und genau die spielt einer der beiden in dem Spiel. Ich glaube, das ist ein Solospiel. Okay, aber es ist natürlich schon ein harter Hintergrund dann auch. Da finde ich es auch ganz gut, dass Frosted sich das überlegt, richtig, genau, damit umgehen kann. Der weil, Geschichte halt. Ja. Okay. Aber hier sieht man auch, ne, das sind ja die unterschiedlichen Final Girls, da gibt es schon ganz viele Erweiterungen für. Also vom Grundprinzip her natürlich sehr interessant mit der Hintergrundgeschichte. Genau, das macht halt einen faden Beigeschmack, aber wenn er halt wirklich nur eine Erweiterung gemacht hat, nicht das. Nee, war nicht der Lead-Autor, hat da mitgearbeitet. Richtig. Und das ist dann natürlich auch den anderen gegenüber dann schwierig. Die ja da auch viel Arbeit und Zeit reingesteckt haben. Ich würde das jetzt aufgrund dessen nicht wegfallen lassen, aber man sollte es im Hinterkopf haben. Das Interessante wird halt schon sein, dass diese verschiedenen Final Girls, um nochmal aufs Thema zu kommen, ich wette, uns erwarten hier ganz viele Anspielungen auf verschiedene ganz klassische Horrorfilme, halt von Halloween über Scream bis alles hin mögliche zu. Wird das so sein. Okay. Ne? Also, und Hostage Negotiator war ja auch schon so ein bisschen hart teilweise, war auch sehr von den Würfelwürfen abhängig, das ist hier immer noch, aber es gibt so ein paar Möglichkeiten, wo du irgendwie Karten erwerfen kannst, um ein schlechtes Würfelergebnis doch nochmal in ein gutes umzuwandeln, nimmt also den Zufall auch ein bisschen raus. Also, Hostage Negotiator schon mochte, könnte ja auch gut aufgehoben sein, wer Hostage Negotiator gar nicht gut fand. Das soll durch die Kampagne, die es bekommen hat, irgendwann mal richtig gut geworden sein. Die habe ich noch nicht ausgesucht. Das war ja vorher schon die gut. So richtig so, kannst du zum Alkoholiker werden und deine Frau verlässt dich und solche Geschichten. Das soll sehr witzig sein. Okay. Sehr witzig. Ja. Auch eine interessante Art von Humor. Ja. Apropos Humor. Humor. Hast du ein harmloseres Thema auf deinem Platz? Das ist mir jetzt alles zu, im Englischen sagt man ja down to earth, zu dicht an der Realität gewesen. Wir gehen jetzt ganz weit raus. Wir zoomen jetzt raus bis in den Weltraum. Oh, es gibt ein neues Dune-Spiel? Wir haben über 4X geredet. nicht noch ein neues Dune-Spiel. Die neuen Dune-Spiele. Wir werden dieses Jahr noch ein neues Dune-Spiel spielen, also eins aus dem letzten Jahr. Das ist richtig, aber 2023 kommt dann, wenn der zweite Dune-Film kommt, kannst du dich wieder auf Dune-Spiele einstellen. Sehr schön. Dann hoffentlich eine neue Version von dem Dune-Spiel, so viel Gutes, das wir jetzt gespielt haben, wo dann alle richtigen Namen haben, da die neuen Charaktere noch dazu kommen. Und egal, kommen wir zu diesem Spiel. Es handelt sich um Stellaris. Und Stellaris ist ganz klassisches 4X-Spiel wird das werden. Also wie klassisch von den Regeln her werden wir sehen, aber das, was so drin steckt, basiert auf einer Computerspiellizenz, schon wie bei Shadow Tactics. Man sieht, meine Wurzeln schlagen auch ein bisschen durch. Das Ganze sieht in sich natürlich interessant aus. Ich will gar nicht so sehr, es hat halt alles drin, was man bei 4X grundsätzlich, glaube ich, erwartet. Der Aspekt, weswegen ich es ausgewählt habe gegenüber anderen 4X-Spielen, ist das Legacy-System, das hier drin vorkommt. Das ist nämlich kein klassisches Legacy-System im Sinne von, wir machen das Spiel kaputt oder so, sondern das kannst du immer einpacken, das kannst du resetten, das kannst du weiterverkaufen, das ist kein Problem. Aber wir spielen das, die Partien sollen alle nicht so furchtbar lange dauern. Genau, Spieldauer habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das soll in zwei Stunden, so zwei, drei Partien davon spielen können, während du eine Partie
Hier, genau, genau, 90 bis 150 Minuten, also sagen wir mal 3 Stunden, ja, also genau, als Durchschnittswert. Ja. Und dann, wenn das dann vorbei ist, dann kannst du deine Zivilisation einpacken, so wie sie sich entwickelt hat. Mhm. Und in der nächsten Partie kannst du sie wieder weiterspielen. Und das soll trotzdem gut immer noch funktionieren, und weil es gibt ja so ein paar Spiele, die das sagen, und trotzdem muss man dann sagen, ach Mensch, eigentlich ist doch der Reiz dann schon weg, wenn ich mich gewiss entwickelt habe und dieser... Ich weiß es nicht. Das ist es, was ich nicht weiß. Aber es soll halt... Jump in and out. Klingt ein bisschen nach hier, wie heißt das, Small World. Das ist jetzt meine Zivilisation untergehen. Ja, genau. Und dann war's aber das, das ist halt dann das Interessante. Also du kannst deine Zivilisation weiterspielen. Mhm. Das ist irgendwie so bis Stufe 4 oder so geht's. Und dann hast du auch... Du musst dich halt damit anderen Dingen beschäftigen. Du hast andere Krisen zu bewältigen. Und deine Ziele sind schwerer zu erreichen, die du fürs Spiel bekommst. Und jemand anders kann aber mit einer neuen... Mit einem neuen Imperium antreten. Mhm. Der hat also gerade quasi den Überlichtflug entwickelt. Der startet das Spiel als jemand, der auf seinem kleinen Heimatplaneten sitzt, und der andere besitzt halt schon die Transzendenz oder so. Und die sollen beide dann in dieser Partie aber eine Chance aufs Gewinnen haben. Spannend, ob das, und also das klingt immer total genau, toll. Genau, das klingt erstmal super. Ob das funktioniert? Ob es funktioniert, werden wir sehen. Und wenn du deine Zivilisation untergehen lässt, also sprich wechselst, dann bleibt die als sozusagen eine zurückgebliebene Zivilisation auch irgendwie im Spiel. Das klingt noch mehr nach Small World. Naja, also das ist, ich bin da sehr gespannt. Soll doch gutes Emergent Storytelling haben. Richtig, und das ist nämlich das, was du bei Nemesis ja auch so magst, was ich auch bei Nemesis mag. Emergent Storytelling finde ich super. Wir werden sehen. Das kriegen wir hoffentlich in die Finger. Die Designer sind tatsächlich auch Deutsche. Ich habe den Namen mir leider gerade nicht aufgeschrieben. Gunther Eickert. Gunther Eickert, genau. Der zum Beispiel auch gemacht. Weiß nicht, ob er wirklich Mayhem. Deutscher ist. Kann auch sein, dass es, dass er den Namen geerbt hat. Ich glaube nicht. Nämlich. Dann ich hatte auch mal nachgeguckt, weil ich das dachte. Und ich glaube, aber da, ich meine, dass auch im Forum eine deutsche Flagge dran stand. Kann aber auch sein, dass es nur heißt, dass er Deutsch kann. Ist auch egal. Das geht jetzt zu sehr ins Detail. auf jeden Fall, das ist der Designer des Spiels. Bin ich gespannt drauf. Aber auch hier natürlich, der Kickstarter lief, glaube ich, so Mitte letzten Jahres. Ja, der ging auch gut ab. Dafür, dass es fast keine Informationen darüber gab, wie sich das Spiel wirklich spielt. 1,8 Millionen ja, oder so. Also schon nicht schlecht für. Durch die Computerspielmarke dahinter natürlich auch nochmal verstärkt. Ich rechne noch nicht damit, den dieses Jahr tatsächlich zu sehen. Kickstarter von Mitte letzten Jahres, dieses Jahr noch bei dem Umfang. Gucken wir mal. Hoffen wir mal. Ne? Aber auch hier Not One and Done. Ne? Also kannst du auch mal wieder spielen können. Nicht destructive, nicht linear. Klingt in der Theorie erstmal alles gut. Richtig. Und gerade mit der 2 Stunden Spielzeit. Wir sind ja alle im Computerspielbereich zumindest seit Master of Orion 2. Einige, ich bin mir relativ sicher, dass viele von euch das kennen werden, auch wenn wir hier auf dem Brettspielkanal sind. Das ist so ein absoluter Klassiker. Das sind die Wurzeln von den und meisten, die das passende Alter haben wir auch, um das gespielt zu haben. Ich habe es auch nie gespielt. ich habe keine Ahnung, wovon er redet. Seit Master of Orion 2 suchen wir ja da nach einem würdigen Nachfolger schon im Computerspielbereich auch. Und bei den Brettspielen ist es ja auch ein bisschen so. Einfach nur nicken und du wirst in den Kommentaren dazu erfahren. Master of Orion, genau, sehr gut. Ja. So, dann, Flo, was hast du als nächstes? Mein Platz 7 ist das neue Spiel, beziehungsweise das große neue Spiel von Ship Serial Games. Hoplomachos. Ja, nein, das auch, das gibt's ja auch noch, auch schön, aber jetzt spreche ich von Burns und Burn Cycle. Bei Burn Cycle, ja klar, wir haben wieder geiles Material natürlich, ne? Dafür steht der Verlag. Also das heißt, wir haben wieder Chips, wir haben wieder das entsprechende Material, hier dieses Mauspad-Material, die Karten sind so wieder aus dem Material. Hier so genau. Schön genäht drum. Das heißt, ihr könnt das ganze Material wahrscheinlich wieder mitnehmen und irgendwie unter Wasser spielen. Ne? Ich meine, Double-Layered Neopren. Wer hat das schon? Also, was haben wir hier? Wir haben hier ein kooperatives Taktikspiel in so einem Cyberpunk-Universum, wo wir mit 1 bis 4 Spielern Roboter spielen, die in eine Konzernzentrale eindringen, um dort dann den entsprechenden Oberboss zu stellen. Und die einzelnen Roboter, die wir spielen, das sind halt wieder so die Charaktere, so wie wir es auch aus Too Many Bones so ein bisschen wahrscheinlich kennen. Mhm. Ne, wir können es auch wieder verbessern natürlich. Es gibt natürlich auch wieder diese geilen Würfel. Die man so reinsteckt. Das ist wieder so eine schöne Systematik. Und wir bauen uns halt, wie wir es aus Burger Bros kennen, so ein bisschen habe ich das Gefühl, bauen wir uns halt diese Konzernzentralen immer wieder neu auf. Okay. Ne, es gibt halt unterschiedliche Konzerne, gegen die wir spielen können. Und wir müssen halt dann durch diese Räume durchkommen. Raum für Raum müssen wir die halt dann überwinden. Und es gibt dann noch eine zweite Ebene, eine Netzwerkebene, wo wir so ein bisschen uns in so ein Netzwerk reinhacken können. Genau, das ist dann dieser Kreis. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, aber ich finde es sehr spannend, dass sie quasi da sagten, wir verlassen jetzt einfach das normale Dungeon-System so ein bisschen und kämen noch um eine zweite Ebene, wo wir dann auch noch spielen mit unseren Charakterfähigkeiten. So in der Cyberspace sozusagen. Ja, ich
Auf der einen Seite habe ich gehört, dass es leichter sein soll als Too Many Bones und als Cloud Spire. Auf der anderen Seite spricht das natürlich jetzt eher dafür, dass es noch ein bisschen verzwickter wird, wenn wir auf einer zweiten Ebene noch denken müssen. Kann natürlich sein, dass es hier relativ einfach ist, dass man hier einfach nur irgendwas freischaltet, ne, mit Würfeln, dass man irgendwo nur hingeht und damit irgendwas aktiviert und so. Das sieht erstmal nicht so komplex aus. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird es wohl darum gehen, dass zum Beispiel Sicherheitssysteme deaktiviert sind. Ja, genau, sowas. Ne, das sieht man auf den Symbolen ja auch schon. Also, wir haben wieder einen Material Overflow letztendlich, ne? Das sieht man letztendlich hier auch wieder. Es gibt wohl auch tatsächlich ein paar Miniaturen, ja, was ja mal eine Novum ist für Ships Theory Games, aber tatsächlich gibt's dann wohl auch mal ein paar Miniaturen damit drin. Und finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Also ich mag die Chips von denen, aber ne, auf jeden Fall sollen da auch ein paar Miniaturen noch dazukommen. Ein Stilbruch, ne? Also. Und das stört mich nicht. Zumindest sind keine. Von der Spielzeit her. Auf den Fotos nur Miniaturen dann. Von der Spielzeit her. Je nachdem, wie komplex wahrscheinlich der Konzern ist und mit wie vielen Leuten du spielst, irgendwas zwischen 2 und 3 Stunden wirst du dafür. Hatte das nicht auch so eine Programmiermechanik? Es ist eine Weile her, dass ich dazu was gelesen hatte. Das war letztes Jahr, wo also wir alle Karten legen und uns dann der Reihe nach programmieren. So ein bisschen wie bei wie ist denn das, wo wir in dem Buch da den Saugroboter bewegt haben? Quirky Circus. Richtig, das ist so ein bisschen so eine Programmiermechanik hat. Oder wie ich bei Shadow Tactics tatsächlich gezeigt habe. Sowas in der Art. Irgendwas war da, es ist zu lange her. Sieht ein bisschen aus wie ein Game Controller, ne? Ja, das stimmt. Das sieht aus wie, wie hieß denn das Spiel mit dem Überspringen? Das sieht aus wie eine Switch, aber. Lustig. Nee, sehr interessant, aber ich müsste erstmal Too Many Bones spielen, bevor ich das spiele. einmal vor. Das kommt ja jetzt auch auf Deutsch raus. Die bringen jetzt ja auch für Too Many Bones haben sie, glaube ich, abgeschlossen, aber da gab es jetzt ja nochmal neue Geschichten. Zwei, drei. Cloud Spire. Kommt noch was Neues raus? Und sie haben noch nicht angekündigt, dass es das letzte ist. Dementsprechend geht es da auch noch weiter. Da gibt es auch noch so viele interessante Sachen zu machen. Also natürlich, wenn ganz du eins von diesen Spielen hast, reicht es eigentlich schon fast wieder aus. Aber Cloud Spire und Too Many Bones sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und das sieht auch anders aus. Genau, das sieht auch anders aus, dass sie nachher noch einen dritten Weg gehen. Und die machen beide schon sehr, sehr viel Spaß. Es gibt ja auch immer einen Kickstarter, von denen gibt es ja immer einen Pledge, den gibt es, glaube ich, 5 Mal oder so. Wenn du den als erster klickst, da zahlst du mittlerweile wahrscheinlich 800 Euro für oder so, dann kriegst du halt alles, was sie noch rausbringen. Ja. Hat das, Dings nicht, irgendwer anders hat das auch, ne? Ja, manche Verlage machen das. Ich kenne es nur von denen, das ist schon, bin natürlich von Kickstarter zu Kickstarter teurer, aber ich war mal, aber dann doch nicht. Aber wie gesagt, von wegen abschließende Too Many Bones Sachen. Solange sich Too Many Bones sehr gut verkauft, und das tut es, glaube ich, immer noch, würde ich nie damit rechnen, dass etwas die letzte Erweiterung für Too Many Bones ist. Weil das heißt ja auch im Titel, ne? Too Many. Richtig. Too Many, genau. Too Many. Ne? Too Many. Ja, also Burn Cycle. Und dann gibt es noch Hoplomagus. Magnus. Das war auch, ja, glaube ich. Genau. Hoplomagus, genau. Richtig. Das war das erste Spiel von denen. Schauen wir mal, wie das ist. Das haben wir noch nie auf dem Tisch gehabt. Interessiert dich das ein bisschen? Würde ich mir angucken. Ah ja, okay. Ne? Gut, dann machen wir weiter. Nach dem Final Girl kommt bei mir jetzt ein Spiel, das heute aus dem Cosmos-Video kommt. Und zwar Carta Ventura. Mhm. Da gibt es einmal Lhasa, da gibt es hier Vinland. Und wir können ja einfach im Hintergrund mal dieses Video nebenbei laufen lassen, diesen Trailer, weil der zeigt schon so ein bisschen ganz gut, was das Spiel wahrscheinlich ausmacht, denke ich. Also sieht für mich so ein bisschen aus wie eine Mischung aus, also die Box ist auch wirklich nur so groß, die ist wirklich echt klein, die ist so groß wie die Karten, da sind halt 70 verschiedene Karten drin. Und es sieht eben aus wie eine Mischung aus so Seventh Continent und Undo, wobei ich jetzt Undo nicht so toll fand, aber es könnte interessant sein. Warum Undo? Wie kommst du auf diese Undo-Geschichte? Ja, weil du halt auch irgendwelche Entscheidungen treffen musst. Du liest ja, was die Geschichte ist, und musst dann halt dich entscheiden, hat der Kahn, was du jetzt machst. Das gibt es natürlich auch irgendwie in anderen Spielen, die sowas ähnliches machen. Auch so ein bisschen Choose Your Adventure-mäßig vielleicht einfach. Also das ändert natürlich voll erstmal an Seventh Continent. Klar. Und so ein Worldbuilding, damit mag ich halt. Und dann kannst du halt teilweise entscheiden, was machst du auf diesen Karten, zu welcher anderen Karte gehst du, drehst die Karten um, tauschst die Karten einfach gegen irgendwelche anderen Karten aus. Mhm. Und das hat auch immer einen historischen Background. Es gibt bei jedem Spiel auch so ein kleines Heft drin, was dir nochmal genau sagt, was da wirklich in der Historie passiert ist. Und dann erlebst du halt irgendwelche Abenteuer, wo du halt auch 5 verschiedene Enden haben kannst und das auch noch dementsprechend widerspielen können sollst. Genau, das wäre ja die nächste Geschichte, ne? Wenn das nur so ein kleines Ding ist, ist es dann überhaupt noch, weil du hast ja gerade nicht das, was du bei Seventh Continent hast, dass du letztendlich verschiedene Wege losgehen kannst. Eigentlich solltest du es ja bei Seventh Continent auch nicht machen, weil du musst ja verdammt optimieren, damit du es gut machen kannst, aber du hast natürlich die Freiheit eines Open-World-Spiels. Das hast du hierbei ja nicht. In dem kleinen Set kannst du es eigentlich nur begrenzt bei Wege haben, oder? Bei 5 möglichen Enden klingt das schon so, als hättest du die ein oder andere. Ja, gut, kann auch sein. Mit 70 Karten, da hast du ja schon ein bisschen Auswahl. 5 mögliche Enden könnte auch sein, einfach, dass du den Böseweg letztendlich einmal hast ihn erschossen, einmal hast du einen Stein auf den Kopf geworfen, das nächste Mal hast du ihn irgendwo runtergestoßen, aber es ist endlich, ne? Es gibt noch nicht so viele Videos auf YouTube dazu, aber wenn das ein bisschen quasi Sherlock das Abenteuerspiel ist,
so ein bisschen in Seven's Content-Richtung, dann bin ich da voll happy mit. Es hat jetzt hier nur so 6-8er-Rating, 7-0er-Rating, da bin ich natürlich auch erstmal, dass ich sage, nur mal gucken, wie gut das dann wirklich wird. Aber erstmal interessiert es mich, es kommt bei Cosmos im, ich glaube, März oder April soll es wahrscheinlich raus, müssen wir mal genau in den Kalender gucken, aber ich habe das heute mal durchgeblättert und neben halt den Exit-Sachen, die da neu rauskommen, war das, was mich so mit Abstand am meisten angemacht hat, weil ich ja solche Geschichtenspiele mag, so ein Seven's Content Light, wobei, das ist wahrscheinlich eins mit Seven's Content zu tun haben, aber ne, die Karten erinnern natürlich daran. Und wenn das Ding irgendwie dann 10 Euro kostet, packe ich das auf den Tisch und spiele das und gucke, ob mich das 45 Minuten lang unterhält oder ob ich hinterher sage, ja, war jetzt so wie hier dieses Andor Story Quest. Nett, aber nein. Zu wenig, ne? Muss man halt ausprobieren. Ja, es ist halt, ne, also Choose Your Own Adventure sind ja auch die Wurzeln für Seven's Continent. Mhm. Das ist ja ganz stark davon inspiriert. Und eine der Sachen ist aber, dass das ja so lange dauert. Ne? Also genau. Seven Continent, eine Mission nenne ich es mal, eine Geschichte, dauert wirklich sehr lange. Das ist der Preis, den du für die Open World und so weiter zahlst. Klar. Was es dann schwierig macht, bei Entscheidungen treffen zu können, falsche Entscheidungen zu treffen, wenn man quasi zurückfällt, weil sehr viel Spielzeit ist. Und gerade weil es halt so ein bisschen kürzer ist und ein bisschen kondensierter, wir wissen ja nicht, die Geschichte kann ja in sich recht kurz sein, aber dafür halt wirklich starke Abzweigungen vielleicht zulassen. Müssen wir sehen. Werden wir sehen. Kurios ist, finde ich, immer, wenn man es total klasse findet, dass man ein Open-World-Spiel hat. Mhm. Aber das Open-World-Spiel sagt ja eigentlich, du hast zwar rechts und links die riesige Welt, aber die solltest du gar nicht betreten. Ja, du hast eine Geschichte und du solltest diesem Pfad folgen. Du hast zwar ne, die berühmten Mauern nicht, die man sonst so hat, gerade bei Rollenspielern weiß man das ja so, dass man da diese Mauern ja eigentlich hat normalerweise. Hier hättest du sie nicht. Du könntest nach rechts und links gehen, aber das Szenario sagt dir, um Gottes Willen, mach das bloß nicht, aufgrund von irgendwie Lebenspunkten oder Zeit wie oder was auch immer. Warcraft, ne? Du willst nicht in das 60er-Gebiet mit Level 20 weit, hauen die dich tot. Was auch immer, aber ja, genau. Ne? Und das ist natürlich eigentlich ja schade, weil dadurch wird das Ganze riesig, aber eigentlich ist es dann doch wieder zusammengepackt. Genau. Ein bisschen habe ich dann einen Vergleich mit Detective und Crime Stories Vienna oder wie auch immer diese Dinge heißen. Bei Detective hast du immer eine riesengroße Geschichte, aber eigentlich sollst du dich auch so ein bisschen so gerade durchbewegen, weil du hast ja auch nur eine gewisse Menge an Zeit, die du benutzen darfst. Du musst halt entscheiden, was das Richtige ist. Und bei diesen Crime-Story-Geschichten, bei diesen kleinen Kästen wieder, hast du das auch wieder komprimierter und da ist halt einfach die Mauer. Und du weißt, dass die Mauer da ist und du hast halt diese Freiheit nicht, hast aber dafür ein schönes, langes Spiel. Könnte ja auch sein. Schönes, langes Spiel. Schon, aber du löst es halt nicht. Wenn du eine Open World erzeugst, indem du um eine richtige Entscheidung viele falsche Entscheidungen rumbaust, baust, hast du keine Open World gebaut, wirklich. Na, ja. Also das ist dann natürlich auch die Kunst bei der Geschichte, dass verschiedene Möglichkeiten entstehen. Schlafende Götter war ja das, was so aussah, als würde es in die Richtung gehen. Wichtig ist, da muss natürlich trotzdem die Möglichkeit geben, in unbekannte Gefahren zu geraten und gegen was zu Hohes anzurennen. Aber das ist dann eine Frage des Designs, ja. Open World ist nicht einfach. Das hast du ja bei Schlafende Götter, wo du auch vorher meistens weißt, welchen Level so die Gegner ungefähr haben. Und weißt schon, der Text gibt dir das so ein bisschen. Lieber mit, nicht. Ja. Mhm, man soll schon aufmerksam lesen. Ja. Danke für den Tipp. Ja. Richtig. So, Carta Ventura. So. Ne? Welches von denen würdest du zuerst dich interessieren? Lasa, Vinland? Welches Thema springt dir so? Es gibt noch ein drittes, das würde ich persönlich noch am spannendsten finden, aber es ist ja auch beides ein bisschen ne, nordisch, kalt. Und welches ist das dritte? Jetzt spann ich euch auf. Du findest es am spannendsten. Ich glaube, irgendwas in Amerika. Ah, okay. Aber ich würde mir, glaube ich, das da hier mit Tibet und so angucken. Auf den Fußspuren von Alexandra David Niel. Von der guten Frau habe ich noch nie gehört. Da bin ich sehr gespannt auf das historische Begleiter. Das mache ich auch bei den Rosenberg-Spielen immer, dass der auch mal aus einem Eimer nach bei ist, der so die ganzen Gebäude nochmal so vom Hintergrund her erklärt, dass du da so ein bisschen informieren kannst. Das würde ich auch gerne, ist natürlich mal aufwendig, aber würde ich gerne mehr spielen sehen. Die Geschichte des Hungerns. Klar. Bei Rosenberg. Nachdem uns hier Stellaris präsentiert hat. Was kommt nach an? Stellaris kehren wir mal wieder auf die Erde zurück. Ich möchte auch nach mal... Japan. Fast, nein. Eher Richtung Europa wahrscheinlich. Ich glaube, so genau angesiedelt ist das nicht. Ich möchte aber auch mal mich wieder deiner Nische ein bisschen stärker annähern, weil jetzt immer in den grandiosen Spielen hier viel mit den Miniaturen und so. Wobei, das Spiel hat auch Miniaturen. Ist auch ein Kickstarter. Das zieht sich so ein bisschen durch. Aber es hat eben Worker Placement und so Euro-Funktionen. Mhm. Es handelt sich um My Father's Work. Dass ein Worker-Placement-Spiel am Ende des Tages ist, das eine App haben wird. Also wer bei Apps automatisch sagt, boah, der kann jetzt direkt zu Floßplatzieren. Ganz schlimm ist es ja mittlerweile auch nicht mehr, aber ja. Ich finde ja immer auch zum Einstieg den ersten Satz oben direkt vorlesen, weil der fasst die Spiele ja meistens schön zusammen. Ne? Continue the work of a mad, also ne, führe die Arbeit eines verrückten Wissenschaftlers fort über drei Generationen. Genau, also es heißt ja My Father's Work und was ist es? Wir sind die Nachfahren von jemandem, der offensichtlich ein wahnsinniger Wissenschaftler war, der im Herrenhaus über einem Dorf gethront hat und an irgendwelchen Projekten gearbeitet hat, irgendwelchen Forschungen. Das Dorf?
Das ist das Dorf. Und wir fangen halt damit an und wollen seine Arbeit beenden. Das Spiel läuft aber über drei Generationen. Das heißt, wir werden uns selbst zweimal noch beerben. Mhm. Können also, wir bauen was auf, nehmen aber nur einen begrenzten Teil mit in die zweite und in die dritte Runde. Können uns das wohl aussuchen. Das ist sehr morbide scheinbar. Ja, es ist morbide. Genau, das ist es. Also ihr hört es ja schon. Das ist im Prinzip Frankenstein. Wir sind Frankenstein oder irgendwas anderes in der Art. Denn wir experimentieren an irgendwelchen Sachen. Wir müssen bei unseren verbotenen Experimenten können wir uns irgendwelche Sachen vom Friedhof besorgen lassen durch unseren Handlanger. Wir haben übrigens auch einen Ehepartner. Also es gibt eine Spouse. Und ich glaube, man sucht sich einfach aus, ne? Ist jetzt mein Wissenschaftler die Frau oder ist es der Mann umgedreht? Schön elegant gelöst tatsächlich an der Stelle. Die wir eben, das sind unsere Worker-Placement-Figuren. Ich glaube, man hat maximal 4, glaube ich. Und wir müssen eben dann aber auch das, was wir tun. Wollen wir dem Dorf helfen und dadurch das Dorf für die folgenden Generationen stärker machen, dass wir davon mehr profitieren können? Oder lassen wir das Dorf quasi zugrunde gehen, weil wir es ausrollen, beuten es aus? Das sind die Figuren. Aber wir haben halt auch eine Insanity-Leiste. Das heißt, wenn wir uns unseren wahnsinnigen Experimenten hingeben und immer tiefer in die Albträume da abtauchen, dann drohen wir halt auch unseren Verstand zu verlieren, was nicht so gut sein kann und uns zu Dingen zwingen könnte. Es ist mal eine Insanity-Leiste, die nichts mit Lovecraft und Cthulhu zu tun hat. Nee, das ist ja verrückt. Wie gesagt, wir haben hier so ein ganz schönes Halloween-Thema letzten Endes. Ne? Glaube ich auch noch nicht. Da kommt im Finale ein großer Alter. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, es hat auch eine App. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wofür die App benötigt wird. Ja. Also es wird irgendein interaktives Element geben bei dem, was wir tun. Also es verändern sich auch zwischen den Generationen Dinge. Und, lass mich das noch zu Ende sagen, dann bin ich auch mit dem Spiel tatsächlich soweit durch. Das hat halt auch eine ganze Reihe von Szenarios, die anscheinend dann die Situation ändern und was man spielt. Also es gibt auch was Geschichtenmäßiges zu erleben. Ich weiß aber nicht, wie hochgehängt das tatsächlich sein wird. Genau, das würde mich interessieren, weil diese Geschichte, dass es eine App hat, hat mich erstmal abgeschreckt, weil ich bei so einem Eurogame irgendwie jetzt nicht erwarte, dass ich letztendlich da irgendwie dramaturgisch durchgeführt werde, wie das bei Destiny zum Beispiel der Fall war. Mhm. Ne? Aber vielleicht haben sie es ja natürlich geschafft, da irgendwas Tolles zu machen. Aber ja, letztendlich, also ich das muss schon Mehrwert haben, ne? Dass man nicht nur merkt, okay, die haben jetzt letztendlich noch geguckt, okay, ne, wie kriegen wir da auch irgendwie eine App rein? Okay, hier ist ein bisschen so, kein Brettspiel braucht eine App, aber gibt's nicht, also hier im Beschreibungstext haben sie tatsächlich nichts mit der App groß erzählt. Ich meine aber, dass sie tatsächlich benötigt wird. Aber ich will mich nicht festlegen. Wer sich dafür interessiert, hier gibt es auf jeden Fall schon so ein paar Übersichtsvideos dazu. Da kann man, 19 Stück, das immer Kickstarter, da gab es natürlich auch einige Prototypen dazu, da kann man sich dann schon mal informieren. Apropos Informationen. Jetzt bin ich gespannt, wo Ben die entsprechenden Bilder herkriegen möchte für das Spiel, was ich jetzt auf meinem Platz habe. Auf Platz 6 kommt nämlich Horseless Carriage. Ist das ganz frisch, die Ankündigung? Nein, das ist vom November. Seit November kann man es pre-ordern. Von Splotter Spellen ist es. Ich klicke mal hier auf Images. Von Oh, ja, großartig. Hier nebenbei, rechts ist auch gleich die Rückseite. Also, ja, genau. Die Rückseite seht ihr da auch auf jeden Fall. Ja. Zumindest zwei Bilder haben sie gezeigt. Die ist traditionell immer weiß bei Splotter-Spielen. Also, Splotter hat natürlich riesengroßen Erfolg gehabt mit Food Chain Magnet. Hat vorher auch schon sehr viele andere Spiele herausgebracht, ne? Mit Bass angefangen, ne? Und dann kommen ganz viele Titel, die halt, sagen wir mal, 95% der Community nichts sagen. 5% dann schon und von denen feiern es aber wahrscheinlich 98% dann total ab. Ja, Dawn of the Zelds war auch eines deiner Lieblingsspiele. Deswegen ist ja jetzt Dawn of the Automobile. Ist ja klar, dass es dich dann abholt. Also, was kann ich euch dazu sagen? Wirklich nur den Text, den ihr hier seht, den seht ihr ja auf der Splotter-Seite auch. Es ist total kurios. Man kann halt hier die Pre-Order machen für, ich glaube, $85 oder Euro plus sogar dann auch nochmal Versandkosten. Es kostet also schon ganz schön viel Geld dafür, dass man letztendlich eine Beschreibung kauft, den Vertrauen auf die Autoren. Das sind halt die Hauptautoren von Splotter. Mhm. Plus dieses kuriose Bild, was jetzt eigentlich sofort vom Sofa haut, ne, wenn man ehrlich ist. Okay, der hat schon ein paar Highlights gemacht. Ja, genau. Wovon handelt es? Wir sind in der Zeit der ersten Automobile. Wir sind gerade so auf der Zeitschiene Wechsel von Pferdekutschen zu Fahrzeugen. Das heißt, die Fahrzeuge sind noch total kurios. Man hat einfach noch nicht diese Standardisierung mit, wir brauchen eine Schaltung, wir brauchen den Motor schon, aber wir brauchen die Räder so, ne, das Getriebe muss angebracht werden. Das Design orientiert sich noch an einer Kutsche. Ja, wir haben noch ganz viele Systematiken irgendwie, die wohl zum Teil Nonsens sind, ja, also sowas wie Bremsen, ja, ne, muss man jetzt nicht unbedingt haben. Das hört ja auch von alleine rollt aus. Genau. Ja, richtig. Kotflügel, ne? Wir wissen doch alle, warum er so heißt. Damals waren auch viele Pferde aktiv.
Oha. Und hierbei sind wir diese Industriellen letztendlich, die da probieren halt letztendlich unsere Stadt. Ich sollte nicht so viel letztendlich sagen, hat mir mal jemand geschrieben. Das stimmt. Ne? Ja. Letztendlich ist mir das egal. Tatsächlich ist auch ein Wort, das super inflationär benutzt wird. Da müssen wir drauf achten. Das ist kein Trinkspiel. Eben. Und wir sind diese Automobilisten, diese Industriellen und probieren die Zeit zu nutzen. Und es ist eigentlich ein... Eigentlich ist es schön. Es ist das totale harte Wirtschaftsspiel, denn ihr wisst, Splotter verzeiht keine Fehler. Was manche mögen, andere nicht so. Es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich wann großartig. Wann komme ich denn dann? Ne? Ich kann jetzt auch kurz gehen. Und nein. Man braucht da 3 bis 5 Spiele für, das weißt du. Ne? Und ja, genau, ja, richtig. Ne? Man hat ja noch andere Freunde, die auch gerne spielen. Also entweder findet man hier Leute, die auch diese Spiele lieben, mit denen kann man das dann spielen. Das ist ab 3 Spielen. Ja. Das heißt, sie haben aus Food Chain Magnet gelernt. Sie haben gelernt, bei 2en, da hört man dann ja einfach auf, wenn man merkt, wer gewinnt. Mhm, genau. Hier 3 Spieler. Sorgen wir dafür, dass einer weiter da bleiben muss. Und das sind Spiele, da sage ich auch, es ist in Ordnung, wenn man da sich dann irgendwann einigt und sagt, hör zu, das wird nichts, ne? Weil man kann, ne, Food Chain kann man halt einfach am Anfang total verlieren. Und es wird auch hier wieder so sein, es wird ein Spiel sein, was wirklich fehlerhart bestraft. Und solche Spiele müssen aber auch mal sein, die sind auch einfach mal gut, wenn man die entsprechenden Leute dafür hat. Oder wenn man Leute eingeladen hat zu einem Spieleabend, wo man sagt, die müssen nicht unbedingt wiederkommen. Du lebst auch deine dunkle Seite. Nicht ich. Nein, das mache nicht ich. Aber wir machen das ja gerade für alle. Ne? Also an diesem Spiel reizt mich gar nichts. Aber wenn du es vorbereitest und es ich nicht immer noch, dauert, dass es so gerne mit, wenn wir die Zeit dafür haben. Ich hoffe, das hat so ein Ding, wo man das wirklich, das klingt ja so, als würde man sich das Fahrzeug designen und dann kommen so seltsame Konstruktionen bei raus. Das wäre lustig. Also ich kann dir sagen, es wird vom Design her, das Spielbrett wahrscheinlich und die Komponenten werden wieder... Wie Food Chain Magnet? Ja, irgendeiner hat mal gesagt, hässlich wie die Nacht, das fand ich übertrieben. Alternative Kreationen, auch aus wesentliche... Auch ihre Daseinsberechtigung. Ja, das stimmt leider. So sieht's leider aus. Aber es fokussiert sich auf das Wesentliche. Also hier steht ja tatsächlich 5 bis 10 Stunden. Nee, 180 bis 240 Minuten ist ja nur, wenn man es bis zum Ende spielt. Das ist ja die Codierung, das ist ja wie ein Arbeitszeugnis. Da steht ja nicht was, also das meint ja nicht, was da steht. 180 bis 240 Minuten. Ich bin höchstens ein bisschen enttäuscht, weil halt einfach die Schwierigkeit nur 3,5 ist. Also so hart, ich bin einfach nicht so hart, ne? Das ist ein Garten, in den komme ich nicht. Aspiring, was ist das? Aufsteigen, industrielle bauen und verkaufen neue, teure und ganz schön unbequeme Fahrzeuge. Also wie unfamiliar, ungewohnte. Genau. Steht ja. Da schon irgendwas zu? Nee, auch noch nicht viel. Da weiß noch Gruß keiner, an zu. Marcel. Mit Marcel werden wir drei ja demnächst den Splotter-Spellen Abend, Nachmittag, glaubt Tag, nichts, Woche machen. Ja, wo Marcel und Flo euch die Spiele alle mal in die Kamera halten werden, kurz das dazu erzählen wollen und euch einen Abriss geben über Splatter-Spiel. Die brauchen wir dafür nicht spielen. Das ist ja schön, die beiden kennen die ja aus dem FF. Nein, die müssen wir schon zusammen zocken. Bevor wir da jetzt in diese dieses Höllenloch abrutschen. Von Ben, welche leichte, einfache Perle hast du uns denn zu bieten? Ich habe, das ist schön, Kingdoms Forlorn hier. Es wird nicht viel leichter. Da steht ja dran 2022, der Kickstarter dazu kommt im Februar 2022, dementsprechend wird das frühestens 2023 oder 2024 erscheinen. Mhm. Ich werde das aber trotzdem, ich habe es hier trotzdem drin, weil ich habe die heute Nacht mal angeschrieben, das sind die Leute, Into the Unknown, die haben auch, wenn man hier mal draufklickt, zum Beispiel Aeon's Trespass Odyssey gemacht, was ja jetzt in diesem Jahr auch rauskommen soll, die sind auch, glaube ich, gerade dabei, das zu produzieren. Produktion läuft, Delivery soll im März, April genau, das ist werden. Auch so mein Stand. Und die haben ja auch, glaube ich, gesagt, dass sie halt schon noch neue Ideen haben, aber das erst machen, wenn auch das andere wirklich das alte in Produktion ist, was jetzt der Fall ist. Und zu ihrem Trespass Odyssey hatte ich ja eine Preview-Copy da, wo ich euch auch Videos machen konnte vor, weiß nicht, 2-3 Jahren ungefähr, wo dann ja auch Floppy sich das auch gleich dann danach geholt hat, auch ein Zuschauer auf meinem Kanal, der hat dann sogar eine Facebook-Fangruppe dafür gegründet, der war so gleich voll gehuckt. Mhm. Und dementsprechend werde ich dazu auch eine Preview-Copy bekommen, wenn das alles klappt. Also werde ich das dann im Februar zeigen. Da hat sich Georg, wer ihn noch kennt, auch schon eingeladen und meinte, wenn du das kriegst, dann komme ich auch gerne mal wieder vorbei und würde das gerne ausprobieren. Also da freue ich mich auch schon sehr drauf, das dann spielen zu können. Aeon's Trespass Odyssey ist so, bin ich übrigens auch dabei. Im Prinzip ein KDM, nicht Klon, aber es ist von KDM inspiriert, aber es ist ein bisschen KDM meets Cthulhu, Death May Die.
Ich möchte mich da jetzt nicht zu sehr zu äußern. Mit diesem Exploring-Kampfsystem, oder mit dem Exploring-Kampfsystem, wo auch hinten raus die Kämpfe krasser werden. Wir haben eigentlich so ein Warhammer-Spiel gespielt, wo man sich halt immer mehr angeschossen hat und immer schlechter getroffen. Und dann hat es halt irgendwie Stunden gedauert, weil wir gegenseitig voneinander hergehumpelt sind und uns nicht mehr getroffen haben, weil wir so schlecht geschossen haben. Da dachte ich, Alter, jetzt dauert das hier Stunden, obwohl diese wir kurz beendet sind. Diese realistischen Spiele da. Und ne, da war es halt so, dass je weiter der Kampf vorangeschritten ist, umso krasser wurde der Gegner, umso krasser wurden wir. Und das haben sie hier halt auch gemacht. Nur, wo ich bei Aeons Trespass auch sehr gespannt drauf bin, weil das ja auch viel Geschichte hat und man oftmals auch wirklich lange Passagen, so 10, 15 Minuten, einfach nur irgendwas vorliest und auch so ein bisschen so Choose an Adventure-mäßig drin hat, wo es ja auch im direkten Vergleich zu KDM. KDM ist dann ja nicht so viel Geschichte, das ist ja mehr eine Stimmung, eine Atmosphäre. Da wird auch schon irgendwie eine Geschichte erzählt, aber nie so wirklich konkret. Da hat man nicht so irgendwie 10 Seiten oder 10 Passagen. KDM ist immer so eine surreale Albtraum-Atmosphäre. Und das macht es halt aus. Irgendwie nicht so ganz wach bist, nicht ganz schläfst. Das ist genau, das ist schon was sehr Eigenes. Und hier ist es halt so, also soll es so sein, dass es halt auch ein bisschen weniger das große Ganze ist. Hier hat halt jeder irgendwie scheinbar so einen Ritter, den er spielt. Hier, das muss ich euch mal zeigen, da gibt's hier What is Kingdoms Forlorn. Da haben sie wirklich einmal einen langen Artikel gemacht, wo sie einmal auch so sagen, ne, worum das Ganze geht und was es alles so macht und was hier die Features sind. Ne? Das ist eben auch dieses, genau, Inverted Combat Paradigm heißt das, 2.0, da haben sie also vielleicht nochmal weiterentwickelt, dass die Kämpfe halt krasser werden, je länger sie dauern, hochmodular und wiederspielbar, ne, harte Squab, das uns auch wieder zwingt zusammenzuspielen, diese ganzen Sachen, die da drin stehen. Aber ne, das Artwork sieht auch schon super geil aus, aber dann gibt es hier so coole Knights, die man spielt, wie Rainer the Fleischritter. Also es wird ein bisschen mehr eben... Hattest du Comedy-Ebene? Europäisch, es wird ein bisschen Comic-lastiger. Hat er einen Schweinekopf vorne am Knie gehabt? Renholder the Mage Knight. Was ist der? Ein Schweinekopf vorne am Knie gehabt? Der hat einen Schweinekopf am Knie gehabt, ja. Was zur Hölle? Und trägt hier auch so einen leckeren Schinken mit sich her. Gut, also und hat hier einen Schnitzel hängen. Es wird auf jeden Fall ein bisschen spezieller. Er ist halt der Fleischritter. Es wird auf jeden Fall ein bisschen spezieller, glaube ich. Das wird, ja. Aber sie wollen halt auch was anderes machen. Ihnen war wichtig, der Scout Monkey. Ihnen war wichtig, dass sie nicht die Firma sind, die Aeons Trespass Odyssey macht und nur das, sondern sie wollen halt divers sein. Deswegen soll das auch wirklich was anderes sein. Das merkt man auch schon am Stil, den sie gewählt haben. Das Thema europäisches geil, ne? Mittelalter inspiriert, sage ich mal, im Gegensatz zur Antike, zur griechischen Antike. Mal gucken, was bei rauskommt. Was daran halt auch interessant ist, das hat Ben, glaube ich, jetzt noch nicht erwähnt, ist, dass Aeons Trespass eine riesige Kampagne, da sitzt wahrscheinlich auch wieder Ewigkeiten, das heißt ungefähr 3% werden das auch mal durchspielen. Auch wenn es sehr gut ist, es wird einfach so sein. Und das hier ist wohl in seinen Sessions abgeschlossen. Mhm. Das sind auch prozedural, glaube ich, generierte Dungeons, die da entstehen sollen, durch die man geht. Und wenn man da durch ist, dann ist man da durch, aber man übernimmt den Fortschritt in andere Sachen und andere Spieler können deinen Fortschritt auch übernehmen. Also es wirkt sich dann auf die aus. Das ist mit diesem Solo-Operative gemeint. Apropos, wir sind kein KDM-Klon. Flower Knight, lässt grüßen. Auf jeden Fall ein harter Anspielung. Der Flower Knight. Und der Pumpkin hält auch sehr gut. Ja, also da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Das soll sehr loot-basiert auch sein. Das stand auch noch drin. Bin ich gespannt. Kannst mich auch einplanen. Den Abend habe ich Zeit. Das werden, glaube ich, mehr als einen Abend. Aber da habe ich auch Bock drauf. Also wie gesagt, mal gucken, wie das dann zu dritt wird, aber da freue ich mich sehr darauf, dass ich da hoffentlich, dass es auch klappt. Also ich hoffe, dass es klappt mit der Preview-Copy und dass wir euch da einfach ein bisschen was zeigen können am Anfang. Das sieht schon ein bisschen geil aus, finde ich. Sieht ein bisschen durch. Und jetzt kommt nochmal, nachdem wir am Ende der Seite sind, ist wie auf einer guten Kickstarter-Seite, am Ende kommt die Spielmechanik. Kommt die Spielmechanik. Das ist wahrscheinlich schon, das ist der Entwurf für die Kickstarter-Seite. Das wird so hochgeladen. Also da bin ich echt, und das ist ja die Sache. Ich habe ja in dieser Vorbereitung super viele Spiele halt gesehen. Es gibt ja jetzt schon, ich weiß nicht, gefühlt 1000 Ankündigungen. Und wie viele 4X-Spiele haben wir gesehen? Da waren einige bei. Und wie viele von diesen Miniaturen-Spielen, die alle sagen, wir haben eine geile epische Geschichte, wir haben einen coolen Charakter, ein cooles Charakterlevel-System und so. Und ich habe irgendwann auch nur weggeklickt, weil apropos, die sehen zwar alle cool aus, aber alle so, dass man sich auch fragt, welches davon ist jetzt das Gute? Ich hoffe, das ist eins von denen, die mich halt angemacht. Auch das Spielbrett hier sieht auch so ein bisschen KDM-mäßig aus. Ganz wenig nur ganz wenig. Hast du von ihm mal Aeons Trespass gesehen? Ja, ich habe das ja schon gespielt. Schon sehr. Aber das, ja, ich bin da ein bisschen heiß drauf. Aber wie gesagt, mal gucken, was da rauskommt. Gibt ja auch sozusagen andere Kanäle, die diese Art von Spielen auch noch mehr so als eine Hauptfokus haben. Ne? Grüße an die Nische nochmal. Da bin ich dann auch sehr gespannt auf viele Berichte, dass ich dann auch irgendwann da Tipps bekomme, was davon ich mir alles so angucken sollte. Die vielleicht am meisten erwähnte Person mit einem anderen Kanal in Videos von uns tatsächlich. Ja, weil sich das ergibt, ist ja auch einfach ein hilfreicher Content. Weil es eben diese Spiele sind, die so unfassbar viel Zeit fressen, und das sind dass ja die du Spiele, häufig das darauf sind ja die Spiele, die uns ja auch, also mich zumindest, total anmachen, wo ich aber A, weiß, ich habe nicht die Zeit dafür und B, es gibt halt so viel. Ich will da halt schon das Gute von
davon haben, wenn ich da halt jemanden habe, wo ich weiß, der kennt sich aus und gibt auch gute Tipps, dann, ich meine, gut, bei wie war es dieses Street of Crack, das pink und rosa war, das kann doch nicht alles immer passen. Dungeon Degenerates. Ja, ja, Dungeon genau, Degenerates. Ja. Ne, aber es ist ja trotzdem immer gut, da so eine Fachmann-Meinung zu haben, ja, weil wir halt da die Zeit nicht für haben, uns da so in die Tiefe zu begeben. Die sind eben immens zeitaufwendig, genau. Gut, Kingdoms Fallen. Ich bin auch sehr gespannt. Kannst du mich mit reinschreiben bei dir? Mach ich. Bin ich ja schon bei 13 Spielen oder sonst. dann sind wir bei Platz 6. Und das ist bei mir wieder ein Science-Fiction-Spiel. Wir gehen wieder in den Weltraum, nachdem wir kurz wieder auf die Erde zurückgekehrt waren. Ich habe keine zweite Speicherkarte dabei. ich habe da Speicherkarten drin. Ah, liegen. Sehr gut. Okay, dann lehnt euch zurück, holt euch Popcorn. Ja. Also, Stars. Oh Gott. Ich will doch mal spielen. Also, bei meinem Platz 6 ist es so, dass wir wieder zurück in den Weltraum gehen, nachdem wir kurz zur Erde zurückgekehrt sind, um irgendwelche Frankenstein-Monster zusammen zu schneidern. Was? Kart ihr zurück einfach. Was ist denn dein Platz 6? Ich schneide die Videos so, nicht. Ne, ja. Du musst. Also, mein Platz 6 ist wieder ein Weltraumspiel. Wenn ihr euch wundert, warum ich da jetzt einfach so komme und mir die lange Einleitung spare, das ist der vierte Versuch. Ich habe das nicht verstanden. Ich überprüf das. Und zwar handelt es sich um Stars of, jetzt muss ich nochmal gucken, Akarios. Ein nicht so einfacher Titel. Leider keine Brief Description. Auch bekannt als Starlight, habe ich auf einigen Verpackungen gesehen. Oh, guck mal, was habe ich gerade gesagt? Ist a narrative-driven cooperative tabletop. genau, ja. Da habe ich mich schon drauf gefreut. Und warum habe ich das jetzt ausgewählt von den vielen narrative, cooperative, blabla-driven Spielen? Weil die Firma, Weil die Firma Doom heißt, nein, Ohm heißt. Weil der Autor. Brandon McCaskill? Nein. Okay, bevor ich mich jetzt weiter ablenken lasse, ich rede mit euch. Ich versuche den sich bewegenden Bildschirm zu ignorieren. Dieses Spiel kombiniert verschiedene Elemente und der Hauptreizpunkt für mich ist die Tatsache, dass es einen taktischen Weltraumkampf gibt, in dem wir auf einer, ich meine, es ist auch eine Hexfeldkarte, eben, wir haben mit unserem Piloten besetzen, wir halten einen Fighter, wie so ein Jet, ein Raumschiff, und führen taktische Kämpfe aus gegen irgendwelche Alien-Schiffe oder meinetwegen auch feindliche Menschen. Wobei wir sind, glaube ich, auch eine Föderation von Figuren, also wir sind auch nichtmenschliche Charaktere. Und das Ganze ist in dem Kampfsystem nicht von Gloomhaven inspiriert, im Sinne von, dass das total ähnlich ist. Denn es ist tatsächlich so, dass wir zuerst dran sind und dann die Gegner. Aber zum Beispiel hast du so ein Modifikator-Deck, das du ziehst. Und die KI der Gegnerschiffe ist auch über ein Kartendeck gesteuert, zum Beispiel. Und ich suche ja immer auch nach Taktikspielen, die mit Positionierung arbeiten auf der Karte und so weiter, weil ich das in Computerspielen schon immer reizvoll fand. Und ich suche da noch, das muss als Brettspiel auch gehen. Gibt es bestimmt auch ein paar gute, aber ich bin da immer auf der Suche. Und das sieht ganz interessant aus. Wir haben mit unseren unterschiedlichen Piloten, die wir leveln können, die Schiffe können wir ausrüsten, hat natürlich eine Kampagne mit Story-Entscheidungen. Genau, so Tabletopia. Und wir haben dann eben, können verschiedene Manöver fliegen, was weiß ich, dass einer irgendwie vier nach vorne schießt und dann das Schiff gleich um 180 Grad dreht und dann rückwärts schießen kann sozusagen und solche Geschichten. Ich glaube, das könnte schon ganz cool sein. Und was es dann noch hat, mal gucken, wie angetackert das dann wirkt oder nicht, denn das Spiel hat Miniaturen, musste sich auf Kickstarter auch verkaufen. Ja. Wir werden tatsächlich aus dem Schiff aussteigen können und Bodenmissionen machen können, in denen wir dann Räume erkunden. Das wird wohl so einen leichten Puzzle-Aspekt eher haben. Also es ist nicht so, dass das einen super taktischen Kampf dann hat, sondern anders funktioniert. Die sollen auch nicht so lang sein, aber das sind dann so die Star Trek Away Missions mit unseren Charakteren, wo wir ihre Skills auch einsetzen können. Dazu eine Geschichte, dazu unsere Geschichte, die man erlebt, wo man auch Entscheidungen treffen kann, wo man als nächstes hinfliegen heißt will und Starla? So. Starla? Ich glaube, sie heißt Starla. Sie heißt Name. Starla, genau. klingt auf jeden Fall sehr interessant. Mich hat vor allen Dingen jetzt der Weltraumkampf an der Stelle gehuckt und wenn der Rest auch noch gut ist, das dann ist eher poppig, aber ne, also jetzt ganz weg so von so einem düsteren Nemesis Lockdown Setting hier eher so ein. Ja, das Problem ist ganz viele der 4X Weltraumspiele und andere. Ich habe mir ein Lost Empires angeguckt. Das ist so ein, hast ein Deck, ist wirklich ein reines Kartenspiel gegeneinander mit ein bisschen Area Control in der Mitte. Das sieht auch gut aus. Das Artwork ist qualitativ hochwertig. Aber irgendwie, man hat das langsam alles so gesehen. So Military Sci-Fi ist das, wonach 80% der Sachen aussehen. Typen in futuristischen Rüstungen mit dicken Knarren und Panzer. Alles ganz dunkel, ne? Und ich mag das auch. Und ich werde damit auch nicht aufhören, das zu mögen. Aber ab und zu kann es auch ruhig ein bisschen leichter sein. Look fand ich interessant.
Ich bin auf jeden Fall darauf gespannt. Wer weiß, ob ich da überhaupt das in die Finger kriege. Also wenn guck ja, darfst du es auf jeden Fall gerne vorbereiten. Ich wünsche euch, wünsch euch da viel Spaß. Ich spiele in der Zeit eine Partie Horseless Carriage. Also muss ich das allein spielen? Nee, mit den Zeit, anderen Leuten. In der Zeit spielst du eine dritte Partie Horseless Carriage wahrscheinlich. Mit Marcel und dir. Ich fand 30 Minuten, das ist aber angenehm. Das ist schön knackig. Oh, 30 Minuten, ja gut, aber pro Spieler. Ein Spieler, ne? Ja, aber so zwei Stunden ist okay für mich bei so einem Spiel. Das ist schon ganz passend, glaube ich. Und nee, ich finde, das ist ein interessantes Gesamtpaket. Bin ich gespannt drauf. Flo. Ihr habt es vorhin schon erwähnt, bei den Titeln, die ihr letztes Jahr schon drauf hattet, beziehungsweise einer von euch beiden, und ihr habt es jetzt nicht mit reingenommen. Ich habe es wieder mit reingenommen. Deswegen freue ich mich auch, dass du es reingenommen hast. Ja, ne, das ist halt einfach wichtig, weil ich einfach sehr, sehr mich drauf freue. Wir standen vor dem Stand von Frosted Games, da war auch wieder 3D-Material drauf. Frostpunk, ja, ist einfach ein sehr, sehr stark erwartetes Spiel, was jetzt von Frosted Games halt rausgebracht wird. Es ist ein, ja, das musste Frosted Game ja nehmen. Ja, was, genau, was sagt Borgton? Die sagen, City Survival, also ein Stadtüberlebensspiel, wo Hitze Leben bedeutet und jede Decision Kosten. Kost, genau. Also wir sind in der einzigen überlebenden Stadt der Menschheit noch. Es ist ein totales dystopisches Setting. Wir haben halt nicht nur das klassische Verteidigungsspiel wie bei Dawn of the Dead, sondern Dawn of the Zed. Danke. Sondern wir müssen halt diese Stadt noch vor allem bauen. Wir haben so einen City-Building-Aspekt. Ich weiß noch nicht, wie gut das ist, ja. Ob das halt dann eine gute Verknüpfung hat. Reinstellen kann, genau. Ja, das sind die 3D-Miniaturen, die es beim Kickstarter halt dazu gab. Die gab's, nee. Also normalerweise sind halt Pappmarker dabei. Diese Dinger sind natürlich total super. Warum habe ich den Kickstarter nicht? Naja, das weiß ich auch nicht. Das ist natürlich schon richtig gut. Ihr seht in der Mitte diesen Ofen. Da muss aber auch mit allen Extras. Ne? Also die sind auch im Kickstarter, nur mit oben drauf. Und Hintergrund ist natürlich, wir müssen immer wieder haarsträubende Entscheidungen treffen, weil wir einfach sonst zugrunde gehen. Das Ganze basiert auf einem Computerspiel, ist gemacht vom Autor von Nemesis. Überlass ruhig mir den Teil. Es ist gemacht, es ist gemacht von der Crew, die auch This War of Mine gemacht haben. Das richtig. Hast du alles beim letzten Video erzählt. Richtig. Sowohl, ich erinnere mich. Sowohl auch das Computerspiel eben auch. Frostpunk war das Nachfolgespiel von denen. The Last City on Earth. Aber das sieht natürlich schon Hammer aus, diese Miniaturen. Also fürs Gefühl gibt das Spielbrett sicherlich schon mal was her, mit den Miniaturen noch viel mehr. Aber jetzt kommen halt noch die üblen Entscheidungen. Also schicke ich jetzt eine Expedition raus zu einem Ort, wo ich weiß, dass er gefährlich ist, dass die Mission ein Himmelfahrtskommando ist, aber dort kriege ich irgendwie wichtige Rohstoffe, weil es dort vielleicht noch ein Tanklager gibt oder so etwas, ja. Was? Nee, das ist keine schwierige Entscheidung. Weißt du, was eine schwierige Entscheidung ist? Erzähl. Ob wir die Kinder zum Arbeiten einsetzen, ja, oder ihre Kindheit genießen, ne, lassen. Genau, richtig. Das sind nämlich die Entscheidungen, die du in diesem Spiel treffen musst. Und wir kommen halt sehr stark in solche üblen Entscheidungen, wahrscheinlich wie es bei This War of Mine war zum Teil. Ich hoffe, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, aber dass es nicht so gefährlich ist wie This War of Mine, sondern ein bisschen schaffbarer. Aber natürlich muss es da immer den guten Weg machen zwischen, die Missionen sind halt auf der einen Seite schaffbar und auf der anderen Seite sind sie aber auch eine Herausforderung. Ne? Und das wird das Entscheidende sein, ob dieses Spiel dann gut ist. Der Fluff drumherum ist wichtig, aber letztendlich natürlich die verschiedenen Szenarien, die man wählen kann, das ist das Wichtige, ob die sich richtig gut spielen und Atmosphäre erzeugen. Ich habe noch eine gute Entscheidung für dich. Jemand hat was zu essen gestohlen für seine kranke Mutter. Ja. Lässt du ihn öffentlich hinrichten, damit das aufhört, oder zeigst du Gnade? Es gibt da leider sehr, sehr viele Ideen, die man sich da vorstellen richtig, kann. Richtig, ne? Also das wird in die Richtung gehen. Ich bin da auch sehr gespannt drauf. Das Computerspiel war auch sehr erfolgreich. Von dem Sitzung auf meinen Leuten? Genau, es ist auch von den This War of Mine Leuten gewesen, daher auch das mit den schwierigen Entscheidungen kommt daher, dass es ein härteres Thema ist. Dadurch, dass es nicht ganz in der realen Welt verankert ist, natürlich trotzdem ein bisschen leichter verdaulich. Und eben dann noch dieser City-Bau-Aspekt. Auch mit Technologien erforschen, ich weiß nicht, inwiefern das hier drin sein wird, um bessere Gebäude und so weiter freizuschalten. Und wir sitzen halt in einem ewigen Winterfest, anstatt mal in einer Atomapokalypse. Mhm. Wobei, der kann ja auch durch Atomwaffen ausgelöst sein. Ja. Alles möglich. Bin ich auch extrem gespannt drauf. Da alles, was ihr übrigens an Bildern seht, ne, also erstmal sind es Marker. Dann konnte man die Miniaturen extra backen, es kostet extra. Die, die ihr hier seht, die schon so schattiert sind, ich habe vergessen, brushed heißt das, glaube ich, ne? Wenn sie so brushed sind, das kommt nochmal extra. Also man kann in so einen Kickstarter echt Geld stecken, aber es sieht natürlich dann auch richtig geil aus. Und ich finde bei Brettspielen, bei mir zumindest, ich bin sehr oberflächlich, ich weiß. Da drunter sind einfach die Marker. Ne? Tischpräsenz, die, Marker, ja. Die Tischpräsenz finde ich so wichtig, das macht so viel aus bei so einem Spiel. Falls da jemand sein Pad verkaufen möchte. Ich weiß gar nicht, was es bei Frosted Games aktuell noch gibt. Aber mit dem Ganzen, ich, okay. Wir können dann gleich mal reingucken. Ja. Ben, und du, was hast du als nächstes? Als nächstes habe ich ein Spiel, wo ich erst nicht sicher war, ob ich es reinnehme oder rausnehme. Aber ich fand es einfach cool, weil
Paleo Americans, also Endless Winter, kommt jetzt auch bei, also Frosted Games ist in meiner Liste sehr präsent und in unserer Liste, die haben ja einige Spiele, die, die hier in den Top Ten drin sind. Und es ist halt auch wieder Worker Placement mit Deckbau kombiniert. Und es soll halt so sein, dass, ne, wir kennen da ja Dune Imperium, was das hat, was aber auch so Deckbau nur sehr begrenzt hat. Und Anak, wo ja auch der Deckbau-Aspekt da ist, aber auch sehr begrenzt ist beim normalen Deckbauspiel, so ich als alter Dominion-Spieler sage ja, ich spiele ein Dorf, spiele ein Dorf, spiele ein Dorf, spiele eine Schmiede, spiele einen Jahrmarkt und mache halt so ganz viele Kombozüge. Das macht man bei den beiden Spielen eher nicht. Ich habe mich mit Endless Winter noch nicht so intensiv auseinandergesetzt, aber da soll das wohl so sein, dass ich irgendwie meinen Arbeiter auf irgendein Aktionsfeld setzen kann und dann sagen, okay, jetzt habe ich noch die Karten und kann das und das und das machen, um diese Aktion zu triggern, zu boosten, wenn das wirklich so ist. Ich erinnere mich daran, das dann nicht mit ihm zu spielen. Plus, es hat noch einen Area-Control-Aspekt. Und schon ist keiner dabei. Ich habe mit Ben schon mal Dominion gespielt. Du möchtest mit ihm eigentlich kein Spiel spielen, weil den er mit Karten Kombos machen kann. Ja, gut, Dominion habe ich auch ein paar tausend Mal gespielt. Genau, dann mit anderen Worten, du hast trainiert. Das steht ja auch so, ne? Multi-Use Cards, Area Influence, Tile Placement, Set Collection. Also, ne, viele Wege zum Sieg. Da steht natürlich immer sowas drin. Es gibt auch irgendwie nur vier Runden, die man spielt. Sieht auch echt gut aus, wie ich finde. Auch hier, ne, Terraforming Mars lässt grüßen oder Grüße an Terraforming Mars. Man kann das auch so machen mit den Mounted Player Boards. Was ist das denn gerade? Aus den Meepeln zusammen. Aus den Meepeln einfach, ne? Das, ich weiß nicht, ob das die Deluxe-Version ist, ob das die Standard-Version ist, die da drin ist. Das, ne, ist so einmal der komplette Spielaufbau, wo auch noch so ein Plan haben, wo wir uns irgendwie bewegen können. Ne, jeder hat hier irgendwie so ein Kartendeck. Ich weiß gar nicht, wo da die Karten, hier ist die Kartenauslage, genau. Wo man sich dann so nach und nach die Karten zusammenbauen kann. Und ich sage, mir als alten Dominion-Spieler, ich mag ja auch, also ich wollte Dune Imperium mögen, ich mag Anak, ich mag halt dieses Konzept von Spielen, finde ich sehr faszinierend. Das könnte vielleicht das Beste in der Hinsicht für mich persönlich sein, weil es einfach diesen Deckbau-Aspekt sehr, sehr stark betont. Ich habe auch schon ein paar Kommentare gelesen, das kann man auch schon seit einem Jahr auf Tabletop-Simulator spielen, wo ich einfach nicht spiele, deswegen habe ich es dann noch nicht ausprobiert. Manche Leute haben auch geschrieben, triggert sie gar nicht, irgendwie langweilig, aber kann ja trotzdem gut sein. Ich meine, bei Dune, Legenden von Anak, die verlorene Ruine von Anak, sagen auch ganz viele Leute, überhaupt nicht meins, total langweilig und trotzdem haben es super viele Leute in ganz vielen Listen ganz weit nach oben gevotet. Also kann gespannt sein. Anfang des Jahres, also letzten Jahres, nicht diesen, wo wir gerade sind, wurden ja eben diese drei Spiele in der Regel zusammen genannt tatsächlich. Genau. Ne? Also du hast eben Dune Imperium, Anak, ich sag jetzt einfach nur Anak, und Endless Winter zusammen genannt und einer von denen hat es halt noch nicht geschafft, veröffentlicht zu werden. Aufgrund von Verzögerung. Und das ist eben hier Endless Winter. Ich schließe mich da Ben an. Ich bin da sehr gespannt. Dieser Mix klingt sehr verlockend. Die Karten sehen auch so aus, dass wenn ich die Ikonografie einmal verstanden habe, dann, dass die auch recht gut lesbar sind. Und das ist schon interessant. Vor allen Dingen, weil ja gerade dieser Deckbau-Aspekt, den viele Spieler jetzt bekommen, der bringt dir diese Asymmetrie, die du nach und nach selbstgesteuert aufbauen kannst, für deine Fraktion rein, was ich persönlich ja schon immer ganz reizvoll finde. Wirkt aber auf einem angenehmeren Level, oder? So ein bisschen. Also als angenehmerer als was? Als so, manche andere so hatten. Ja, ich glaube tatsächlich, das könnte von den dreien so auf den ersten Blick, ohne dass ich die Ringe noch kenne, genau, wissen wir ja nicht. Kann das sein, sein, dass tatsächlich Komplexitätsrating 3,13 das höchste Komplexitätsrating hat. Maximal ein Kennerspiel. Weil gerade mit dem, wenn du was noch auf einem Feld bauen kannst, in Kombination mit dem Deckbauaspekt, ich meine, bei Dune hast du ja nur einen Mehrheitenkampf, da hast du hier ein Feld mit Gebäude bauen, mit Mehrheitenprinzipien bzw. Area Control. Das klingt schon, als wäre das. Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen verzahnter sicherlich. Ich finde schön, dass Frosted Games letztendlich da doch noch ein paar gute Spiele rauspackt jetzt für dieses Jahr. Wir wussten ja, da kommt noch einiges, aber wir waren gefühlt hat ja Frosted Games immer echt ein ganz. Ja, aber wir waren ja von Jahr zu Jahr auch besser. Genau, wir waren auf der Messe in Essen, ja, da war es ja dieser kleine Stand letztendlich nur, ne, wo wir halt davor standen vor der Vitrine und haben uns gedacht, okay, das ist ein gutes Spiel, das wird richtig gut, darauf haben wir Bock. Das war die kleine Ecke. Was ist das denn für ein Spiel? Das war die kleine Ecke, so ein kleiner Tisch. Ja, ja. Und dann hauen sie halt immer wie solche Sachen raus. Das finde ich schön, dass sie das machen, weil letztendlich ist es ein guter und wertvoller Verlag, letztendlich, der sich auch wirklich schöne Spiele da nimmt. Guck mal hier, der hat Rural Dawn of Kiev gewonnen, der Autor. Ist, haben wir auch mal gespielt. Clash of Cultures Monumental Edition ist bei wem erschienen? Pegasus, okay. Dann habe ich falsch im Kopf gehabt. Ja, aber ich kann mir vorstellen, das war halt auch dem Jahr geschuldet, so ein bisschen. Ne? Kann wahrscheinlich, vielleicht. Ich bin sehr gespannt, wie die Messe dann mal aussieht, wenn sie groß ist. Ich habe ja gehört, dass jetzt Nürnberg die Messe gehören soll. Also quasi den Verlagen wieder. Den Verlagen. Das ist wieder. Ja, so ein Konsortium aus Verlagen. Ah. Ist es überhaupt schon auf. Nee, es ist überhaupt ein Press Release. Ah, sehr gut. Halbzeit. Oh Gott, genau. Genau. Abpfiff? Kein Fußballspiel, bitte. Halbzeit halt, ne? Ach so. Halbzeit. Mein Platz 5 ist ein Spiel, das ich auch erst in meiner Liste drin hatte.
ganz hart geplündert habe, allerdings nicht von Ben, sondern da habe ich mich tatsächlich von Chris Yee von Dice Tower tatsächlich inspirieren lassen. Der hat das in seiner Vorschauliste gehabt, da bin ich das erste Mal drauf gestoßen, bewusst. Ich hatte es vorher schon mal irgendwo gesehen. Und zwar ist es ein Spiel, in dem wir, ich glaube, Freud ist es sogar, helfen, Leute zu behandeln, Traumata zu behandeln, andere psychologische Probleme, Unconscious Mind. Das Ganze ist ein Moment. Oh, jetzt kommt vergessen wir mal das Thema. Ne? Worker Placement, Engine Building, Multi-Use Card, was wir eben auch schon gesehen haben, sprich Karten, die du für verschiedene Zwecke verwenden kannst, was auch eine clevere Idee ist. Dadurch hast du seltener das Gefühl, dass eine Karte wertlos ist. Mhm. Du kannst dann immer noch was anderes mitmachen. Redlands hat das auch zum Beispiel. Und natürlich Action Programming, weil das davor ist noch zu wenig gewesen. Boolek hat das sowas auch. Action Programming? Nee, aber Multi-Use Cards. Multi-Use Cards, also gefühlt sieht man das sehr viel. Häufiger, ja. Und früher war es wahrscheinlich auch schon da, man hat es bloß noch nicht speziell so und genannt. Und warum machen wir das? Um wir machen das, meisterhafte therapeutische Techniken zu beherrschen. Das, was ich im Vorfeld gesagt habe. Gibt dann also leider fast kein Euro. Artwork zu, also es Bild von der Spiel Schacht im Regal. Es ist vom nichts zu sehen, genau. Also ich kann dazu noch nicht viel sagen. Das Artwork ist sehr hübsch und da komme ich auch gleich noch im Speziellen zu. Das Dixit? Ich wollte bloß erstmal sagen. Ja, stimmt. Kann richtig. Man vielleicht dafür hier, verwenden? Ah, da. Oh, nee. Die Sache ist die, das ist halt schon natürlich ein Euro am Ende des Tages. Aber, und das will ich honorieren, das ist mal wieder ein anderes Thema. Das könnte ein frischeres Thema sein. Ich hoffe, die Mechaniken fangen das Thema dann auch halbwegs ein. Ich glaube nicht, dass ich mich danach wie ein Psychotherapeut fühlen werde, aber gucken wir mal. Das finde ich an sich immer schon gut. Fühlst du es? Für jedes Spiel, das so ein Thema wählt, da muss ich einmal weniger Venedig wieder aufbauen oder so. Das finde ich ganz angenehm. Guck mal, wo wir gerade drüber geredet haben, ne? At the Frosted Games. Ja, richtig. Und das Besondere ist noch ein bisschen, ihr habt ja das Artwork schon gesehen. Ja. Und es sind zwei Künstler, die dafür angeheuert wurden, nämlich Andrew Bosley, der unter anderem Everdell gemacht hat, Merchants of the Dark Road. Genau. Und Vincent Dutray, von dem ich mir habe sagen lassen, er macht jedes französische Spiel. Das Spiel oder wird so nicht billig sein, glaube ich. Es wird ein bisschen was kosten. Und die beiden haben nicht einfach irgendwie das Artwork gemacht, sondern Vincent Dutray, meine ich, war es, ist für die Traumsachen, für diese Traumsequenzen da, denn wir gehen in die Träume von den Leuten rein, um die zu behandeln, während der gute Herr Bosley für die quasi die Realwelt-Artwork-Sachen zuständig ist. Okay. Sodass du dann auch diesen unterschiedlichen Stil hast. Die haben ja unterschiedliche Zeichenstile und auf dem Bild ist es auch die Kombination, ne? Der obere Teil von Dutray, der untere von Bosley. Ich hoffe, es ist so rum, nicht andersrum. Aber wenn, dann habe ich mich ja nur um 50% vertan. Leider auch keine Videos dazu. Wie gesagt, bin ich sehr gespannt drauf, freue ich mich. Ich spiele ja durchaus mal gerne Euro. Ich hoffe, es ist nicht zu heftig. Ich bin ja nicht so in der Extremexperten-Ecke. Die gucke ich mir gerne mal an, aber die sind mir zu viel Arbeit. Die sind noch zu viel Arbeit, um die mit Karten zu spielen. Ich hoffe, es ist ein gutes Level. Es klingt interessant, das Thema klingt interessant. Das habe ich jetzt dreimal gesagt. Ich gebe ab an Flo. Multi-Use-Cards weiß ich gar nicht, ob, wie heißt das Kartenspiel von Puerto Rico nochmal? San Juan hatte letztendlich diese Geschichte, dass du die Karten entweder ausgespielt hast und sie gebaut oder dass du sie als Finanzierung benutzt dafür. Oder als Produktionsgüter drunter geschoben? Da gab's, genau, oder als Produktionsgüter. Ja, das wird schon da gab's neues bestimmt Konzept vorher, also da gab's ja, bestimmt vor San Juan nochmal etwas. Wenn ihr da was habt, schreibt's gerne mal unter die Kommentare. Ich glaube, so viel gab's da ja nicht. Ah, gibt's bestimmt irgendein Spiel, was schon 1984 entworfen wurde. Das nicht 1984 entworfen wurde, ist mein Spiel. Wir haben es schon 1984. Achso, hättest du 85 gesagt, hätte ich gesagt, ich wurde entworfen. Oh, du wurdest 1984 entworfen. Ich hätte es doch bringen können. Verdammt, ja. Zurückspulen. Pagan Fate of Roanoke haben wir hier schon gespielt, ist aber noch nicht draußen. Wir haben es im Frühjahr gezockt. Es gibt dazu auch Live-Let's Plays hier auf dem Kanal. Ich habe auf der Spielemesse in Essen auch mir das Ganze nochmal erklären lassen. Nicht das Hauptspiel, das kannte ich ja schon bereits, aber das ist ein total schöner Gesichtsausdruck von dir auch. Ernster Blick. Ne? Aber lass dich nicht rausbringen. Und es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Erweiterungen auch dafür raus. Man konnte das Ganze auf der Spielemesse vorbestellen. Es sollte eigentlich jetzt im Dezember geliefert werden. Ich weiß nicht, ob es an die schon ausgeliefert wurde, aber es kommt dann sicherlich jetzt auch irgendwann raus. Der Verlag ist Würmgold. Was ist es? Ein Zwei-Personen-Spiel. Der eine spielt den Jäger und der andere spielt die Hexe. Wir sind somit quasi dann eine Person aus dem Dorf. Und es ist ein Bluffspiel, aber dieses Bluffen letztendlich, jetzt sagt man, okay, ich kann gar nicht so gut bluffen, ja, man denkt immer die ganze Zeit, dass es dann schon gelogen ist, ja, Pustekuchen, haben wir schon festgestellt, man denkt sowieso die ganze Zeit, alles ist eine Lüge, man traut einem sowieso nicht, ja, man traut einem nichts, man denkt immer, meine Güte, oh Gott, wie soll ich das hier gewinnen? Der andere hat mich doch gleich, oder, ne, wie soll ich das hier gewinnen? Die Hexe hat doch gleich das erfüllt. Nein, Pustekuchen, es gibt total super viele Möglichkeiten, dem Ganzen wieder entgegenzutreten, dem etwas abzuschwächen wieder.
Und der andere muss, der Jäger muss ja auch erstmal auf die entsprechende Spur kommen. Und die Hexe muss aber auch erstmal dieses Zauberritual vollenden. Ne? Das heißt, der Weg ist gar nicht so leicht dahin. Aber der Mechanismus ist super. Das Design finde ich gut. Es ist so ein, wie hast du es mal genannt, dieses Design? Dark Age? Nee, es ist, das Computerspiel Darkest Dungeon hat ja, einen genau, ähnlichen danke. Stil. Mhm, genau, so vom Stil her. Comic-Stil. Und was macht die Erweiterung? Normalerweise spielen wir jetzt mit vorgefertigten Decks und jetzt kommen halt noch zusätzliche Karten dazu, dass man Deckbau machen kann. Ich liebe Deckbau, ich bin ein alter Magic-Spieler und dementsprechend fixt mich das total an, dass ich dann Decks bauen kann. Ich weiß, bei Ben ist es so, der freut sich, wenn er das Deck nicht bauen muss. Bei dir weiß ich gar nicht so. Ja, ich habe bei solchen Spielen dann immer Sorge. Es fühlte sich so eng getuned an mit den vorgefertigten Decks, die wir hatten, dass ich die Sorge hätte bei meinem begrenzten Balance-Wissen und so weiter, wenn das Spiel, wenn die Decks dann nicht ganz so ausbalanciert sind, weil man nicht so viel Ahnung hat, dass dann von dieser Anspannung ein bisschen ja, was verloren geht. Das könnte sein, also, ja. Aber am besten einer, der es kann, baut dann beide Decks ja. immer. Wobei, der kennt dann beide. Naja. Richtig. Das klappt bei Koop-Spielen, bei gegeneinander spielen. Also starke Asymmetrie, die wir hier drin haben und mit den Erweiterungen, wie gesagt, mehr Karten, mehr Dorfbewohner-Sets dann auch nochmal. Auch die bringen dann wieder neue Effekte rein. Auch die haben natürlich immer so ihre eigenen Effekte, wo man halt gucken muss, welche davon nutze ich, welche davon muss ich irgendwie eliminieren, weil sie viel zu schlimm sind, ne? Also das ist richtig, richtig gut. Für mich ist es fast das beste Zwei-Personen-Spiel des Jahres 2021 gewesen, wenn es 2021 rausgekommen war. Wir hatten es ja. Ne? Wir hatten es halt, aber als Prototyp quasi, ne? Es kommt jetzt 22 raus und da freue ich mich aufs Hat mich auch. Also ich habe das ja lange rumliegen gehabt. Ich glaube, das lag 6-8 Wochen bei mir rum, irgendwie zugeschickt bekommen, hat es dir angucken. Ich so, ja, ich glaube, es wurde auch einfach zugeschickt und da hatte ich es halt da und habe da reingeguckt und so, habe mich irgendwie nicht angemacht. Ich wusste nichts über das Spiel und das lag, glaube ich, bei dem Artwork. Zwei Monate, aber ja, aber auch ich habe die Regel durchgeblättert. Ich habe das, glaube ich, irgendwie, wir waren eigentlich fertig. Nee, es lag, wir waren irgendwie nachts um zwei, wir noch genau. was spielen. Und jetzt können wir noch was irgendwie machen. Ich so, ja, ich habe hier, das lag halt im Flur irgendwie noch im Karton drin. Habe ich halt rausgeholt, ja, das hier, das können wir uns dann mal angucken. Und dann haben wir uns das nachts um zwei, um drei angeguckt. Und auch das, die Regeln haben so ne, von null auf, wir lernen das jetzt nachts um zwei, das hat schon ein bisschen gedauert. Wir haben es nicht richtig gespielt, aber wir merken schon, auch doch, aber da steckt schon drin. Und dachte schon so, boah, das ist ganz cool, das spielen wir vielleicht irgendwie nochmal. Haben wir es halt nochmal gespielt, irgendwie auch dann wieder um zwei. 24 Stunden und, später. Ja, genau. Ja. Und war wirklich jede Partie gut. Also ich fand das für mich eine sehr positive Überraschung. Ich habe nichts davon erwartet. Und ich würde halt noch ein schickes Ding. Einmal so zum genauer das sagen, das bringen. Also es ist ein Bluffspiel, ja, aber es ist so, ja, blufft halt wirklich nur durch über die eure Mechanik. Handlung, genau. Über die Mechanik. Es hat wirklich nichts mit eurem Verhalten oder Aussehen zu tun. Okay, ihr solltet nicht dumm kichern müssen, wenn man jetzt sagt, na, es ist der Dorfbewohner und dann so, nein. Dann, ja, aber selbst das ist doch. Genau, selbst das würde ich denken, dass du es genau. Das hat Fluger gemacht. Ihr kennt ja euren Mitspieler. Das macht man ja bloß, wenn man wüsste, wie der lacht. Ja, der lügt bei allem. Ich hab, das habe ich extra. Ich habe extra bei jeder Ausnehmung, das war ein anderes Spiel. Ich wette da auch. Ja, ja. Aber genau, das ist das, was ich meine. Ihr müsst da wirklich nicht irgendwie Sorgen machen. Ihr könnt nicht lügen oder so. Es gibt ja Leute, die dann grinsen müssen oder so. Bei dem Spiel ist das wirklich vollkommen wurscht. Ja, der andere ist traurig, egal was ihr macht, immer. Mein Platz 5. Vor allen Dingen, wenn der andere Banner jetzt noch mal was. Ja. Genau, bei mir kommt als nächstes ein Spiel, auf das ich auch sehr gespannt bin. Wir hatten ja vorhin das mit den Multi-Use Cards bei San Juan. Der Nachfolger von ist ja Race for the Galaxy. Und der gute Tom Lehmann hat ja auch Res Arcana gemacht. Und in diesem Jahr soll endlich Dice Realms rauskommen. Mhm. Und das finde ich aufgrund dessen schon allein spannend, weil der Autor hat auch schon ein paar Spiele gemacht, die ich da nicht ganz so geil fand. Aber das ist halt auch wieder so ein Spiel, wo wir halt auch so Dice Building haben. Wir haben auch hier wieder diese Würfel, die wir uns selbst zusammenbauen können. Wir würfeln halt diese Würfel, machen damit irgendwelche Aktionen. Also ich hoffe mal, dass es so ein bisschen so Res Arcana-Vibes kombiniert eben mit diesem, was wir eben auch, und das hat ja auch in wie heißt das hier, Race for the Galaxy auch gemacht, in der zweiten Erweiterung gab es ja auch dieses Dice-Building drin. Und das so miteinander kombiniert, könnte hoffentlich ein gutes Spiel ergeben. Der Autor macht ja echt manchmal Spiele, die man 1000 Partien spielen könnte. Und also müssen wir gucken, auf Boardgame gibt es einen Beitrag dazu, wenn Leute sich darüber aufregen, dass Spiele nicht balanciert sind und ach, dass man das doch erstmal 10-mal spielen muss und 20-mal spielen muss, bevor man es bewerten kann. Das ist wirklich so die Entwicklung von Race for the Galaxy, wenn ich halt 10 Partien gespielt habe. Dann habe ich den Status und denke so, ach, die Karte ist wichtig, entdecke die Mechanik, nach 50 Partien wieder komplett neu. Und das ist so ein 100er Abschnitten von Partien, wo man auch neue Entwicklungsschritte durchmacht, was auch einfach zeigt, wie gut und tiefgehend dieses Spiel designt ist. Und wenn er das halt hier bei so einem Würfelspiel auch geschafft hat, dann wäre das auf jeden Fall echt ganz spannend. Da bin ich natürlich gespannt. Das sind ja so, du klippst ja die Würfelseiten rein und raus. Ne? Ich weiß nicht, wie viele 100 Partien die aushalten. Ich bin mal, also da bin ich halt gespannt. Das ist halt bei dem Spiel. Materialqualität ist da so eine Geschichte, ne? Die physischen Komponenten müssen hier wirklich sehr gut designt sein, damit das
nachhaltig funktioniert. Da bin ich gespannt, wie sie das gelöst haben und ob die Produktionsqualität das hält. Wir haben doch einfach Ersatzsachen reingepackt. Was war das letzte? Das wird ja nur begrenzt sein. Ja. Das stimmt. Was war das letzte schöne Dice-Building-Spiel, was ihr gezockt habt? Dice-Building, meinst du mit Würfeln, die man bauen kann? Ja. Die Race of the Galaxy-Erweiterung. Okay. Ja, hätte ich jetzt. Also Dice Forge fand ich, das war ein guter Ansatz, aber da erhofft man sich halt die Mechanik in einem guten Spiel. Wo man Würfel baut, da gibt's ja gar nicht so viele von, genau. Oder? Hast also du noch eins im Kopf? Ja, auch nicht, nee. Also es gibt's gar nicht. Hier, haben wir das irgendwo hier? Dice, nee, Dice Building haben wir nicht. Das gibt's nicht mal als Kategorie bei BGG. Nee. Da geht's los. Genau, und hier steht auch, ne, Upgrades sind das Herz des Spiels. Also das, ne, ich mache halt so irgendwie Aktionen, das sind irgendwie gewürfelt, dass man irgendwie Angriff hat und manchmal Ressourcen abgeben muss und wir auch viel gleichzeitig machen im Spiel. Und auch hier wieder, ne, 10 Siegpunkt-Tokens gibt's da irgendwie, die man benutzen kann. Also ich habe mich da nicht so ganz genau reingelesen, weil das sollte eigentlich auch schon, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr rauskommen. Es gibt da auch bisher nur ein Überblicksvideo, das auch schon 2 Jahre alt ist. Der ist auch gar nicht Tom Lehmann, das ist wirklich ein Amerikaner, der ist Tom Lehman. Mhm. Was auch für mich eine Erkenntnis ist, die ich erst seit 4 Wochen habe. Es sind nicht Deutsche die zweitgrößte Einwanderungsgruppe nach Amerika oder so? Oder vielleicht sogar die größte? Es ist auf jeden Fall viel. Nicht Mexikaner? Nee, ich rede jetzt von europäischen. Ach so, ja, das kann gut sein. Weil ich weiß es nicht. Ne, hier haben wir noch ein paar Fotos vom Spielmaterial. Ich weiß noch gar nicht so viel über das Spiel, aber da ist es halt allein der Autor mit auch diesem, also dieses Konzept, dass man sich hier diese, ne, man kann, also, kann die Sachen das rausklippen und da neue Würfelseiten reinbauen. Man kann sich also, ne, dieses Dice-Building, wie es so schön heißt, ich mag ja eben auch Würfelspiele, ich mag Würfelstrategiespiele. Könnte nett sein, könnte auch total nervig sein oder nicht funktionieren, wenn das gar nicht würde. Das müssen wir ausprobieren. Der Prototypentwicklung richtig teuer gewesen sein. Oh ja. Ja. Weil das sind schon sehr spezielle Würfel, das muss innen eingesetzt werden. Das ist in der Produktion auf jeden Fall nicht die günstigste Form, wie man beispielsweise. Soll auf Deutsch, glaube ich, bei Asmodee rauskommen. Ich hatte auch da den Originalverlag schon mal angeschrieben und die meinen, ja, Partner, irgendwie Asmodee, meine ich, alles klar, mit denen habe ich irgendwie Connections. Mal gucken, wie gut das wird. Interessant. Würfel manipulieren, jetzt fällt mir noch eins ein. Hier, Queensdale. Da hast du Würfelseiten geklebt. Musst du raufklicken, ja. Auch. Legacy, ne? Permanent. Mhm. Gut, nächstes Spiel. Ja, dann sind wir bei der 4 angekommen. Also bei Bronze Plus. Da ja. Können wir übrigens auch Machikoro Legacy nehmen. Da haben wir den Würfel, glaube ich, auch manipuliert, indem wir was draufgeklebt haben. Ja. Richtig. Und Zombie-Teens. Zombie-Teens? Ja. Dann haben wir ja doch was. Jedes zweite Spiel, das wir letztes Jahr gespielt haben. Ja, eigentlich ständig. Wir spielen gefühlt. Nur Zombie Teens war bei einigen von uns eines der meistgespielten Spiele im letzten Jahr. Ich glaube, bei der Mehrheit von uns. Das stimmt. Ja, ich bin so froh, dass wir ja gerade eben noch häufiger gespielt haben. Sonst wäre es das am häufigsten. Gut, also wie gesagt, wir sind bei Platz 4. Da muss ja auch dieses Jahr Zombie Twins. Zombie Adults. Zombie College. Okay. Zombie Prom. Es gibt, Prom Night? Ich sag mal, es gibt 4 Azul-Versionen, da kann es auch passieren, dass da noch eine 3. Version von rauskommt. Herr, bitte verschone mich. Also, auf Platz 4. Ja. Jetzt da jetzt die Zeit meiner Vorrede und der Einführung aufgebraucht wurde. Wenn es kein Spiel des Jahres bekommt. Es ist Aeon's Trespass Odyssey. deswegen habe ich vorher zurückgehalten. Das sind die gleichen Macher wie Kingdoms Forlorn. Das heißt, Into the Unknown hat es tatsächlich 2-mal in unsere Listen hier geschafft. Für jemanden, der 2 Spiele dann quasi rausgebracht hat, ist das schon nicht so schlecht, nämlich die beiden. Ich glaube, Aeon's Trespass war ihr erstes Werk, ne? Oh, wer ist denn der Herr? Das ist mein etwas komponenterer Zwillingsbruder. Vergiss die Liste, wir gucken uns das mal an. Also, genau, Aeon's Trespass Odyssey. Warum habe ich das hier drin? 2019, das ist 3 Monate vor dem großen, ja. Ben schwärmt mir immer sehr viel von KDM vor. Das Flo ist ja mittlerweile das bei, auch. Das ist ja, KDM ist ja bei Ben auf Platz 0 in seiner All-Time Top 100. Schwebt über einen anderen. Das ist halt nicht fair, richtig, das mit anderen Spielen zu vergleichen. Genau. Und das Problem ist, Aeon's Trespass Odyssey muss man halt mit KDM vergleichen, denn es ist sehr eindeutig davon stark inspiriert. Aber KDM holt mich persönlich ja thematisch dieses Albtraumhafte, wir haben vorhin kurz drüber geredet, dieses surreale Albtraumhafte. Der Stil von KDM holt mich irgendwie nicht so ganz ab. Ist auch teilweise ein bisschen gratuitous. Also ich finde auch die Frauendarstellung tatsächlich teilweise im Begleitheft ist dann mir doch ein bisschen too much und so weiter. Deswegen ist das nicht so an mich rangekommen. Aber ich habe mir sehr oft sagen lassen, doch Karl, ne, die Mechanik und so weiter, wenn du einmal drin wärst, wird dich richtig abholen. Aber da es ein atmosphärisches Spiel ist, gibt's halt eine Barriere. So, hier ist das Thema verdaulicher, ist auf jeden Fall ein bisschen bodenständiger, schon sehr viel auch drin, auch so ein düsteres, so eine Alternativwelt basierend auf dem antiken Griechenland, wunderschönes Artwork auch.
Und das könnte meine Chance sein, mir mal anzugucken, zumindest so in die Richtung, wie das was ihr daran so geil findet. Ich finde die Ideen auch ganz cool mit den Argonauten, dieses ausbaubare Schiff, was letztendlich die Siedlung von KDM sein wird, nehme ich an. Es hat einen stärkeren narrativen Fokus im Sinne von dem Folgen einer Story, einer Geschichte. Kann auch sein, dass das eben ein bisschen viel am Stück ist. Zumindest in den Prototypen war das teilweise, das war eine ganze Seite, eine ganze DIN A4-Seite mit nicht so großem Text, wo ein bisschen hin und her gesprungen ist, aber da war relativ viel zu lesen. Mal gucken, wie sich das ausbalanciert. Aber da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe eine sehr positive Sache dazu. Ich habe halt Ben. Das heißt, ich werde da... Das ist auf jeden Fall positiv. Vielen Dank. Ich werde da auf jeden Fall rangeführt werden. Er wird so ein Grundverständnis mitbringen beim Lernen dieser Regeln. Kannst dir 1 Stunde 14 Regelvideo dazu angucken. Richtig. Haben wir das nicht zusammengespielt? Wir haben das ein bisschen zusammengespielt, nicht ganz, so einen Kampf oder so. Ich habe das aber alles wieder vergessen, das ist 2 Jahre her, glaube ich. Ja, ich nicht, oder was? Aber der Punkt ist, du steckst durch KDM in der Art, spielt, glaube ich, ein bisschen besser drin. Ja. Aber Ben ist auch meine größte Sorge bei der Geschichte. Weil dadurch, dass der Vergleich mit KDM hier nicht vermieden werden kann, habe ich ein bisschen die Sorge, dass es halt bei ihm nur verlieren kann, letzten Endes, weil Natürlich. Das halt so krass drüber schwebt und auch ja irgendwo unabhängig davon, was es ist, auch eine Überhöhung durch die Liebe dazu. In der Hinsicht gar keine Kritik. Kann es nicht verlieren, weil KDM, es gibt immer so, ne, ist es der KDM-Killer? Nein, nichts wird jemals KDM killen, also zumindest nicht in den nächsten 5 Jahren, gehe ich von aus. Ich werde das, es ist so die eigene Liga, KDM, und man vergleicht alle anderen Spiele nur mit sich und nicht mit KDM, das ist so unfair. Okay, das, wie gesagt, das ist so ein bisschen meine Sorge, dass es dann eben nicht ganz so cool rüberkommt, weil es dann eben vielleicht im Vergleich zu seinem geistigen Vorbild abstinkt. Also aber wir werden sehen. Text, ne? Genau, es war dann, und das ist die Schriftgröße, genau. Mhm. Also wir werden sehen. Auf jeden Fall klingt es super reizvoll, diese Kampfmechanik, die du gemeint hast, wo man immer krasser wird, aber eben auch auf seinen Tod quasi zusteuert. Das heißt, irgendwann ist Schluss, weil. Inverted Combat Paradigm. Genau. Inverted Combat Paradigm, genau. Ja, also das habe ich auf der 4. Viel mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Ich glaube, du hast auch überlegt, ob du es raufnimmst. Ja, also also es kommt ja jetzt im ich krieg's ja und ich habe das ja auch schon vorgestellt. Richtig, ich habe mich dann für Kingdom Forlorn entschieden, der Liste, nachdem ich auch gesehen habe, dass es gerade schon drin hat, deswegen brauchte ich es halt nicht reinnehmen. Aber wie gesagt, ich bin noch ein bisschen, also mir macht halt das hier noch so ein bisschen Angst, wo du ja gesagt hast, dass KDM ja auch sehr davon lebt, dass es halt auch viel Atmosphäre ist. Es hat auch eine Geschichte, aber die Geschichte wird halt viel durch Atmosphäre und dass einfach so viel von der Welt dargestellt wird, ohne dass du jetzt, ne, wie da, wo ich so wirklich paragraphenlang eine Geschichte lese, so, ihr geht irgendwie in die Stadt, ihr seht da ein paar Töpferhandwerker, dann kommt irgendwer aus der Diebesgilde auf euch zu und der spricht mit euch und führt euch irgendwie in den Tempel und dann müsst ihr da ganz viel Text, was der euch erzählt und wofür ihr euch entscheiden müsst, was ihr alles so seht und so. Hat man, ne, alles nicht. Man hat da halt viel, was man erstmal lesen muss. Wahrscheinlich. Und es ist halt, aber das mögen ja viele auch. Yeah, das mögen ja total viele, dass es einfach nicht nur so eine Umreißen von Stimmungen ist. Aber das könnte mir halt vielleicht ein bisschen zu viel sein, weiß ich nicht. Aber ich mochte das Kampfsystem, weil das halt wie bei Cthulhu Wars im Prinzip, oder bei Cthulhu Death May Die, nicht Cthulhu Wars. Ne, es wird halt mal krasser, je weiter der Kampf voranschreitet. Das mochte ich schon sehr. Das hat also gut gepasst. Das hat auch sich also schon wie KDM ein bisschen angefühlt, aber halt inspiriert und nicht kopiert. Und das mochte ich eben auch sehr daran. Konntest du nicht auch Teile der Figuren austauschen, so den Kopf durch einen anderen steckend ersetzen und dann hast du andere Karten ins AI-Deck genommen, hat andere genau. Fähigkeiten. Also auch so und was auch Modulares. Das ist das Schiff, das man ausbauen kann, diese Agora und so. Und auch die Charaktere können wir, glaube ich, auch weiterentwickeln. Aber ich bin mal gespannt. Deswegen bin ich halt auch unter anderem auf Kingdoms Forlorn gespannter, weil da dieser Aspekt halt nicht ganz so groß drin ist, der eben auch ja wieder zu einer großen Geschichte führt, die man auch wieder schnell ein Stück spielen muss. Und ich glaube einfach, dieses in sich weil da ist ja auch, ich glaube, 50 Stunden, 100 Stunden Kampagne soll da wieder drinstecken, ist halt too much. Richtig, das wird halt schwierig zu schaffen sein. Ich möchte halt auch einmal wieder KDM spielen. Kein Platz für sowas. Das, was ich meine. Aber ja, das muss man gucken. Wichtig bei solchen Spielen, die story-driven sind, dass die Frequenz muss halt schon passen. Und das ist nicht einfach. Also muss man auch sagen, das ist einfach nicht einfach, weil wenn du jetzt eine Dreiviertelstunde mit Lesen beschäftigst, du wirst ja in der Regel an einem Abend 2-3 Stunden vielleicht Zeit fürs Spielen haben und dann geht erst wieder die Spielmechanik weiter, dann kann es sein, dass es zu weit auseinander liegt. Das ist eine Gefahr. Aber deswegen ist das ja hier eine Vorfreudeliste. Ich bin gespannt, wie es dann im Ergebnis aussieht. Ich habe auch alles versucht, was ich so als kleiner Brettspieler tun kann, um das auf Deutsch nach Deutschland zu bringen. Ich habe da ein paar Verlage angeschrieben, die dafür in Frage kommen könnten, die auch schon ähnliche Kaliber gemacht haben. Die haben sich das so angeguckt und haben gesagt, ja, klingt schon irgendwie cool, aber
passt irgendwie gerade nicht. Und ja, dementsprechend, ich weiß nicht, ob es da eine deutsche Version von geben soll. Ich habe den Verlag auch angeschrieben, dementsprechend gefragt. Die meinen, ja, würden wir schon ganz gerne, aber ergibt sich momentan nicht. Vielleicht, wenn es noch auf dem Markt ist, vielleicht wirklich ein großer Erfolg wird, dann springen ja doch meistens ein, zwei Verlage drauf an. Ist halt schon ein Übersetzungsmonster auch, ne? Wahrscheinlich. Ja, aber da trauen sich ja halt doch manche Verlage ran an so Übersetzungsmonster, ne? Da gab es mal so ein paar Geschichten, wo man nie gedacht hat, dass übersetzt werden. Und richtig. Dann, tada, auf einmal. Das, zwei Jahre später. Was das doch Weight da. Ist schon. 4,36 ist schon. Okay. Ja, das ist schon übel. Was ist denn das bei KDM? Weiß nicht, aber mal müsste gucken, das haben ja auch nur 14 Leute bewertet. Na gut, ja. Das ist noch ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, dass das viel ist. Ja, das war meine 4. Ein Spiel, was wirklich nur in Szenarien arbeitet und deshalb nicht dieses große Kampagnenproblem hat, ist ein Spiel, was jetzt in der dritten Auflage rauskommt, jetzt nur noch auf Deutsch, von Boardgame Circus. Sollte eigentlich schon jetzt so letztes Jahr rauskommen, mal wieder. Ne? Ich hatte es auch schon in der Vorfreude-Liste, das heißt, wieder dabei, bitte nicht neu wählen. Denn wir hoffen, dass es jetzt kommt. Machina Arcana oder auch Machina Arcana. Ja, was sagen denn die Entwickler? Was ist denn jetzt richtig? Die Entwickler habe ich nicht gefragt. Bis dahin, doch mal. Ne? Also hier, das könnte man auch mal machen. Ne? Ben scrollt schon wieder so schnell. Ich habe es nicht gesehen. Aber letztendlich, was ist es denn? Es ist ein Dungeon Crawler und es soll ein richtig geiler Dungeon Crawler sein, der in so einem Horror-Gesundheit Cthulhu-Steampunk-Universum irgendwie Setting angesiedelt ist. Oh, Gloomhaven-like. Und hier abgeschlossene Szenarien, ganz wichtig, ja, abgeschlossene Szenarien, die man durchspielt, in der Spieldauer von so, ja, 3 bis 5 Stunden irgendwie. Ich dachte, es kommt was Hand. Mit einem extrem, 150 Minuten. Genau, da bin ich ja ganz gut mit meinen 3 bis 4 Stunden. Ja. Mit einem Zeitdruck, den man da drin hat natürlich, aber auch mit, also, ne, du meinst super, Anzahl der Runden. Ne, genau, ja, Anzahl der Runden, ne, kein Echtzeitspiel, keine Sorge, dann wär's ja raus. Es soll halt einfach ein unglaublich guter Dungeon Crawler sein, letztendlich, ne? Und ja, darauf verlasse ich mich auch. Ist so bekannt und ich will auch einfach mal ein bisschen die Genre-Grenzen verlassen und ne, man, ich habe ja so viele Eurogames hier drauf gehabt. Deswegen habe ich so wenig Euro. Ich habe gar nicht so viele Eurogames drauf gehabt, weil es sind aktuell noch so viele Eurogames. Du hast ja so einen Ruf aufgebaut als der Eurofloor, aber eigentlich bist du ja mehr der Party-Pingo-Pingo. Ich hab kein einziges Partyspiel drin. Die sind auch alle noch nicht angekündigt. Die sind ja nicht in der Vorfolge drin, die sind am Ende der Top 10 des Jahres. Das stimmt, richtig, ja. Aber wir haben so eine Steam-Elektropunk-Cthulhu-Mischung, ja, ne? Ja, also das Artwork cool. ist gut, ne? Das Material ist sicherlich ganz in Ordnung, wenn nicht sogar herausragend. Und hier sollen halt auch die Mechanismen total klasse sein. Oh, wer ist das denn? Aber ja. das ist halt das Faszinierende. Ne? In den letzten Jahren hat sich das ja entwickelt, dass Brettspiele sehr viel über Kickstarter finanziert werden. Und aufgrund dessen, also, dass du dann ja das im Voraus verkaufen musst, hat die Darstellungsentwicklung, die künstlerische Darstellung, das Artwork, die Präsentation, das ist ja das, was mit so einem riesigen Sprung auch gemacht hat. Zusätzlich zu einer Ausbreitung auch bei Mechaniken und so weiter, aber du siehst das ja. Guck dir mal Spiele vor 10 Jahren an, die sahen halt so aus wie so Kinderzimmerspiele und heutzutage sehen die halt aus, also, ne, manche Spiele, also so ein En Masse, dass ich das Spiel nicht mögen würde, wenn es nicht ganz so teuer wäre, würde ich mir nur kaufen, um es hinzustellen, weil es geil aussieht. Die sind einfach schon optischer Luxus. Bin ein bisschen gespannt, wie die Spiele 2030 aussehen werden. Naja, das Problem ist halt, es macht es einem schwieriger, im Vorfeld halt zu filtern. Deswegen war diese Liste auch so schwer. Ich weiß auch nicht, ob das der richtige Einstieg ist, letztendlich, in dieses Genre. Ne? Ob Machina Arcana letztendlich das richtige Weg da ist für mich, oder ob es nicht für Eurogamer letztendlich noch einen anderen Einstieg geben würde in Dungeon Crawler. Und ja, gut, Gloomhaven, ne? Ja, das war natürlich das Erste, aber das habe ich auch alles gespielt. Oder spiele es noch. Die Referenzen im Genre schon gespielt. Und was wären die Referenzen? Descent habe ich mit dir die eine Partie gespielt und die zweite Partie, die wir spielen wollten, funktionierte nicht, weil die App nicht funktionierte. Ich hätte jetzt nur noch behauptet, dass Gloomhaven die Referenz in dem Genre ist, aber... Nee. Also wenn du da auch Spezialkanäle fragst, dann werden die auch sagen... Ich beuge mich dem Experten. Ich mich auch. Ja, wahrscheinlich wird auch so ein Descent mal irgendwann auf den Tisch kommen. Kannst du dir gerne mal aussagen. Hast du Lust nicht noch gerade? Ja, das steht da. Ja. Meine halbe Spielsammlung steht hier, was ich ganz Nein, die halbe finde. Ist es nicht. Aber von vom Setting her, von der Atmosphäre triggert mich das Spiel viel mehr. Was ist denn das für ein Setting? Ja, dieses Steampunk-Setting. Das hier, genau. Steampunk-Horror-Cthulhu-Setting. Es wird langsam spät. Wir drehen das tatsächlich wieder. Wir sprechen über Machina Arcana. Ja. Nicht Descent. Wir machen gerade das Vorfreude-Video. Ja, genau. Man sieht schon aus wie KDM mit den ganzen Sachen. Ja, okay. Ben ist schon bei der Erweiterung von Descent. Ben ist schon bei dem Erweiterungsmodus, wo wir KDM spielen. Platze. Du hast interessante Werbung an der Seite. Ja, wenn man solche Spiele scheinbar irgendwie aufruft. Ich bin nicht eingeloggt da bei dem Browser, deswegen wird einfach random was angezeigt, was auf deiner IP basiert. Aha.
Platz, das hätte ich jetzt auch behauptet. Boutique Platz 4, Ben, was hast du? Ich bin hier, ne? Mal gucken, das ist auch, das habe ich heute ausgegraben, da bin ich mal echt gespannt drauf, wie das wirklich wird. Solar 175, noch nie was von gehört, bis ich halt, wir hatten ja vorhin die Frage, Karl war so ein bisschen verzweifelt, wie findet man eigentlich hier irgendwie Infos über Spiele? Meistens macht man das ja so, dass man hier auf Advanced Search geht und dann gibt man hier einfach ein Jahr 2022 bis 2022, klickt hier auf Suchen. Verrat doch hier nicht die Expertengeheimnisse. Und dann kriegst du halt so alle möglichen Titel. Das ist natürlich erstmal alles. Wenn man da schon guckt, das sind 18 Seiten und ich weiß nicht, wie viele Titel das hier pro Seite sind. 50. Das heißt, das sind jetzt schon 900 Spiele, die für nächstes Jahr angekündigt sind. Wobei die Hälfte davon, Leute, die haben die 18 Seiten durchgeführt. Die Hälfte davon sind natürlich KDM-Erweiterungen, die auch dieses Jahr gar nicht dieses Jahr gar nicht rauskommen werden. Ja. Aber wenn man, es gibt natürlich auf Boardgame auch immer so Geeklisten, so ein Konzept von Boardgame da. Ne, und wenn du da irgendwie dann eben auch nachsuchst, wenn du hier bei der Suche sagst, du suchst hier nicht nach Boardgames, sondern nach Geeklist und schreibst dann 2022, wie ist das, Anticipated oder so, dann findest du da halt, wenn ich es richtig geschrieben habe, auch relativ viele Listen von Leuten, die dann eben auch teilweise die Sachen schon durchkommentiert haben. Mal gucken, ob wir hier was haben. Genau, ne, da schreiben sie auch immer so ein paar Kommentare dazu und das hilft dann schon immer, manchmal sogar mehr, weil die Leute sich dann wieder ein bisschen intensiver mit den Spielen auseinandergesetzt haben, in ihre Liste einen Kommentar schreiben und der Kommentar filtert halt immer so die Quintessenz raus und dann weißt du schon mal, okay, allein aufgrund dessen, was einer schreibt in drei Sätzen, interessiert mich oder interessiert mich nicht und dann kannst du es nochmal genauer angucken oder man googelt einfach nach Anticipated Games 2022 und dann findet man auch von externen Seiten oftmals Listen. Da habe ich auch so 5, 6 gute Listen gefunden, wo ich auch auf ein paar Spiele gestoßen bin, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das hat auch ganz gut beim Scouten geholfen. Ich bin halt ein bisschen verwöhnt von Computerspielen. Ne? Die sind halt berichterstattungstechnisch natürlich viel größer abgedeckt. Wir sind halt ja auch die Berichterstattung. Richtig, richtig. Da ist das halt, da ist man das anders noch gewohnt, auch von der Aufbereitung her. Das Interessante ist, das mit dem Googlen habe ich auch gemacht, da habe ich dann aber Listen bekommen, das kann ich alles schon. Okay, ich habe zum Beispiel auch dieses Solar das 175 drin. Überhaupt der Verlag ist Cogito Ergo Meeple. Okay, ich keine Ahnung. Auch jetzt schon auch gut. Ein guter Name. Was mich daran interessiert hat, war ich denke auch, also Meeple. Das hier, ne? Das ist ein Epic Eurostyle Legacy Spiel ist, aber auch unser richtiges Legacy zu sein, mit 1 bis 5 Spielern in einer dystopischen Science-Fiction-Zukunft. Das Spiel hat halt Backbuilding, Area Control, Worker Placement, hat halt so einen Mix aus dem klassischen Eurogame zwischen so Orléans und El Grande, was ja schon mal beides echt großartige Spiele drin sind. Take my money. Ein einzigartiges, thematisches und sich entwickelndes Universum, was sich eben auch immer weiterentwickelt. Und das, also ich finde, es sieht auch relativ ganz cool aus. Hat auch so ein innovatives Endgame-Goring-System, da habe ich mich noch nicht mehr beschäftigt, weil es gibt auch noch, wie man hier sieht, quasi keine Infos dazu. Irgendwer hat mal gefragt. Kannst du die Bilder einmal in groß machen? Ja, mach ich gleich. Hier hat irgendwer gefragt, wann das, ne, was da an News passieren soll. Da hat auch, glaube ich, jemand geschrieben, dass das am 1. März in diesem Jahr rauskommen soll. Also auch schon relativ bald. Ich werde die mal anschreiben und mal gucken, wie man da auch in Deutschland rankommt und ob die da vielleicht auch an Vorschauvideos interessiert sind. Und genau, sieht schon relativ abstrakt aus, aber hat auch irgendwie, also es sieht erstmal aus wie Talisman. Ja, klar. Talisman für den Eurogamer, aber wir haben halt, ne, diese Bags und da bin ich einfach mal gespannt drauf. Und auch hier das mit diesen Karten da drunter schieben, sich da auch welche dann Engines wahrscheinlich aufbauen und halt diese Backbuilding-Mechanik an sich, wo wir scheinbar diese Ringe da reinwerfen, die wir dann auf bestimmte Felder legen können. Also keine Ahnung, ob das taugt oder nicht. Ich meine, Spielbeschreibung, ne, und was ein Spiel an tollen Mechaniken bietet, klingt ja oftmals erstmal cool. Es ist entweder das Thema, was wichtig sein muss, und oder die Mechanik. Und wenn alles zusammenpasst, dann ist es ein richtig gutes Spiel. Wenn das noch gut funktioniert. Genau, die Spiel, Verzahnung. Ne? Es muss auf jeden Fall verzahnt sein. Genau, weil hier klingt halt beides erstmal gut für mich persönlich. Ne? Backbuilding und der Vergleich mit hier Orléans und hier El Grande. Orléans ist ein super Spiel. El Grande war auch. Müssen wir noch spielen, ne? Orléans. Immer noch. Aber ja, da bin ich einfach neugierig drauf. Das kann auch totaler Mist sein und einfach nur ein Spiel sein, wo man hinterher sagt, ja, auch eine gute Idee und weiß man nicht. Aber wenn das natürlich toll ist, dann ist es toll. Wird man mal gucken. Wobei erfahrungsgemäß sichern sich dann auch deutsche Verlage solche Titel oftmals schon. Und ich meine, bei Evidence auch 3 Jahre gedauert, bis da mal, ich glaube, es hat ja 2 Jahre gedauert, bis überhaupt ein deutscher Verlag gesagt hat, wir machen das offiziell. Und bis es dann gekommen ist, hat es auch ein bisschen gedauert. Aber das ist ein Spiel, ne, ich habe ja auch letztes Jahr Imperium rausgefischt, was auch wenig Leute auf dem Schirm hatten und Mantis Falls. Natürlich habe ich auch in diesem Jahr wieder nach solchen Sachen gesucht. Gefühlt habe ich das Kaliber nicht ganz gefunden, aber wer weiß, was noch kommt in diesem Jahr. Ich werde das natürlich trotzdem weiter beobachten. Und das sieht auf jeden Fall
nicht unspannend aus. Interessant finde ich die Spielzeit, 40 bis 120 Minuten, das ist kürzer, als ich gedacht hätte nach den Bildern. Und vor allem beim Komplexitätsrating von Weight von 4,0. Ja. Ich meine, halt auch wahrscheinlich erst... Welche der beiden Zahlen ist gelogen? Ja, genau, richtig. Also, ja gut, es hat auch erst... Ein Voter, das hat natürlich erst noch nichts zu sagen. Ne? Aber man, auch die Autoren haben, glaube ich, noch nicht viel an... Also hier Philosophia, das hat immer ein solides 7,6er Rating. Das ist, finde ich, immer... Also ne, alles, was ein 8 hat, kann man erstmal, wenn ein Thema grundsätzlich interessiert, mal, immer so fast blind kaufen. Das wird dann meistens schon gefallen. Die Spiele, die eine 7 haben, wenn die so eine 7,0, 7,1 haben... Sollte man mal genau gucken, wenn die 7,6 haben, dann auch wieder, wenn mich das Thema und die Mechanik anmachen, sind die meistens auch schon mal nicht schlecht. Wenn da aber irgendwas drin ist, wo ich sage, nee, ist nicht meins, kann man so grob nachgehen, aber man sollte sich die Spiele natürlich trotzdem noch mal selbst angucken. Ich mag das atmen. Ja. Gut. Trommelwirbel für Platz 3. Wir sind auf dem Treppchen angekommen. Ne? Genau, richtig. Was und heißt Platz 3? Wir gucken ja nur in die Zukunft, wir wissen ja eigentlich nichts darüber. Bei meinem Platz 3. Bei meinem Platz 3 machen wir einen Ausflug in die Welt der Social Media, weil ich habe ja vor... einem Jahr ungefähr, bisschen mehr als einem Jahr, glaube ich, tatsächlich mal einen Instagram-Account aus der Taufe gehoben. Ja. Und um da einfach auch, ne, wenn wir Spiele gespielt haben, ein paar Bilder zu posten und einfach so was Kurzes dazu sagen, vor allen Dingen aber über die D&D-Sachen, wenn ich sie neu reinkriege, kurz, dass ich das erwähnen kann, ohne jetzt, dass ich ein Video produzieren muss, weil das schaffe ich nicht immer, das ist mehr Aufwand und so weiter. Und das ist jetzt nichts Großes, da folgen einem jetzt auch nicht unfassbar viele Leute. Ich kenne Leute, die da einfach nur privat sind, die haben doppelt so viele. Aber einer der ersten, die aus irgendeinem Grund mir gefolgt sind, warum auch immer, waren die Macher von Agemonia. Was Ben jetzt auch gleich präsentieren wird. Boah, das ist Profi-Level. Das ist ein zunehmendes Video. Im Hintergrund. Das ist der Wahnsinn. Die werden immer besser von Jahr zu Jahr. Ich weiß nicht, warum die so früh dabei waren. Die hatten wahrscheinlich dich abonniert und mich dann irgendwie vorgeschlagen bekommen. Die haben gefühlt, den abonniert nicht. Und an dem, die haben 5000 Leute oder so folgen die zur Ausbreitung. Und das war jetzt ganz neu. Ich habe die dann halt auch angeklickt, so dieses Gegenabo. Und seitdem sehe ich halt immer wieder die Agemonia-Sachen. Die sind also da auch wirklich aktiv. Ich habe also viel Artwork gesehen. Und dadurch, habe mich nicht näher mehr damit beschäftigt, fiel mir aber der Name ins Auge. Live und your deswegen, destiny as a mighty hero of despicable villain in an amazing adventure. Und deswegen habe ich mir den ja angeguckt. Und das, diese lange Geschichte nur dafür, das hat bei mir einfach diese Awareness geschaffen. Das fand ich ganz lustig. So kriegt man dich also, in dem Zusammenhang, genau, folgten mir alle damit. Nein. Ich möchte jetzt nicht, dass alle Verlage dir irgendwie hoffen. Deswegen landet man leider nicht beim Brettspielblog. Ben siebt noch. Also, ich habe es mir dann angeguckt jetzt näher für die Liste, weil das sich auch der Veröffentlichung nähert. Das sollte dieses Jahr klappen, hoffe ich. Und es klingt sehr interessant. Vielleicht sogar auf Deutsch. Vielleicht sogar auf Deutsch. Mal gucken. Das ist, erstmal ist es schon ein klassischer Szenario, Dungeon Crawler, in dem wir einer Geschichte folgen, die wohl auch, in dem man Entscheidungen treffen kann. Aber wir spielen so schon die Szenarien so durch. Die Kampagne, also die Grundkampagne soll so 30 Szenarien oder so haben. Und ansonsten ist jetzt auch mechanisch vielleicht nichts Überraschendes drin. Aber was ich gesehen habe, gefällt mir von seiner Dynamik und auch von der von Streamlining, das drin steckt. Weil du wirklich, du arbeitest da ganz viel mit Checks. Du hast irgendwie 3 Charakterwerte und wenn irgendwo ein Check gefordert wird auf der Karte, dann gibt dein Attributswert vor, wie viele Würfel du würfelst. Und die Würfel sind auch hier, das ist viel netter. Meistens haben solche Würfel ja mindestens eine Fehlschlagseite oder so. Diese Würfel geben dir immer mindestens einen Erfolg. Auf der Karte steht in der Regel, wie viele Erfolge du brauchst oder wie viel du brauchst, um zu treffen. Das ist von Chip Theory Games? Dann Unplayed. Das macht gar nicht übertrieben genug. Aber es hat halt eben, es hat entweder einen Erfolg oder 2 Erfolge oder du kannst 2 Erfolge kaufen für Ausdauer, die auch gleichzeitig dein Leben darstellt und für deine Handlung wichtig ist. Oder explodierende Würfel sind es auch noch. Das heißt, du würfelst einen kritischen Erfolg, darfst den Würfel nochmal würfeln und draufrechnen. Das ist ja immer schon, das kitzelt ja so ein bisschen die Sachen. Und das ist das System, mit dem das zum allergrößten Teil arbeitet, was halt ein bisschen beeinflusst wird, wo dann die Tiefe herkommt. Man muss also mal abwarten, wie sehr das über 30 Szenarien trägt. Was mir aber auch gefällt, ihr seht es in der Mitte. Was war in Pranken des Löwen so gut und was hat es besser gemacht als Gloomhaven? Dass wir nicht immer diese doofen Teile aufbauen mussten, sondern... Richtig. Jetzt findest du natürlich jede Menge Artwork. Dass wir die Szenarien sind in einem Ringbuch. Mit diesen Arealen, wo du Entfernung hast. Und man sieht es jetzt hier nicht ganz so gut, aber auf diesen Karten sind überall Punkte, an denen irgendwas Besonderes ist. Die sind Buchstaben gekennzeichnet. Du hast daneben ein Kartendeck liegen. Drunter ist eine Zahl, aus welcher Entfernung du das siehst. Ab da ziehst du quasi die Karte aus dem Stapel und legst die hin. Dann weißt du also irgendwie, du kommst in die Nähe
der Bar und dann siehst du, darüber schwingt ein Kronleuchter aus zwei Feldern Entfernung. Da steht dann, und wenn du jetzt rankommst auf ein Feld oder null Felder, dann kannst du den benutzen, um über den Tresen zu schwingen oder sowas zum Beispiel. Oder auch ganz interessant, das ist jetzt Beispiel aus den Tutorials sozusagen, du näherst dich irgendeiner Ruine und du kannst dann aus der Entfernung sehen, dass da irgendein riesiges Vieh drin sitzt. Aber noch nicht genau was. Das könnte erst passieren, wenn du hingehst und irgendwo nachguckst. Ein bisschen mehr Interaktion mit dem Plan also. Genau, und wohl auch durchaus abwechslungsreich. Du wirst wahrscheinlich nicht alles bearbeiten können. Also dieser Erkundungsaspekt ist da. Die Texte sind immer so recht knapp gehalten, also schon fluff drauf. Aber der Spielfluss sah auf jeden Fall in dem, was ich gesehen habe, sehr gut aus. Und es ist eine wohl sehr detailliert ausgearbeitete Welt, in der Jahre an Entwicklungszeit im Fluff, also in der Welt stecken sollen, die auch insgesamt mal ein bisschen was anderes ist. Ne? Also es ist jetzt nicht Zwerge und Elfen, sondern es ist ein bisschen, ne, sehr farbenfroh, sieht man auch schon, so ein bisschen Dschungelthema. Da hast du halt die vierarmigen Echsenmenschen und andere Viecher. Frag mich jetzt bitte nicht, denn wir kommen zu der einen Sache, da bin ich ein bisschen gespannt. Wenn du eine Welt entwickelst, eine Fantasy-Welt gerade, musst du schon auf ein paar Sachen achten. Was das hier viel hat, sind Eigennamen, die Fantasy-Namen sind. Mhm. Patangan, Nigote, Barkor, Birdie, Togrul und so weiter. Was? Und das kann halt... Klingt nach meinen alten DSA-Charakteren. Nach Druidennamen. Bis auf, eine Bezeichnung, bis auf eines Wort alles tatsächlich Sachen, die allein im ersten Szenario als Bezeichnung fallen. Und das Problem kann hier sein, wenn du die Welt halt nicht kennst, dass du ein bisschen als Spieler natürlich abschaltest, wenn dir viele quasi Fremdwörter in den Kopf geworfen werden, die Fantasy-Wörter sind, die nicht festgesetzt sind. Aber das werden wir dann sehen. Also ich glaube, das ist schnell auf den Tisch gebracht, das Ringbuch, das wirklich gestreamlined, da hat jemand sich Gedanken gemacht, schnelles Spielen, wie sehr es über die Dauer zieht, wird sich an der Geschichte entscheiden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich auch, ich habe das ja, ich habe ein Kickstarter-Vorschau-Video gemacht. Ich habe die, also Leute, die neu auf meinem Kanal sind, wissen das gar nicht, aber ich habe früher jeden Monat Kickstarter-Vorschau-Videos gemacht. Will ich auch wieder aufleben lassen. Mal gucken, wann das klappt. Aber da habe ich da auch drüber geredet, weil ich das irgendwie ganz zum Schluss noch entdeckt habe. Und es klang für mich auch nach dem, was ich mir damals so erarbeitet habe an Informationen, sehr spannend, dass ich auch gesagt habe, würde ich mir gerne angucken. Und sie sagt, vielleicht gibt es eine deutsche Version von Ende des Jahres. Ben sagt ja häufig, dass er das manchmal stört. Er möchte dann schon eine Geschichte erleben und die Mechaniken stehen dem manchmal zu sehr im Weg. Richtig. Ne? Und das wirkt halt so, als ob die Mechaniken schon einen Reiz hat, schon einen gewissen puzzligen Aspekt. Du musst halt gucken, was willst du erledigen, wie mache ich die Erfolge. Du hast halt eine Ressource, die du managst in Form von diesem Stamina, die du auch als Verletzung ablegst. Das heißt, kannst weniger machen, wenn du verwundet wirst. Und in der Regel hast du ein Rundenlimit. Aber dadurch, dass das halt so ein Würfel, so ein intuitives System ist, glaube ich, dass es sehr gut flutschen wird. Das könnte vielleicht den Sweet Spot gerade bei Spielen von Typ Ben für so diese Art genau treffen. Bin ich gespannt. Ich auch. Also wird hoffentlich auf den Tisch kommen. Mal gucken. Ja, was hast du? Auf der 4? Auf der 3? Auf der 3, ja. Bei mir auch. Natürlich. Platz 3. Was? Ja. Maschine Arcane. Nein, nicht Maschine Arcane. Vorher, bevor wir zu meinem Platz 3 kommen, könnte ich noch kurz sagen, was es bei mir nicht in die Top 3 oder die Top 10 geschafft hat. Da will ich nur zwei Erweiterungen nennen. Und zwar einmal natürlich Everdell. Ja, Everdell, die New Leaf Erweiterung. Warum das denn? Weil ich ja nicht alles reinnehmen kann. Nein, Everdell New Leaf, da freue ich mich schon sehr drauf. Und sobald es auch rauskommt, wird es sich auch sehr, sehr stark gezockt. Ich hoffe, dass es auch 2022 erscheinen wird. Aber wer weiß das schon. Da freue ich mich sehr drauf. Und es gibt hoffentlich auch dieses Jahr eine neue Erweiterung für Era of Tribes. Der gute Arne arbeitet auch daran, denn Era of Tribes braucht noch so ein bisschen mehr. Ne? Da muss noch ein bisschen mehr auf jeden Fall rein. Da muss ein bisschen Fleisch auf die Knochen. Das finde ich auch gut, dass ihr es auch so seht. Genau. Ja. Und genau, Arne wird da auf jeden Fall noch was Neues rauszubringen. Es gibt da zwei große Teilbereiche letztendlich. Einmal werden wir uns mit Religion beschäftigen, ne, wo wir dann noch, ich will nicht zu viel erzählen. Okay, dazu gibt es sicherlich dann was im Erweiterungsmonat. Auf jeden Fall. Du vergisst aber noch eine Erweiterung. Hast du das nicht schon zu Hause? Der Prototyp. Ja, genau, der Prototyp. Cool. Für Root kommt auch eine neue Erweiterung raus, Marauder. Ich habe die auch unter anderem rausgelassen, weil wir noch nicht mal die anderen, die es schon gibt, gespielt haben. Genau, die liegen noch bei Ben. Ja. Aber auch da kommt noch Material nach. So, Root, das können wir im Hinterkopf behalten. Mein Platz 3, Merchants of the Dark Road. Bei der Spiel in Essen stand ich am Donnerstag vor den Toren. Mhm. Als die Tore aufgingen, bin ich losgesprintet. Ich wusste genau, wo ich hin wollte, und zwar Elf Creek Games. Genau, ne? Do not run. Ich bin natürlich nur vorsichtig gelaufen. Wusste aber genau, wo ich hin wollte. Und zwar wollte ich zu dem Stand von Elf Creek Games. Als ich dort ankam, guckte ich in ein paar verdutzte Gesichter von den Personen am Stand. Noch ein paar andere verdutzte Gesichter zu den Leuten, die von anderen Richtungen zu diesem Stand hinkamen. Und dann
stellten wir leider fest, dass dort nicht der Stand von F-Creek Games war. Wir haben leider nachher auch herausgefunden, warum der Stand nicht da war. Auf jeden Fall waren sie gar nicht erst auf das Spiel vertreten. Wir hatten kurz vorher einen positiven Corona-Fall. Seitdem hoffe ich letztendlich, dass dieses Spiel endlich rauskommt, weil sie müssten das Spiel ja eigentlich produziert haben. Aber es ist leider noch nicht draußen. Wir haben noch nichts davon gehört. Es scheint noch nicht da zu sein. In Amerika gibt's das auf jeden Fall schon. Aber leider noch nicht hier angekommen. Das Cover ist schon mal traumhaft. Warum? Es ist wieder, genau, von dem Macher von Everdell. Andrew Bosley. Und es ist ein Spiel, wo wir einen Händler spielen. Es ist ein Eurogame, ja, 1-4 Spieler, 60 bis 120 Minuten. Jetzt sind wir wirklich in diesem wunderschönen, herrlichen Bereich, den ich so sehr liebe. Also, wir sind ein Händler, der sich zwischen verschiedenen Städten hin und her bewegt. Wir haben verschiedene Mechanismen. Wir haben einmal einen Dice Placement, wir haben einmal einen Rodellmechanismus, wir haben einmal so Ausrüstungsgegenstände-Karte, die wir so puzzeln, genau, das sind die Stände, die Städte. Es ist so ein Low-Fantasy-Setting, es gibt irgendwie schon so ein bisschen Magie, aber... Die Städte sind da drüben, die einzelnen Namen. Ja, genau. Das ist tatsächlich. Und das, ne, dazwischen reisen wir hin und her und ja, letztendlich wir handeln mit verschiedenen Gegenständen, ne? Wir rüsten uns da immer wieder aus. Es wird ein bisschen Eurogame as its best wahrscheinlich einfach werden. Ne, mit einem schönen Artwork, vielleicht einem Setting, das sich stört, was einen auch ein bisschen stimmungsvoll mitnimmt. Ich erwarte mir hier keinen totalen Brecher. Ja, das soll sich sehr feldmäßig anfühlen, wie ich gehört habe. Genau, das, ne, also, ne, wenn das so ein bisschen irgendwie in Richtung geht, softes Bonfire, dann bin ich da ganz froh drüber. Das nimmt mich schon mal sehr mit. Ja, hatte ich letztes Jahr auch schon auf meiner Liste, dieses Jahr möchte ich es auf jeden Fall sehen. Merchants of the Dark World. Soll ja, also ich habe ja, der Verlag war ja, wie gesagt, nicht auf das Spiel. Ich habe die dann noch angeschrieben und die wollten mir auch eins zuschicken zum Rezensieren und Vorstellen. Mhm. Es klang so, als würden sie es losschicken. Das ist jetzt schon, wann war die Spiel? Oktober? Mhm. Also schon ein bisschen her. Ja. Ich werde nochmal nachfragen, gucken. Ne, vielleicht warten sie auch auf die neue Production Wave, die da ist. Und ja, es wird auf jeden Fall hier auf dem Kanal kommen. Ich weiß dazu schon ein bisschen mehr. Ich habe mir schon ein paar amerikanische Rezensionen angeguckt. Ich bin sehr gespannt, wie es uns gefallen wird. Ich könnte mir fast vorstellen, dass Kickstarter, es an mich vielleicht eher rankommt als an dich. Vom Komplexitätsgrad her wirkt es auf mich so, nicht so, als hätte es jetzt... Das ist nicht super komplex. Das ist, ja, glaube ja, ich, eher ein Kennerspiel. Das erwarte ich auch, ja, genau. Kein Expertenspiel. Und es hat ein paar Zufallselemente bzw. Dinge, die die Spieler vor mir stark verändern können, bevor ich wieder dran bin. Es gibt sogar einen Würfel. Ja, Den ich würfle, nachdem ich entschieden habe, was ich tue und dann erfahre, was dabei rauskommt. Ja, schau mal, genau. Auch ein bisschen, fast schon ein bisschen Push-Your-Luck drin. Du siehst ja, ich verrate mal eine Sache zum Beispiel, du fährst ja zu diesen Städten und dann entscheidest du dich zum Beispiel, ob du einen sicheren Weg nimmst oder einen unsicheren. Mhm. Da sind dann so Karten, die man auch aufdeckt und dann können, die anderen Spieler können entscheiden, ob sie mitkommen oder nicht. Und wenn man das gemacht hat, mit Gegenständen kannst du noch einen Würfel mehr mitmachen oder so. Ob du einen Würfel mehr nimmst oder so, du kannst es noch ein bisschen manipulieren. Auf jeden Fall steht dann oben, gibt es dann eben Boni, die man bekommt für bestimmte Würfelergebnisse. Ich glaube, pro Spieler kommt ein Würfel dazu und eventuell eben extra Würfel. Dann wird das gewürfelt und in der Reihenfolge der Spieler, der losgefahren ist zuerst, in den meisten Fällen, das kann sich wohl auch mal umdrehen, sucht sich zuerst aus, nimmt dann das Ergebnis und die anderen der Reihe nach nehmen die Ergebnisse. Also wer immer später eingestiegen ist, hat immer die höhere Chance, ein schlechtes Ergebnis zu bekommen, weil... Es gibt da auch Ergebnisse, die dir Sachen wegnehmen können. Mhm. Kannst du Schätze verlieren und so weiter. Und das entscheidet der Würfelwurf. Also das muss man bei dem Spiel wissen. Da gibt es so ein paar Elemente, wo man das Gefühl haben kann, nicht so viel zur Kontrolle zu haben, wie man das von Eurogames vielleicht gewohnt ist. Das heißt aber nicht, dass sich das schlecht anfühlt. Hat man bei soften Eurogames, also softeren Eurogames, aber manchmal ja schon. Dass es halt über irgendeinen Mechanismus, ne, einen gewissen Zufall reinbringt, aber letztendlich ja über lang, der sich eigentlich ausgleichen sollte. Es sei denn, es ist ein Extremfall, der kann halt mal vorkommen. Das hat man bei allen möglichen Spielen, wo man Karten zieht, kann das genauso passieren. Meistens hat man auch Möglichkeiten, das noch so ein bisschen zu manipulieren. Also letztendlich, klar, gibt es, aber ansonsten würden wir alle nur Schach spielen. Ja. Müsste man auch mal wieder. Genau, ne? Also ist auch noch gar nicht wertend gemeint, das wäre dann ja, so. Ja, klar, aber ne, darum, ich finde das gar nicht so schlimm, wenn das so ist. Aber der Würfel scheint nicht so dominant. Da drüben liegen die vier Würfel, weil die ja halt zu den Reisesachen gehören. Die Würfel auf dem Brett sind die, die schiebst du irgendwie beim Hochschieben, wählst du dann aus, welche Aktion auf deinem Brett du auslöst und die kann man wohl auch irgendwie verändern und neue dazulegen. An dem Wagen kann man einiges machen. Und es gibt einen Puzzle-Aspekt, weil wie ihr seht, die Gegenstände... Mit der Ausrüstung, ja. Aber die darf man immer wieder wohl umlegen, beliebig. Das heißt, letzten Endes... Man baut sich gar nicht so. Ist es reizvoll, ist es störend, hat es eine gute, verwobene Mechanik, ne? Aber das merkt man erst nach ein paar Partien. Ja. We will see. So. Ich lasse mich überraschen, was habe ich auf der... Drei. Ah, ich habe auf der 3. Damit hat
vieles angefangen, auch so meine Vielspielerkarriere. Damit hätte ich nicht gerechnet. Und ich war sehr positiv überrascht davon, als das vor, das hat jetzt sein 10-jähriges Jubiläum, glaube ich. Und ich habe das damals auch bekommen, das, den Vorgänger davon, habe den gespielt und hatte auch eigentlich auch keine Erwartungshaltung und dachte auch, das ist echt ein Spiel, weil ich das Original absolut hasse. Aber Risiko Legacy war eine meiner absolut besten Spielerfahrungen, die ich jemals hatte. Und da gibt es jetzt Nachfolger von Risk Shadow Force. Das ist auch wieder ein Legacy-Spiel, nicht vom gleichen Autor. Ach, das ist basiert auf Risiko Legacy. Und ist, Rob Davio hat da nichts mit gemacht. Heißt er Rob Davio? Ja, ne? Rob Davio. Genau, Rob Davio war da nicht mit involviert. Aber natürlich andere Leute können die Rezepte auch gerne anwenden. Und das soll auch so in die Richtung gehen, dass da auch wieder diverse, ne, hier steht auch ein Legacy-Style-Game. Wir schreiben auf das Spiel, machen irgendwelche Sticker da rein. Gibt noch gar nicht so viele Fotos dazu. Ja, und dann sind da eben auch verschiedene Boxen drin, die wir aufmachen können, verschiedene Umschläge, die eben das Spiel auch wieder dauerhaft verändern. Und hier soll es auch aber so sein, wo ich noch gespannt bin, wie das funktioniert, dass wir einmal diese große, ich weiß nicht, ob ihr irgendwo sieht, Weltkarte haben. Und dann gibt's aber irgendwie auch noch manchmal so kleine Skirmish-Spiele, wo man dann einfach so die Schlacht auf der Weltkarte ausführt, sondern eben im Kleinen. Und wie das dann funktioniert mit 4-5 Spielern, wenn sich da 2 battlen, vielleicht battlen sich auch mal mehr, bin ich mal gespannt. Das soll aber gut funktionieren, also zumindest ein guter Ansatz sein. Und hier ist es eben auch so, jeder hat einen Warlord, den er spielt, den auch die ganzen 15 Missionen überspielt, der halt auch so weiterentwickelt, verschiedene Eigenschaften hat, den du auch einfach hast die ganze Zeit über. Aber trotzdem kannst du mit den Warlords unterschiedliche Fraktionen spielen, die dann auch wieder vor Spielbeginn gedraftet werden, was ja beim alten Risiko auch so war. Da gab es nur diese Fraktionen, man hatte. Und das ist hier irgendwie dann kombiniert, dass ich so zum einen halt diesen Warlord habe, der sich entwickelt und diese Fraktionen, die sich auch mal entwickeln. Der Fokus soll auch ein bisschen mehr auf diesen persönlichen Geschichten dabei liegen. Und das habe ich eben auch gestern, als ich mal geguckt habe, eben auch auf diesen externen Seiten, habe ich das irgendwo gesehen. Und ich dachte so, okay, Risiko Legacy, man braucht ja die richtige Gruppe für. Dann ist das ein mega gutes Spiel. Wenn man da Spieler hat, die einfach ihre Spielfiguren aufs Spielfeld werfen, verliert man auch schnell mal Lust daran. Aber ich bin mal gespannt, ob das mit Risiko Legacy bei Ben nicht so eine Urlaubsgeschichte ist. Ne? Dass über die Jahre hinweg wurde das Spiel immer interessanter und es wurden immer die schönen Sachen, hat man so gut in Erinnerung. Ich glaube, der hatte einfach eine Gruppe. Er hat es ja einmal durchgespielt mit einer Gruppe von 4 Leuten, meine ich. Zu viel. Und bei dem, wenn das richtig gepasst das hat, da war die perfekte Gruppe, dann war es auch, dann wäre vielleicht ein anderes Spiel sogar auch sehr gut gewesen letztendlich. Ist, ne? Oder es kann natürlich auch sein. Das ist halt nicht perfekt ausbalanciert. Wer am Ende das Ding gesamt gewinnt, wird auch nicht durch den Spieler allein entschieden sein. Boah, meine letzte Partie war schon sehr geil. Ich habe einfach gesagt, komm, ich versuch's mal. Und die Partie war nach 20 Minuten zu Ende. Es war natürlich auch, eine Hammer-Neuerung letztendlich. Manche Spiele holen einen ja auch sehr, sehr ab, weil sie so durch die Neuerungen waren. Die mussten dann gar nicht so gut sein. Und alle anderen Spieler, die danach kommen, die mussten dann wirklich halt viel besser werden, weil sie halt diese Neuerungen-Aspekte schon nicht mitgebracht haben. Also meiner Meinung nach immer noch das eines der wenigen kompetitiven Legacy-Spiele, die gut funktionieren mit der richtigen Gruppe. Das kann vielleicht bei anderen Spielen auch so sein, dass ein Queen's Day besser funktioniert, wenn man da die richtige Gruppe für hat. Aber wir, also die allererste Runde, die ich da gespielt habe, erst zu viert, dann zwischendurch zu fünft, zu Ende wieder zu viert, das hat so perfekt gepasst. Ich weiß noch, die eine Runde, wo dann auch irgendwie 2 Leute nach Hause mussten und wir auch noch dann irgendwie eine Flasche Wein dabei leer gemacht haben. Und okay, jetzt wissen wir, warum es geklappt hat. Am Ende hatten wir 40 Armeen, haben gewürfelt, es war schon sehr legendär. Okay, also wir stellen fest, das Spiel war die zweite Ebene, die wichtig war. Es gab auch noch das Spiel. Es war es ist halt am Ende immer noch ein Würfelspiel und so weiter. Ja, und das Draften der Fraktion sorgt dafür, dass das Ungebalanced immer weitergereicht wird dann verschiedene. Aber das war doch geil, ne? Das war damals so Legacy-Spiele bei 9, wir haben das halt auch gespielt, mit auch einem Kumpel, der auch dann nach der ersten Partie meinte, okay, das war jetzt ein scheiß Risiko, er hat auch dann die Partie nicht gewonnen, meinte auch so, ja, brauchen wir nicht weiterspielen, weil Risiko habe ich schon, bin ich durch mit. Und dann haben wir aber auch danach halt einen Umschlag aufgemacht und hieß es halt, ja, irgendwie zerreißt irgendwas. Und habe ich halt, meinte, ja, was machen wir jetzt? Ich so, durchgegangen. Okay. Genau, dieser Moment, der ist in dem halt Moment wäre ich ganz weg, und weil dann, ich hasse es, den kaputt zu machen. Und dann hieß es halt auch, okay, da sind jetzt ein paar Neuerungen gekommen, da können wir mal gucken nächste Woche, wie sich die so auswirken. Und dann haben wir uns halt eine Woche später wieder getroffen. Und dann hieß es auch wieder irgendwie, ja, jetzt müsst ihr euch entscheiden zwischen den beiden Sachen. Die andere Karte macht die ja halt kaputt. Und ich auch wieder so, nee, warte, meinte er. Darf ich? Boah, geil. Boah. Das war sehr ich schön. Ich finde das schon beim Zuhören unangenehm. Nein, das ist wirklich, das muss man bei solchen Spielen auch machen. Hier steht das sieht man gar nicht so richtig, da steht ja Netrunner, tödliche Direktive. Das ist auch ein Legacy-Spiel mit Karten, mit Stickern und auch Sachen, die ganz wegkommen. Keine Lust an Destruktion bei dir. Ich will jetzt auch nicht, das ist auch qualitativ, das ist auch nicht gut gebalanced, das ist ja auch ein Gegeneinander mit 2 Personen, das ist egal, man erlebt auch eine Geschichte, ist auch egal. Der Punkt ist, da sind all die Sachen, die man aussortiert, noch drin. Das ich kann man da machen, Zeit, aber man ist halt mehr drin, hat mehr Bezug zum Spiel, wenn man das wirklich so voll ich finde das richtig körperlich unangenehm. Ja. Und das Schlimme ist, dass Ben Promokarten für Terraforming Mars bekommen hat, die alte Karten ersetzen und er hat ernsthaft die alten Karten zerrissen. Die brauche ich nicht, dass man die
vielleicht doch nochmal will, weil die neuen Karten sind auch meiner Meinung nach nicht balanciert. Die sind einfach deutlich stärker als die alten und unbalanciert. Die sind schon gut. Weil die noch zusätzliche Effekte haben und er hat die alten, also da habe ich auch, eine habe ich glaube ich mitgenommen. Genau. Die eine hast du noch so gerettet. Die habe ich wirklich gerettet. ja, also das ist halt, das ist so gar keine Wertung von mir. Yeah, sondern even throw away parts of it. Dann, wenn man es wegschmeißt, kann man was so, auch entsorgt werden. Hart. Dein Platz ich freue mich da sehr drauf. Ich hoffe, mal gucken, welche Gruppe ich das dann spiele. Wir machen hier so einen richtig harten Pivot, weil das ist ja ein Spiel, das spielst du einmal. Mhm. Da reißt du Sachen kaputt, da schmeißt du Sachen weg. Mhm. Mein Platz 2 hat sich auch mit, ist auch ein Kickstarter natürlich, aber da steht drin, der soll nachhaltig produziert sein. Ich habe das jetzt nicht genau überprüft, aber ne, aus nachhaltigen Materialien wird, glaube ich, auch in Europa produziert, glaube ich. Naja, das Spiel hatte ich auch mal in der Liste, dann habe ich gesehen, genau. Da ist Karl das drin, habe ich gesagt, okay, dann lasse ich das Karl und schmeiße das bei mir mal raus. Da freue ich mich auch mega drauf, richtig. Weil Karl das gar nicht in seiner Liste haben darf. Okay. Earthborn Rangers, das dürfte für dich auch vielleicht interessant sein. Oh ja. Und das ist jetzt nämlich, aber ich finde gerade mal, kommen wir zum Thema gleich, aber der krasse Gegenaspekt halt zu Risk, weil hier geht es erstens um Nachhaltigkeit in der Produktion selbst auch, also pure Gegenteil zu einem Legacy-Spiel wie Risiko. Und zum anderen ist auch im Thema ein bisschen, das ist ein bisschen naturverbundener verankert. Ich habe das auch genommen, weil ich das eben mal schön fand mit dem Thema. Das ist auch wieder ein Science-Fiction-Thema. Wir sind ja in der fernen Zukunft auf der Erde, aber es ist so ein bisschen idyllischer. Die Natur hat wohl viel zurückerobert, aber es ist jetzt auch nicht so, dass hier die Leute irgendwie jetzt in der Postapokalypse negativ leben. Es hat so einen gewissen entspannten Flair. Du bist halt in der Nähe der Rockies, in den Wäldern unterwegs. Da gibt es auch Redwoods und sowas zum Beispiel. Ne? Hier aber du siehst dann diese alten Überreste von einer untergegangenen Zivilisation. Und wir sind halt Ranger, die hier durch die Wildnis ziehen. Und es ist auch ein Narrative-driven Game und ein Open-World-Ding, wo du dich entscheiden kannst, wo du hingehen willst auf der Karte. Aber auch Missionen erfüllst und einer ganzen Kampagne folgen kannst. Du wirst die Mechanik kennen, denn man spielt mit einem Deck. Jeder Spieler hat ein Deck. Und da sehen wir viele an Arkham Living Card Game angelegte Mechaniken. Wir haben, je nachdem wie wir unsere Charaktere zusammengestellt haben, in vier verschiedenen Bereichen unterschiedlich viele, ich sag mal, Ressourcentoken. Das heißt, wir sind unterschiedlich gut für bestimmte Sachen. Und wir müssen dann in jeder Runde managen, wie viel geben wir davon aus. Wir spielen Ausrüstung aus. Wir ziehen von einem gemeinsamen Deck hier Karten, ähnlich dem Mythos-Deck bei Arkham Horror, also dem Living Card Game, die wir entweder zu uns spielen oder in so ein zentrales Tableau. Ich weiß noch nicht genau, wie viel Spielerinteraktion tatsächlich dabei ist. Das Spiel ist auch schon ab 1 spielbar. Auch kooperativ oder gegeneinander? Kooperativ. Genau. Voll kooperativ, was auch zu der etwas entspannteren Stimmung, sage ich mal, passt. Mhm. Ich habe mir so ein Beispiel-Let's Play dazu angeguckt, um ein bisschen reinzukommen. Und das klingt schon ganz interessant, auch recht dynamisch. Du hast auch ein kleines Buch dabei zum Lesen. Und dann sollst du vielleicht zum Beispiel jemanden suchen. Dazu musst du eben in der Gegend so ein paar Sachen schaffen. Aber dann wird die Missionskarte umgedreht. Aber catcht dich das so sehr? Also ich finde es ja gar nicht so schlimm, wenn ich immer das totale Düster sein muss und so etwas. Und das Artwork ist hier schon schön und Natur. Und ich als Everdale-Freund bin jetzt wirklich nicht der Letzte, der sagt, so ein Setting darf nicht auch immer schön und angenehm sein. Aber es wirkt für mich fast ein bisschen weichgespült irgendwie. Und dann ist die Frage, zieht es wirklich, dass es jetzt auch interessant ist? Weil einfach nur ein Abenteuer zu erleben, wo es dann heißt, ja, das ist alles ganz schön und da sind halt irgendwie so leichte Herausforderungen, ich muss jetzt irgendwas machen, das muss mich ja halt irgendwie auch schon noch mitnehmen. Es muss ja irgendwie noch schon noch alles spannend und interessant sein. Weißt du natürlich nicht, weil du es nicht gespielt hast, aber klingt es dann irgendwie raus. Du hast ja eins der Bilder gesehen, ne? Ja. Also es gibt ja auch diese untergegangenen, diese überwucherten Ruinen, die man hoffentlich eben entsprechend erkunden wird und ich hoffe, dass da schon dann genug Spannung drinsteht. Steckt so ein bisschen für mich wie nach Discover von der Story her. Also nicht von der, aber weil Discover war auch, klang auch irgendwie erstmal spannend und war dann letztendlich dann doch ungefähr so viel Inhalt wie eine Bananenschale, die das leer kann ist. Ja, das sein. Ist nicht so. Discover ist schön, aber es ist halt von der Story her. Also ich fand's gar nicht so schlecht, aber ich fand von der Story her. Wolltest du vorhin Open-World-Spiele haben? Jetzt hast du mal einen. Ja, genau. Da haben wir mal einen. Also wie gesagt, ich bin da gespannt. Wie gesagt, auch gerade wenn man vielleicht einmal so Ruinen erkundet. Ich fand ja auf der PlayStation tatsächlich auch Horizon Zero Dawn sehr interessant. Das ist ja auch so eine Postapokalypse, in der die Menschheit quasi wieder weit zurückgefallen ist und dann aber anstatt von Tieren halt Roboter unterwegs sind und es gibt halt die Ruinen der untergegangenen Städte und wir sind so weit schon wieder aus. Ja, das wird auf Deutsch rauskommen. Und deswegen ist das schon ein Setting, das ist für mich unverbraucht und das wird stehen und fallen mit der Geschichte, die es erzählt. Die soll auch recht dynamisch sein, also dass zum Beispiel eine Person sich dann auch an dich erinnert, wenn du sie wieder triffst in irgendeiner anderen Mission und auch schon in der Beispielmission war es so, dass du hast dann jemanden gesucht und denjenigen hast du dann gefunden. Und dann stand aber drauf, wenn ihr so und so lange gebraucht habt, also quasi Züge,
dann guckt den Punkt an, mhm, wenn ihr so und so viel, dann den. Also sprich, du konntest rechtzeitig da sein oder du konntest zu spät kommen. Das mag ich. Ohne also App? Das wirkte sehr dynamisch. Keine App. Alles kartengesteuert. Okay. Ja. Können wir, ich glaube, da wären wir zu dritt tatsächlich eine gute Runde, um das auszuprobieren. Das wird, ach doch, das ist auch für sich. Ich meine, es kommt auf Deutsch, das heißt, es wird auf dem Tisch bei uns landen. Und also, wie gesagt, das ist ne, Arkham Horror mal anders gemacht. Und es kann auch spannend. Mal ein angenehmeres oder ein ruhigeres Thema. Jetzt idyllisch ist vielleicht drin. Ich hoffe schon, dass das drin ist, was Spannendes. Aber Horizon Zero Dawn, so vom. Das ist das, was ich gerade gesagt hatte. Das ist das, worüber ich gerade geredet hatte mit den Robotern. Da siehst du mal, wie mir das geht. Da sehe ich mal, wie du mir zuhörst. Hör ich da Arkham? Wie gesagt, ich hoffe schon, dass Spannung drin ist, aber sowas Angenehmes ist auch mal nicht. Ja? Mein Platz 2. Arkham. Wir bleiben bei dem Spielsystem. Oh. Wir bleiben bei Arkham. Es muss doch eine Erweiterung rein. Und zwar Arkham am Rande der Welt. Und zwar die Kampagnenerweiterung. Arkham, das Living Card Game. Das ist jetzt die beste Erweiterung, ist ja egal. Ja, letztendlich, ne, es ist halt das, ne, derselbe Zusammenhang hier ein bisschen. Ich erkläre es ganz kurz, warum. Also Arkham letztendlich bekommt eine neue Startbox und damit machen sie einen neuen Zyklus auf und splitten das System so auf, dass man jetzt nicht mehr einen Basiskasten hat pro Kampagne, wo zwei Szenarien drin sind, inklusive auch noch Spielerkarten, plus dass man jetzt nochmal 6 Szenario-Packs hat, wo auch immer Szenario plus Spielerkarten drin sind. Das hat immer so ungefähr um die 110, 120 Euro gekostet. Musste man sich dann alles kaufen, wenn die ganze Kampagne haben wollte. Dann hatte man halt die ganzen Spielerkarten und die Kampagne. Wenn man jetzt auf einmal Kampagnen-Szenario-Pack 4 nicht bekommen hat, dann war es halt blöd. Du konntest die Kampagne nicht vorspielen. Ne? Du musstest halt immer gucken, dass du es alles zusammenbestellt bekommst. Und diejenigen, die Spielerkarten auch haben wollten, mussten sich dann halt das Ganze kaufen. Dann ist das halt problematisch, wenn du in der Gruppe das spielen möchtest. Du kannst ja 1 bis 4 Spieler da spielen. Dann hast du halt das Material 2-mal da. Für ein Szenario brauchst du nicht. Also das war schon ein bisschen schwierig, sage ich mal. Das Spiel ist sowieso natürlich ein totales Premium-Spiel. Das ist Geld total teuer. Nennt man das. Aber davon sind sie jetzt zumindest so weit weg, dass sie gesagt haben, okay, wir bringen jetzt einmal die Spielerkarten raus für eine Kampagne mit Charakteren und zusätzlichen Spielerkarten. Und dann bringen wir einmal das Kampagnen-Set komplett raus, ja, sodass man sich da nichts extra kaufen muss. Und das sind dann alle Szenarien drin. Wir sind in der Story wieder. Man muss ein bisschen unterscheiden. Bei Arkham ist es so, ab und zu sind es Kampagnen, die sich anhand von Büchern von Lovecraft so ein bisschen orientieren. Wir sind bei Berge des Wahnsinns hier, genau. Das haben sie mit der Vorgängerkampagne, die Innsmouth-Verschwörung, auch so gemacht. Ne? Da war es ja auch Schatten über Innsmouth, was so ein bisschen dafür den Leitfaden hergab. Das gab es beim Hexenhaus auch so, ne? Also die Träume, die Geschichte. Das gab es natürlich bei der ersten großen Kampagne bei Dunwich auch. Ne? Also da stehen manchmal so große Geschichten hinter, die entweder die ganze Kampagne widerspiegeln oder nur einzelne Szenarien. Bei Innsmouth hat der Autor sogar extra gesagt, letztendlich, er wollte jetzt Innsmouth nicht einfach wiedergeben, so wie es alle kennen. Es gibt ja sogar einen Film dazu und es gibt die Geschichte, ja, und all diese ganzen Emotionen wollte er halt reinbringen, aber wollte nicht genau die Geschichte wieder erzählen. Und das ist halt gar nicht so einfach, weil er hat natürlich eine starke Erwartung. Haben sie aber bei Dunwich Legacy auch gemacht. Haben sie ja die Geschichte einfach weiter erzählt. Da haben sie die Geschichte weiter erzählt und das probieren sie halt immer irgendwie. Es klappt mal gut, mal weniger gut. Dazu gibt es bald dann irgendwann auch mal ein Video zu den Erweiterungen. Ja, ne? Aber in der Liste. Aber hier bei Berge des Wahnsinns machen sie das halt auch wieder so. Sie nehmen die Grundgeschichte und haben sie irgendwie im Hintergrund mit drin, aber sie erzählen jetzt nicht die Grundgeschichte nach, weil dann wüsste man einfach immer, was passieren würde. Sondern hier ist es so, wir sind eine Expedition, wir sind mit dem Flugzeug hingeflogen, wir stürzen ab, ja, wir sind jetzt die Überlebenden und wir müssen uns halt in dieser lebensfeindlichen Umgebung irgendwie erstmal klarkommen, orientieren und relativ schnell merken wir, da hat uns irgendwas vom Himmel runtergeholt und herrje, was sind denn das da für merkwürdige, weiter will ich nicht erzählen. Ja, und hey, wenn das gut ist, wird das richtig, richtig heiß. Weil meistens haben sie eine interessante Storyline mit einem guten Mechanismus, mit schicken Kämpfen, ja, und also manchmal klappt es halt wirklich so, dass du ein Szenario nach dem nächsten wegsuchtest. Du spielst die Kampagne sogar ein zweites oder ein drittes Mal, kein Problem. Manchmal schlagen sie ein bisschen über die Stränge darüber. Innsmouth war bei mir in den Top 10 2021, aber auch nicht auf Platz 1, weil sie da so ein paar kleine Sachen reingebaut haben. Ich wollte gerade sagen, dass am Ende des Jahres dann in Flo's Top 10 als geht so. Ja. können wir jetzt schon spoilern. Ja, ich hoffe, also da ist das Problem ist, es ist halt das Buch Berge des Wahnsinns ist gut, ja, das ist richtig spannend, wer sowas mag. Es gibt eine Rollenspielkampagne dazu, Cthulhu Berge des Wahnsinns, die habe ich gespielt über 3 Jahre, habe die geleitet. Scheint wohl gut zu sein. Und das ist der Wahnsinn, ja, es gibt ein Brettspiel. So, so gut. Es gibt noch ein Brettspiel, ja, ne, aber das
ist, glaube ich, nicht das. Das war so, okay, da haben wir Stefan in den Wahnsinn getrieben, als er die Regeln. Ja. Das habe ich mit Eltern gespielt, das waren die Einzigen, die das ernst gespielt haben. Ja, kann man auch machen, aber hier erwarte ich halt der sehr viel und dementsprechend. Ja, ich bin auch, also ich will das ja eigentlich in diesem Monat noch spielen, mal gucken, ob ich da die Zeit für finde, aber. Ich mag halt dieses neue System, habe ich auch schon in diversen Videos erzählt, vielleicht guckt jetzt auch einer das erste Mal zu. Ich habe von Arkham Horror, was es so Stand jetzt gab, mit dem alten System, mit den einzelnen Boxen und so, ich habe da fast alles. Ich habe, glaube ich, nur diese Dschungel-Mission-Kampagne nicht, alles andere habe ich zu Hause rumliegen, habe da halt Tonnen von Karten, muss mir auch immer die Decks wieder neu zusammenbauen, muss die Karten immer alle irgendwo lagern. Wenn ich das jetzt spielen will, denke ich mir schon, oh Gott. Und jetzt kann ich einfach sagen, okay, ich nehme einfach die Ermittler aus dem Grundspiel, weil mit denen müssen jetzt alle Szenarien funktionieren. Hab halt diese Box, kann da einfach mir abends ein Abenteuer aufbauen, hab das halt, das ist ein überschaubarer Kartenpool. Das ist jetzt so meine Art, das Spiel zu spielen, weil ich will halt nicht so viel Zeit in dieses Deck bauen zu stecken, sondern einfach sagen, zack, ich nehme mir das, kann das vielleicht auch, es gibt ja so kaufbare Startermittler, die auch sehr gut sind. Da habe ich halt eine Box, wo alles drin ist, sprich, nehme einen so Startermittler in seinem Pack, baue das erste Szenario auf, das dürfte relativ schnell gehen. Ich hoffe einfach, dass man da jetzt nicht mehr eine Stunde oder anderthalb an der Mission spielt und nochmal dann irgendwie hinterher und vorher eine halbe Stunde jeweils aufbauen muss und dass es auch relativ zügig geht und man dann eben auch wirklich alle 8 Missionen durchspielen kann. Bin ich mal gespannt drauf, aber ich habe auf jeden Fall Bock, das zu spielen. Ich habe auch Bock, das Solo zu spielen. Vielleicht zu zweit, muss man nur gucken. Da braucht man ja auch jemanden, der es regelmäßig mit einem spielt. Aber ich glaube, das ist so mein System. Und jetzt, weil ich habe gesagt, ich habe da viel von dem alten Arkham Horror, habe aber nicht so viel gespielt. Ich habe damit angefangen. Carcosa habe ich zu 6-8 gespielt. Der gebrochene Kreis habe ich komplett durchgespielt. Und der Rest ist halt auch noch offen. Du hast den Blob, glaube ich, gespielt. Das ist ein Einzelszenario. Das Einzelszenario. Ja, richtig. Genau. So, mein Platz 2 ist Stationfall. Stationfall. Sagt dir das was? Kein bisschen. Kein bisschen. Ja, ich dachte erst, es wäre ein anderes Spiel, das es nicht ist. Sagt dir Root was? Ja, Root sagt mir etwas. Und wie würdest du es jetzt finden, wenn du ein Root Eurogame für einen bis neun Spieler mit verdeckten Rollen hast? So ein bisschen Heimlich und Co-mäßig. Es gibt halt viele verschiedene Charaktere. Es gibt halt diese Station, die wird in 15 Minuten abstürzen, die in der Atmosphäre verglühen. Und wir müssen jetzt halt irgendwie da runterkommen. Wir haben ja auch so ein bisschen Nemesis-Vibes, weil du hast halt Ziele. Das heißt, du hast so als privates Ziel, töte den und den Charakter oder beschütze den und den Charakter. Du hast aber gleichzeitig noch das Ziel deines Charakters, deiner Rolle, die auch ein Ziel hat, aber du weißt vorher, welchen Charakter du hast. Alle Leute sehen, welche Charaktere es gibt, welche Fähigkeiten die haben. Da kommt so ein bisschen der Root-Aspekt her, weil jeder anders funktioniert. Und dann musst du halt spielen, musst irgendwie versuchen, deine Aufgabe zu erfüllen, dabei aber auch gucken, dass du natürlich irgendwie dich nicht zu früh enthüllst und auch jeder kann deinen Charakter halt irgendwie benutzen, irgendwas mit dem machen. Habe ich das richtig verstanden? Man weiß nicht, welche der Charaktere die Spielercharaktere sind. Genau, es gibt in jeder Runde, je nach Spielerzahl, eine bestimmte Anzahl an Charakteren, die da drin liegen. Die sieht man auch, glaube ich, hier irgendwo. Genau, lassen Sie die Genau, das sind, glaube ich, die verschiedenen Charaktere, es gibt. Es gibt auch einen Hamster oder so im Käfig, der so ein Hypno-Hamster ist, der da auch irgendwelche Sachen macht. Irgendwie so ein Monkey, der da rumläuft und alles Mögliche. Und hier auch Dr. Hyde und Dr. Jekyll, da spielen dann sogar zwei Leute irgendwie einen Charakter. Und genau, und ne, solange du dich nicht enttarnt hast, also nicht sagst, ich bin der Charakter, kann den halt auch irgendwie jeder benutzen. Ab da, wo du dich natürlich enttarnt hast, hast du auch dann so eine Zielscheibe hinten auf dem Rücken, wo die Leute natürlich dann auf dich gehen. Aber natürlich, wenn sie dich blockieren, arbeiten sie auch nicht an dem eigenen Ziel. Das klingt super spannend. Ich habe als Aufgabe nicht einen Charakter zu töten, sondern bestimmt einen Spieler zu eliminieren. Aber ich weiß ja erstmal nicht, wer der Spieler ist. Ich glaube schon einen bestimmten Charakter. Ah, okay. Also ich bin da noch nicht ganz so tief drin. Es klingt total abgespaced. Es hieß auch so, deswegen auch so ein bisschen auch wieder der Root-Vergleich. Mhm. Du musst halt alle Charaktere, die drin sind, auch kennen, wissen, wie funktionieren. Das ist also sehr viel Regel. Mal gucken, ob es dann zu viel Regel ist, was das Spiel ist. Genau, entweder klingt es nach einem total leichten, sinnlosen Partyspiel oder nach einem hyperkomplexen, asymmetrischen Spiel, wo letztendlich alle erstmal eine Stunde einen Vortrag hören müssen, damit jeder über jeden Charakter Bescheid weiß, damit man genau analysieren kann, welcher Charakter was macht. Hier ist diese Hypnoratte, hier ist irgendwie dieses komische Alien-Wesen, hier irgendwie, keine Ahnung, was das ist, der Koch oder so. Also alle möglichen Charaktere, die es so gibt. Und wie zur verflixt. Warum stürzt die Raumstation auch noch ab? Also das weiß man nicht, aber wir haben, und es soll halt auch dadurch so ein Emergent Storytelling haben, dass egal wie so eine Partie läuft, auch egal wie sie für dich läuft, du wirst immer, ähnlich wie bei Nemesis, aus dem, was da passiert, irgendeine Geschichte haben, die du auch nach einem halben Jahr noch erzählen kannst, weil das einfach so ein cooles Emergent Storytelling hat, sprich nicht eine vorgegebene Geschichte, sondern die Events, die im Spiel passieren, die auch teilweise random sein können, erzählen dann eine Geschichte. Das ist von dem Sohn von Phil Eklund, von Matt Eklund, heißt er, glaube ich. Die machen ja sonst auch immer eher so die krass großen, anspruchsvollen Spiele und super komplex und schwer zum Reinkommen. Da sieht man auch die Station. Da soll das ein bisschen seichter sein. Und ich bin, also es ist auch in vielen Vorfreudelisten ganz weit oben. Ja. Wir haben ja auch, ne, Marcel hat ja auch so seine Liste hier mit reingepostet, wo uns auch ein bisschen inspirieren lassen konnten. Als er es auch drin hat, habe ich da auch nochmal näher reingeguckt. Und das klingt nach was ich auf jeden Fall unbedingt
gerne auswählen möchte. Ob das dann gut oder schlecht ist, weiß man nicht. Aber so alles, was ich gerade erzählt habe, was eine grobe Zusammenfassung war, klingt erstmal so, dass ich sage, habe ich Bock drauf, das auszuprobieren. Du arbeitest also nicht gegen die Gegner, wie bei Nemesis, irgendwelche Aliens, die da rumrennen, sondern es sind nur diese Personen da. Personen. Und es gibt keine anderen, die noch irgendwie gesteuert werden. Das heißt, die spielen gegeneinander. Das ist wieder sehr gruppenabhängig wahrscheinlich von den Leuten. Ob es halt Spaß macht, richtig gut ist, ob die Leute gut mit interagieren, ob sie Spaß an so etwas haben oder ob man halt relativ schnell dann merkt, ach Mensch, hier, ne, ihr arbeitet nur gegen mich oder sowas oder es klappt alles nicht. Ich könnte mir vorstellen, das ist für die Battlestar Galactica Zielgruppe schon so ungefähr. Das klingt ja, ne, also es ist ein verdeckter Rollenspiel. Das klingt ein bisschen nach der Root mit dem... Mit die, aber es ist ja dieser, aber in Root hast du ja keine verdeckten Rollen. Ich glaube, hier ist ja der besondere Kniff. Das ist das gleiche Spiel. Ja, aber das ist dieses Umdrehen des Konzeptes. Du weißt, wer auf dem Plan welcher Spieler ist. Du weißt nur nicht, was die Figur für eine verdeckte Rolle hier hat. Hier ist es so, heimlich und dass du vielleicht ungefähr weißt, was jemand erreichen will. Vielleicht auch nicht mal das. Aber du weißt nicht, wer auf dem Spielplan derjenige ist. Das ist schon ein bisschen irre. Ne? Also da läuft dieses riesige Alien über den Plan, aber wer von euch ist eigentlich diese Figur? Wie gut ist es spielbar mit so vielen Leuten? Ne? Also ein Spiel, was halt wirklich dann schon noch Spaß machen soll, wenn man zu viert spielt, aber was auch noch funktionieren Figur, soll mit 8 Leuten. Der Punkt ist, nicht jede Figur ist überhaupt ein Spieler. Naja, aber 1 bis 9 Spieler. Ja. Ja. 1 bis 9 Spieler. 1 bis 9 Spieler. Das können bis zu alle sein. Ja, aber darum, es gibt glaube ich 20 Charaktere oder so. Es sind nie alle im Spiel. Ah, okay. Ja, da waren ganz viele gerade drauf. Genau. Cover, ne? Und dadurch ist auch jedes Mal, es hast du natürlich andere Konstellationen von Charakteren, die auch immer andere Synergien wirken. Ja, schade, dass du nicht draußen. Das wäre das Perfekte, was für deinen Geburtstag wäre. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ja, wobei es sieht aus, als hätte es auch schon ein bisschen Regeln. Also auf den Karten stand schon ein bisschen was. Yeah, das Universitätsrating von 3,7 Punkten. Das ist schon, ich sagte, also geht dann eher Richtung Heavy Euro. Ja, entweder hast du halt wirklich nur ganz soft und weich, dann würde ich sagen, wird es eher langweilig, wenn die Leute nichts machen können und du nur solche Aktionen hast wie, okay, ich kann jetzt hingehen und irgendwie Knopf A drücken. Oder du musst vielleicht im schlimmsten Fall jetzt mal eine Stunde lang einen Vortrag lauschen. A game of blackmail, betrayal, murder, mayhem, danger und destruction. Klingt für mich erstmal ganz interessant. Also interessant auf jeden Fall. Ob es dann gut ist oder nicht, weiß ich nicht, aber es ist so... Bin ich auch gespannt. So verdeckte Rollen ist so, kann so Hit und Miss sein. Mhm. Bin ich gespannt. Dann sind wir ja schon beim großen Finale. Das warst du, ne? Cards Nummer 1. So, Trommelwirbel. Nicht Earth von Rangers. Aber? Sondern es ist ein Spiel von dem Macher von Xia. Ja. Cody Miller hieß der gute Mann. Ich weiß gar nicht, ob der so viel großartig anderes gemacht hat. Es handelt sich um Rüdiger. Ich komme mal direkt mit dem Namen raus, damit hier auch was zu sehen ist, während ich rede. Und auch hier über Saya können wir ja können wir uns ja streiten. Also das Balancing ohne Erweiterung war wohl schwierig, aber was es halt war, war ein Sandbox-Spiel, in dem du sehr viele verschiedene Wege einschlagen konntest und dann eben, ne, konntest handeln, du konntest irgendwie Piraten besiegen, du konntest was auch immer machen. Das ist, ja? Und die Erweiterung hat dann wohl dafür gesorgt, dass du das auch machen Green konntest, ohne automatisch verloren zu sein. Green Legacy, genau, da komme ich jetzt gleich zu. Rydia ist jetzt auch Sandboxy, ist ein kooperatives Spiel, auch wieder ein Rollenspiel am Ende des Tages. Wir haben also alle Charaktere und das Schöne ist, du erkundest eine Überlandkarte und kannst da eben auf Sachen treffen, interessante Orte und so weiter finden, kannst dann in diese Orte quasi auch reingehen, dann hast du eine Karte auf dem Tisch, gehst du zum Beispiel in eine Ortschaft und du hast dann auch in der Ortschaft verschiedene markierte Orte, die du halt in einem Buch auch aufschlagen kannst. Das ist das, was du beim Sandbox-Spiel haben möchtest und es wäre so gut, wenn man ein Spiel das richtig machen könnte. Aber es geht noch weiter. Vielleicht funktioniert das einfach nicht, vielleicht ist das so eine Computersache, aber... Es geht ja noch weiter. Ja. Also angenommen, du kommst jetzt in diese Ortschaft, dann siehst du halt die Häuser auf der Karte. Mhm. Und dann kann es meinetwegen sein, dass da ist dann halt die Tür, ist ein Feld so, das du auswählen kannst, das heißt, damit interagiere ich jetzt. Und dann gehst du in das Haus rein und was du dann ist, dann gibt es auch so einen Kartenschuber, wo du dann eben das rausnimmst, dann legst ein Overlay dahin und jetzt siehst du das Innere von dem Haus. Mhm. Und in dem Haus dann wieder Interaktionspunkte und kannst dann eben Missionen annehmen. Das ist also sehr klassisch, wie klassische Computer-Rollenspiele, so Richtung 90er, dass du eben auf Missionen gehst, vielleicht auch mal ein Monster jagen gehst. Du kannst die Charaktere leveln, mit Spezialfähigkeiten ausstatten, Gegenstände natürlich und so weiter und so fort. Es ist Green Legacy in dem Sinne, als dass du hast einen Plan, wo du halt diese Sachen drin hast. Ne? So Hexfelder sind es, glaube ich, auf der Überlandkarte. Du kannst es aber auch alles wieder auseinandernehmen, zusammentun und könntest es dann jemand anderem weitergeben. Also es speichert,
aber du kannst das wieder zurücksetzen. Das finde ich auch sehr schön tatsächlich. Diese Kombination von einer Open-World-Geschichte, die wirklich eine entsprechende Tiefe auch hat, wo es sich lohnt, auch mal rechts und links hinzugehen, wo es auch spielsystematisch irgendwie Sinn ergibt, aber auf der anderen Seite halt nicht so, ja, so langwierig wird. Das ist ja das Problem, was natürlich Computerspiele natürlich dann viel, viel besser einfach zusammenfassen können, weil einfach im Hintergrund ein Automatismus läuft oder ne, du einfach schnell irgendwelche Distanzen überbrücken kannst oder sowas. Da warte ich immer noch drauf. Ich bin, wie gesagt, gespannt. Also das Kampfsystem habe ich mir jetzt auch noch nicht super genau angeguckt. 1 bis 40 Apropos langwierig, 1 bis 40 Genau. Du spielst das halt in Sessions. Das Kampfsystem sieht halt auch so aus. Da gehst du auch auf extra Karten. Das sieht man hier mit den Miniaturen. Da gibt es also auch extra Karten, auf denen du kämpfen kannst, auch mit eingeteilten Arealen. Hast du die Miniaturen schon mal näher angeguckt? Mit, was meinst du? Achso, ja. Erzähl mal weiter. Okay. Oh, es sind Katzen. Sehr gut. Es geht noch weiter. Ja, erzähl mal es weiter. Es gibt jede Menge Miniaturen. Also der kämpft auf jeden Fall auch mit so Arealen. Erzähl mal weiter. Wie bei Agemonia. Und es wird mit Würfeln gearbeitet. Es gibt dann auch Trefferzonen. Da bin ich auch mal gespannt, wie das funktioniert. Also du kannst dann auch gucken, irgendwie bestimmte Waffe greift irgendwas anderes speziell an. Und du deine Waffen können auch irgendwie gegen verschiedene Gegner unterschiedlich effektiv sein, weil du auf den Gegnern so Felder abdeckst. Und wenn alle abgedeckt sind, ist der Gegner besiegt und so weiter. Mal gucken. Das muss ich. So viele Probleme scheint Xayah nicht gehabt zu haben. Der Dice Tower fand es ziemlich geil. Nee, es war wohl ein wirklich gutes Sandbox-Spiel mit vielen Möglichkeiten, das aber in seiner Grundform wohl, du konntest viel Pech haben und dann direkt am Anfang eigentlich raus sein, weil es war ein kompetitives Spiel und kein kooperatives. Das ist ja häufig das Problem. Die Erweiterung hat es ein bisschen gefixt. Flo, bist du ein bisschen neugierig darauf? Genau, das habe ich auch gehört. Aber ne, solche Systeme, bei kooperativ ist halt vieles manchmal einfacher. Du hast halt weniger Balance-Probleme und sowas, wenn die Leute eh zusammenarbeiten. Hier sieht man das mit dem Green Legacy, ne? Du drehst das rum. Hier sieht man das mit dem Charakter rum. Ach, ich weiß, was du meinst. Du meinst, genau, man du kannst kann die Charaktere die, komplett, kannst du einen Kopf drauf machen. Du setzt die zusammen, du steckst dir die Miniatur selbst zusammen. Du kannst, glaube ich, sogar die Waffen tauschen. Ja, ja. Genau, also du stellst dir das zusammen, dass die Miniatur wieder so ein Miniaturenspiel, wo man wieder die ganze Zeit Sachen anmalen muss, damit es wirklich halt, gut wirkt. Sowas könnte halt auch etwas übertrieben sein. Ja. Aus Computerspielen ist man es ja gewohnt. Ja, natürlich, genau. Na, aber das ist ja eine modernere Entwicklung. Früher ein Computerspiel hat es halt auch immer den gleichen Sprite. Ja, aber das war dann erst. So Ende der 90er fing das an. Karl, wir sind im Jahr 2022. Selbst heute hast du noch Spiele, in denen man das nicht zwingend sieht, gerade im klassischen Spiel. Als aussieht. Was? Nee, hier siehst du das auch mit dem Umdrehen, ne? Wenn du dann was aufdeckst. Ah, das, ich glaube, das wird richtig geil. Das, ich glaube, das wird auch ein bisschen Nostalgiedrüsen quetschen. Mhm. So, das war jetzt richtig lecker als Aussage. Wir verstehen, was du meinst. Ich bin da super gespannt drauf. Das Problem wird bloß sein, da steht voraussichtliche Lieferung Dezember 22. Ja, das wird es nicht schaffen, oder? Kommt dann auf die Liste für nächstes Jahr. Wir drücken mal die Daumen, genau. Frosthaven wird bis dahin, glaube ich, überdauern. Das ist auch ganz gut, wenn das nicht so früh kommt. Ja, es ist ganz gut, wenn es Ende des Jahres kommt. Genau, das ist die beste Zeit, wo Spiele rauskommen. Gerade im Dezember, da wird es richtig auf den Tisch kommen. Nee, ich meine, es ist ganz gut, wenn es sich ein bisschen verzögert. Das wäre auf jeden Fall gut. Weil wir werden mit Frosthaven dieses Jahr eh zu tun haben. Sehr gut, man muss nichts anmalen. Ich habe... Ich wette, das ist mit extra bezahlt. Nee, hier, include every copy of Aridia. Ui, nicht schlecht. Also wird dann, aber was kostet das hier? 165. Ja, Basecamp. Kostet auch wieder ganz schön was. Ne? Retailer ist das 40er. Ich habe von dem Spiel noch nie was gehört gehabt. Habt ihr vielleicht von meinem Spiel schon was gehört? Das könnte sein, du du standst daneben, als der Autor uns das erklärt hat. Mich wundert auch, dass du dir die Hand noch wäscht. Er hat mir die Hand geschüttelt, das stimmt, das ist richtig. Wer ist denn dieser Autor? Der gute Simone Luciani, der Autor von Barrage oder Barrage, ne? Wasserkraft, genau. Und Marco Polo. Wir wissen, dass er die gewaschen hat. Wir gerade eben die Hände da drüben gewaschen haben. Das hat viel erzählen. Also, ja, der hat ein Spiel sich wieder überlegt. Das ist sein Platz 1, ne? Erstmal Platz 1. Nach Golem, ne, dachte er sich, jetzt muss ich mal ein ordentliches Spiel machen. Und nein, Golem ist auch gut. Aber es geht noch. Aber wir wollen wieder so ein Feuerwerkspiel haben. Und das ist die Frage, ist es das? Auf jeden Fall ist es das schon mal, was den Platz auf dem Tisch angeht. Oh ja. Die Rede ist von Anunnaki Dawn of the Gods. 4X-Spiel, wir haben es uns einen Prototyp zeigen lassen auf der Spielemesse und da hat es uns erklärt. Und es sah schon gigantisch aus, muss man sagen. Man hat verschiedene Alienrassen, die
zu Göttern gehalten werden von der Erdbevölkerung. Die sind letztendlich zur Erde gekommen, um dort die Ressourcen der Erde auszubeuten. Und benutzen. Stargate-Prinzip. Stellt euch Stargate vor. Man hat, ja. Genau, ja, richtig, sehr gut. Wir haben eigene Tableaus nochmal für uns. Es gibt dann nochmal ein Gemeinschaftstableau, wo nochmal alles drauf eingerichtet wird. Es ist halt wirklich klassisch 4X. Also wir entdecken einmal bestimmte Territorien auf den verschiedenen Teilen da. Wir sind dabei, Ressourcen abzubauen. Wir führen Kriege gegen Monster, ja. Wir führen Kriege gegen die Armeen der anderen Leute. Möchtest du sagen, es ist ein 4X-Euro-Game? Es ist ein, ich glaube, es ist ein sehr, sehr hartes 4X-Euro-Game. Da wir jetzt nicht so viele Bilder gerade hier haben, wir sollten dieses Spezielle erwähnen, nämlich, das ist ein 4X-Game mit mehreren Planeten, was du schon gesagt hast, aber das sind halt die riesen Dinger und die liegen auf dem Tisch. Genau, ne? Das sind solche Scheiben mit dann wieder einzelnen Territorien drauf. Genau. Und das war das, was auch der Blickfang, glaube ich, für uns am Anfang war. Da hat man noch Karten, die man auch noch einsetzen kann natürlich. Wir haben noch so einen interaktiven Aktionsmechanismus, ne, der will ich die Regeln davon nicht erklären. Aber all das hat schon wirklich wieder Hunger auf mehr gemacht. Man hat schon gemerkt, dass er da wirklich auch schon seit einer Zeit lang wieder dran sitzt, noch mit einem Co-Autor zusammen. Und ja, ein 4X-Spiel letztendlich, wo auch ein bisschen was dahinter steckt. Ich weiß nicht, ob diese Alien-Mythologie-Verbindung irgendwie... wie doll das triggert oder wie einen das so wegführt. Genau, ja, es kann einfach sein, dass man sagt, okay, nettes Thema, stört nicht, aber dass es halt einen nicht so richtig mitreißt wie bei Wasserkraft. Ich glaube, glaub, das ist nicht das Thema im Vordergrund, aber das Thema trägt auf jeden Fall sehr stark, wie eben auch bei Wasserkraft. Ja. Und das ist es letztendlich. Ne? 1-4 Spieler kann man spielen, 60 bis 120 Minuten halte ich für optimistisch. Bei einem 4X-Spiel wahrscheinlich eher dann doch wieder so locker 2 bis 3 Stunden. Von den Materialien, was er uns gezeigt hat, was auch auf unserem eigenen Tableau zu tun ist, wo wir auch wieder gucken, dass wir auf dem Gemeinschaftstableau auch wieder gewisse Werte hochspielen, uns auch wieder Sachen freischalten. Da sind dann wieder, ne, man kennt das, da sind halt die Leisten, wo man halt über gewisse Punkte nicht rübergehen kann. Da ist quasi eine Barriere, ist dann, hat man sie freigeschaltet. Hm. All das versprach, dass es auch die entsprechende Tiefe hat, die man bei sowas erwartet. Man hat auch auf seinem Tableau irgendwie Sachen draufgelegt und wenn man was umrundet hatte, also alle Linien, dann genau, aktivierte man einen Bonus. Genau. All das lässt vermuten, dass es dann schon so ausführlich ist, dass man hier niemals mit irgendwie 120 Minuten auskommt. Ja, aber was ist denn die perfekte Spielzeit für Flo? Das ist ganz einfach. Bis einer weint. Nein, auf keinen Fall. Und auch hier muss man natürlich ehrlicherweise sagen, das ist jetzt hier Vorfreude 2022. Also wir wissen ja, es wird ein Kickstarter, der erst noch kommen muss. Natürlich. Wir wissen, es ist ein Kickstarter von Kranio. Wenn wir an den Kickstarter von Kranio denken, dann schweigen wir kurz. Und wissen auch, dass es nicht ein halbes Jahr vorher bei den Bäckern sein wird. Außer wir haben daraus gelernt. Eine Barrage-Gedenkminute. Und wir hoffen, dass sie daraus gelernt haben. Aber trotzdem werden wir das sehr wahrscheinlich im nächsten Monat auch zeigen können, weil da hat auch Kranio bei mir angefragt, ob wir da nicht auch eine Preview machen wollen und mal gucken, ob es da Exemplare für gibt, ob es wirklich klappt. Falls ja, werdet ihr das auf jeden Fall bei uns auf dem Tisch sehen und könnt dann das auch live von Flo präsentieren mit einem Enthusiasmus. Ihr seid ja schon beide ein bisschen gemein, ne? Warum? Da kommen die Leute, sagen, hier, mal gucken, 2022, lass mich so gerne inspirieren und dann so, 2022, für uns. Nein, aber es sind auch nur Prototypen tatsächlich, muss man doch mal festhalten. Ja, also, ihr wollt schon das finale Produkt haben. Und die Leute wissen dann ja auch, ob sie es backen sollen oder nicht, weil sie es einfach live gesehen haben. Ich möchte mich darüber nicht beschweren, ich bin gespannt, wie Kingdom Forlorn aussieht. Das andere gucke ich mir vielleicht auch nicht. Nein, ich fand das auch, das sieht auf dem Tisch klasse aus. Ja. Ich bin der Oberflächliche hier, da sitzt derjenige, dem der Kanal gehört, wir nennen ihn den Experten. Hier sitzt Euroflo, Pingu-Pingu-Flo, je nachdem, was die Tagesform ist. Ich weiß nicht, was mit dem Pingu-Pingu herkommt, aber ja. Selber schuld, sagt man dann. Wir sind unsere Generation, macht kein Stargate, außer Flo. Ja, Stargate nicht großartig, den Original-Stargate mit dem Schauspieler von die Serie. Ja. MacGyver, genau, die habe ich, glaube ich, 20 Mal gesehen. Jetzt ist es ganz schlimm, dass mir der Name nicht direkt einfällt. Egal. Auf jeden Fall, ich bin ja der Oberflächliche. Richard Dean Anderson. Geil, perfekt. Geile Optik auf dem Tisch. Die Tischpräsenz war schon bei den Prototypen, den man da gesehen hat. Das war schon cool. Also ich weiß nicht, auf welchen Tisch es passen sollte. Gucken wir mal. Aber den müssen wir auf jeden Fall hier aufeinander bauen. So, ich habe ja gesagt, ich möchte in diesem Jahr hier nur die Knaller rausholen. Neue Spiele, die noch keiner auf dem Schirm hat. Jetzt habe ich aber mal auf die 1 einfach ein Spiel gesetzt, auf das ich mich mega freue, auf die deutsche Version, dass sie hoffentlich nächstes Jahr rauskommt. Wir drücken die Daumen, dass sie es wirklich schafft. Und zwar... dieses Jahr, genau, das ist ja schon im Jahr 2022, Cthulhu Wars. Es gab ja schon mal eine deutsche Version davon, die ist irgendwie bei, ich weiß nicht, Moses? Nicht Moses, bei, wie heißt denn dieser Rollenspielverlag? Ulysses, die quasi. Die verlegen ja auch die Call of Cthulhu-Sachen. Genau, also die haben die vertrieben, aber irgendwie auch nur eine Auflage lang, einen Kickstarter lang. Und jetzt warten ja schon alle Ewigkeiten auf den letzten Kickstarter, ich unter anderem auch. Ich weiß nicht,
4 Jahre, 5 Jahre oder so dauert das schon. Aber wie gesagt, Pegasus hat gesagt, wir steigen da ein, wir wollen das eben auch auf Deutsch rausbringen und es sollte eigentlich schon Mitte letzten Jahres rauskommen. Das wird sich jetzt wahrscheinlich auf dieses Jahr verschieben. Ich hoffe, dass es in diesem Jahr rauskommt. Ich liebe dieses Spiel absolut. Karl auch. Ist, glaube ich, eines der Top 1 Area Control Spiele von Karl. Das kommt bei mir, würde eine All-Time-Liste kommen, das ganz weit oben. Ich habe auch eine ganze Reihe an Peterson-Games-Spielen mir angeguckt und viele davon sahen interessant aus. Ich habe es halt erstens gelassen, weil die gerade auch ein bisschen Probleme haben, ihre Kickstarter fertig zu kriegen. Nicht nur den. Ne, Hyperspace habe ich mir eigentlich gefragt. Klingt total faszinierend. Das ist 3 Jahre mindestens. Auch bringt dafür die Nicht-Kickstarter-Spiele, so Tool Wars Due oder so. Da schaffen sie eins nach dem anderen. Da kommen auch Erweiterungen für, habe ich auch gesehen. Habe ich jetzt mal weggelassen, weil es einfach so unbalanciert war. Bin ich trotzdem sehr gespannt drauf. Absolutes Top-Spiel. Und das endlich auf Deutsch, mit auch den ganzen Erweiterungen auf Deutsch. Das ist das. Aber ich muss mir vorstellen, also 4 bis 5 Jahre, weißt du, wie viele Leute nach Hause so riesige Boxen Cthulhu Wars geliefert kriegen und nicht wissen, was das ist, weil irgendwer in der Zwischenzeit umgezogen ist die kennen das und gar vergessen nicht, hat, das in seinem Pledge-Manager zu ändern. Cthulhu Wars lebt natürlich auch tatsächlich von den unterschiedlichen großen Alten, die sich wirklich vollkommen unterschiedlich spielen. Jetzt muss man sagen, die kosten natürlich auch wieder ein Schweinegeld. Wir sind hier wieder in so einem Premium, total Premium-Segment. Das war damals das teuerste Spiel, das ich jemals gekauft habe. Ich habe es auch auf Kickstarter gebackt und die erste Season davor, die zweite Season, da das Grundspiel. Ja. Und ich habe echt bis zur letzten Minute, wo ich den Pledge Manager machen konnte, überlegt, so viel Geld für ein Spiel, machst du das und nicht? Heute ist das ja Standard für Kickstarter. Eine Erweiterung kostet so viel wie ein normales gutes Euro, aber natürlich ist es auch ein hervorragendes Eurogame, ein Area-Control-Spiel und gerade diese Asymmetrie ist halt einfach so einen so hohen Wiederspielreiz, weil man möchte die eigene Fraktion spielen, man möchte sie nochmal spielen, man möchte dann die anderen spielen, man möchte ausprobieren letztendlich. Warum hat das bei mir nicht funktioniert, warum hat es bei euch funktioniert? Und die sind wirklich so unfassbar krass asymmetrisch. Ja. Und bis auf wenige Ausnahmen funktioniert das aber balance-technisch. Ich meine, Area Control hilft da sowieso immer bei, wenn du mit 3-4 Leuten spielst. Also so ab 4 Leuten, weil sich das dann nochmal ein bisschen zusätzlich ausbalanced, weil du ja gucken kannst, auf wen du stärker gehst. Aber das funktioniert in weiten Teilen schon. Einige mehr mit mehr Spielern, einige mehr mit weniger Spielern. Das alles dahingestellt. Aber du kannst da wirklich relativ bedenkenlos was auf den Tisch nehmen. Schon sehr cool. Anders als bei Dune tatsächlich. Da hat es halt leider gar nicht funktioniert. Unangemalt, muss man leider sagen, sehen die Figuren ein bisschen aus wie Monster in My Pockets Nickelodeon, muss ich sagen. Ja. Die Farben sind ja schon. Aber das ist trotzdem schon eine geile Geschichte. Also, halt da kann man auch sagen, die könnten auch kleiner sein, aber dann wäre es halt auch nur so ein anderes Spiel, das vielleicht auch gut funktioniert. So ist das Gesamtpaket auch einfach echt stimmig. Du hast diese geilen Miniaturen, der Tisch ist voll, ist ein Hingucker, diese asymmetrischen Fähigkeiten, die du nach und nach freischaltest. Ja, bei Wikipedia bei übertriebenen Spielen nachschaut, ist das finde auf jeden Fall. Cthulhu Death May Die, den Cthulhu. Aber Cthulhu Wars. Wegen Cthulhu Wars hätte ich halt, ich habe wirklich über Hyperspace nachgedacht, wobei man da gucken muss, wo das rauskommt, ist auch so ein verzögerter Kickstarter, das auch stark asymmetrische Fraktionen hat, Area Control, wir sind halt in so einem Sterncluster, jeder spielt so eine Alien-Rasse, sehr asymmetrisch wohl auch. Ein bisschen Euro-eager, aber auch ein bisschen enger zügelt, also kann man auch wohl auch zu zweit gut spielen. Aber wie gesagt, Peterson Games hat ja auch ein bisschen wohl finanzielle Probleme, muss ich jetzt auch auf Cthulhu Wars konzentrieren, dass sie da bestimmte Sachen rauskriegen. Da gab es ne, auch mit den Produktionsverzögerungen. Das ist halt so ein bisschen die Sache. Die kämpfen halt echt viel mit Verzögerungen und nicht nur bei dem Produkt. Und der Peterson hat ja zum Beispiel, ich habe noch ein anderes von dem gesehen, da kommt noch ein Cthulhu-Spiel von ihm. Das ist dann wieder auch was für dich vielleicht auch, oder für Cthulhu Death May Die Fans. Das heißt dann Terror Paths. Das wird das verfrachtet eigentlich das Cthulhu-Thema in so ein moderneres Setting. Also es kommt dann in die Gegenwart und basiert dann auf dem Rollenspielsystem auch so ein bisschen, dass du quasi das Finale davon als Brettspiel irgendwie das spielst. Das erleben wir aber wahrscheinlich Teile. Erst in der Vorschau 2023, ach, das ne? Das Video sende ich live vom Mars wahrscheinlich. Also. Aber. Ja, wird schon sicher. Aber ja, das wird, ist wie gesagt, eigentlich ein alter Hut für viele. Manche freuen sich da jetzt auch drauf und ich finde es halt mega. Also ich habe da eigentlich auch ein Video zu gemacht. Das sollte ich vielleicht nochmal bei Board Gaming verlinken oder ich finde es gerade nicht. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch nicht ganz brandheiß neuer. Deswegen brauchen wir noch nicht so ausführlich drüber zu reden. Aber es ist schon ein geiles Spiel. Ich weiß nicht, wo es in meiner Top 100 war, aber. War es in der Top 10? Ja, Top 20 wahrscheinlich. Würde ich bei mir wäre es Top 5 oder Top 3. Die werden wir auch noch sehen dieses Jahr. Die Top 10 von Flo, von Karl und von Markus dann auch noch. Und vielleicht Marcel. Und vielleicht Marcel. Mal gucken. Den wir auch hoffentlich in diesem Jahr häufig auf dem Kanal sehen werden. Und damit sind wir am Ende. Wir haben wahrscheinlich nicht alles erfasst. Auf gar keinen Fall. Und das ein oder andere Spiel, was wir vielleicht erfasst haben, aber nicht so gut fanden, weil wir uns die Bilder angeschaut haben, wo ihr sagen würdet, das hättet ihr auf jeden Fall mit reinpacken müssen, denn es passt total zu euch oder zu euch und es ist ein hervorragendes Spiel. Das haben wir auch nicht gesehen, haben es nicht mit reingenommen, aber
Dafür seid ihr jetzt ja da. Also ich noch mal kurz, ich habe jetzt hier noch eine Liste auf, die ihr jetzt gerade nicht seht. Aus dem letzten Video fehlen noch die KDM-Erweiterung, Cantaloup 2 fehlt. Ich hoffe, dass Cantaloup 2 jetzt Anfang des Jahres und Cantaloup 3 auch in diesem Jahr rauskommen wird. Die gehören also auf jeden Fall auch hier rein. Human Punishment, The Beginning, was ja auch so KDM im Human Punishment ist. Habe ich auch drüber nachgedacht. Ich freue mich auch super drauf. Frostpunk habe ich natürlich drauf. Und dann eben auch so Sachen wie die Suche nach Planet X. Habe ich rauf und runter gesuchtet, solo im letzten Jahr. Auch da freue ich mich auf die deutsche Version, die werde ich mir auf jeden Fall auch holen. Hagen natürlich drin, Seven Citadel. Kein Mensch weiß, ob das wirklich in diesem Jahr rauskommen wird. Also ich mutmaße auch mal eher nicht, aber wenn ja, wird das auch kommen. Cthulhu Wars hatte ich, Unconscious Minds hattest du ja schon drin. Black Rose Wars Rebirth, eigentlich weiß ich nichts über das Spiel, aber ich bin trotzdem irgendwie gehypt drauf. Ich habe noch The Light from the Mist mir rausgesucht. Das ist irgendwie so ein Tarot-Rätsel-Storytelling-Spiel, was super cool aussieht. Da wäre eine deutsche Version auch echt interessant von. Krimi-Spiele haben wir gar nicht mit drin. Die sind gar nicht so. Du hättest beinahe, Lupin, hier, Escape Quest hättest du beinahe mit. Genau, mehr. Escape Quest hätte ich auch noch. Ich habe ja noch mehr. Ich habe da noch Osworn, soll ja auch dieses Jahr rauskommen. Auch ja so ein Kickstarter-Bossfight-Ding, wo die Willkommen Miniaturen, im nächsten Video. Wo die Miniaturen alle noch eingepackt sind und man gar nicht weiß, was da so alles an Gegnern kommt. Dann hatte ich irgendwie noch auch Stellaris drin. Ich hatte Hell drin. Vagrant Song ist ja auch ein Spiel, das super gehypt wurde im Dice Tower. Ich habe mir das heute angeguckt. Ich finde das mega langweilig, weil das einfach nur ein Dungeon Crawl mit einem anderen Thema ist. Vielleicht wird das super gut, ne? Wenn das alles so kondensiert und gestreamlined ist und dann toll ist, kann das ja auch gut sein. Vagrant Song ist so eine Sache, das hat halt so einen Stil, so ein 20er-Jahre US-Comic-Stil. Naja, ist das so ein bisschen. Betty Boop-mäßig. Und das ist ein Boss-Battler, also du müsstest eigentlich dich ansprechen. Ja, aber das Witzige ist, Townsfolk Tassel geht auch in die Richtung. Richtig, das hat auch so einen Stil. Das hat auch so einen Stil. Das ist schon ein bisschen spezieller, da ist man vielleicht als Amerikaner auch eher dran als wir. Wir sind damit nicht so sozialisiert, aber es sieht schon interessant aus, das ist mal ein ganz anderer Stil. Und um auf Offsworn nochmal zurückzukommen, das hatte ich auch letztes Jahr in der Liste, warte ich auch noch drauf. Ich konnte mir in Essen davon den das erklären lassen, das Spiel vom Entwickler. Und das hat schon Bock auf mehr gemacht. Also es klingt wirklich interessant. Auch hier wird es eine Umsetzungsfrage sein. Es ist so ein Kickstarter-Monster, das verstehe ich auch, wenn das abschreckt mit jeder einzelne Ausrüstungsgegenstand gibt es als Miniatur, wenn du den richtigen Pledge gebackt hast. Braucht man das? Du kannst Kämpfe auswürfen, du kannst mit Karten machen. Richtig. Das hat schon viele interessante Aspekte. Oder auch Scarface 1920 hatte ich auch erst eine Liste drin, aber es gibt halt, wie heißt das Ding hier, Mafia Legends? Nicht Mafia Legends, sondern Vendetta. Nein. Keine Ahnung, ich gebe Mafia-Wörter durch. Was ist denn das? In meinem Abspann. In deinem Abspann? Aber es gibt ja La Cosa Nostra und das ist einfach das ultimative Mafia-Spiel. Und mal gucken, ob Scarface da wirklich rankommen kann. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich bin trotzdem neugierig drauf. Star Trek Missions. Auch, ich bin ja ne alter Trekkie. Es ist einfach nur Fantastische Reiche mit irgendwie so Star Trek-Thema. Also nicht 1:1. Ja, also. Es ist einfach nur fantastisch. Es steht auch drunter, based up. Ja, die Grundmechanik ist schon anders. Die Mechanik im Spiel selbst funktioniert ein bisschen anders, aber auch da bin ich mega gespannt drauf. Auch das Till, ne, hat mich auch schon fast gewundert, dass Flo dieses Whisky-Brauspiel nicht drin hatte. Könnte auch interessant sein. So ein Schluckspecht oder wie so assoziiert oder so? Nein. Ich habe hab meinen Vortrag über Whisky, glaube ich, gehalten. Ich könnte euch, wenn ich euch ein Video machen würde, wo ich alle Spiele, die ich nur halbwegs interessant finden würde in diesem Jahr, wäre das, glaube ich, ein Video mit 100 Titeln, das trotzdem ein, zwei Stunden gehen würde. Nee, wir sind ja gerade schon in der Top 20 bis 11. Ja, also da kommt noch so einiges. Oh, Marcellity auch noch, was hat der noch drin? Isis von Guard hattest du auch beim letzten Mal mit drin. Ne? Perseverance von, wie heißt der, der auch Anachrony gemacht hat. Mhm. Der bringt auch ein neues Spiel raus mit Kapitel 1 und 2, da kommen auch noch mehr. Diviners hatten wir auch drauf. Astronauts hat Marcel aufgeschrieben. Perseverance, das hatte ich letztes Jahr auch. Trudvan Legends, auch ein cooles so Miniaturen-Story-RPG-Spiel. Six Siege. Ich äußere mich jetzt nicht mehr dazu, sonst kommen wir auf die 4 Stunden. Also ihr seht, da kommt mega viel. Vielleicht in diesem Jahr, vielleicht auch im nächsten Jahr. Das werden wir dann sehen. Davon werden wir nicht ansatzweise alles schaffen. Wir müssen auch Prioritäten setzen und gucken, was wir davon wirklich spielen können, weil Zeit ist halt begrenzt. Wir spielen schon super viel. Ich extrem viel, weil ich natürlich auch mit beiden unabhängig voneinander spiele. Die beiden spielen aber auch schon sehr, sehr viel. Man kann da nicht alle spielen. Also wie gesagt, jetzt sind ja schon 900 Spiele ungefähr angekündigt. Die werden wir nicht alle schaffen, wenn. Die werden wir nicht schaffen, die werden wir auch nicht schaffen wollen. Da werden wir schon ein bisschen filtern, wenn sie da sind, auch jetzt ein Sohn dazu da sind. Aber ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, worauf ihr euch natürlich freut, aber natürlich auch, welches von diesen Spielen, die wir hier vorgestellt haben, wollt ihr unbedingt gerne von uns erklärt sehen. Dann werden wir uns natürlich auch darum bemühen, Spiele, die ja häufig genannt wurden, nochmal extra auch zu bekommen und dann nochmal nachzufragen. Und es hat jetzt wahrscheinlich über 3 Stunden gedauert. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gut unterhalten hat und vielleicht habt ihr es auch mehreren Etappen geguckt. Wir hoffen, dass es informativ und unterhaltsam war. Schreibt dementsprechend auch gerne einen Kommentar unter das Video. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben.
abonniert den Kanal, falls ihr es nicht getan habt. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte? Vielen Dank. Alles Gute im Jahr. Viel Spaß beim Zocken. Und das war's dann von uns. Bis bald. Und tschüss.